Sendung verpasst? Das Annixe-Programm sehen, wann Sie wollen. Mit der Annixe-Mediathek. Einfach den Red-Button Ihrer Fernbedienung drücken. Alle Infos finden Sie auf unserer Webseite. Live at Joyce, schönen guten Tag, wir müssen reden und zwar mit dieser Band hinter mir. Sie heißen Till, aber wenn man auf ihre Buchstabenreihenfolge guckt, dann heißt das T-I-L. Und wenn ihr treue Joyce-Fans seid, dann wisst ihr, dass montags um 18:30 oder 22 Uhr immer meine Sendung T-I-L kommt. Was fällt euch ein, Jungs? Aber genau über diesen Namensklau werden wir gleich reden, über die Aktion Till My School, die die Jungs gerade ausgerufen haben und überhaupt, was die Jungs eigentlich zusammengeführt hat. Das machen wir alles gleich, aber vorher müsst ihr sie kennenlernen und könnt sie gerne auch kommentieren und zwar auf joyce.de/live. Das ist die Adresse, wo ihr euch einwählen könnt. Könnt gerne Kommentare raushauen und natürlich Fragen stellen. Wir werden gleich mit den Jungs quatschen, aber hier sind sie erstmal mit ihrem Song. Hier sind Till und Whispering live at Joyce. My eyes,
Till, Life and Joyce und Leave. Und gleich könnt ihr gerne euer ganzes Feedback über diese fantastische Band ausschütten. Auf Joyce ist der Schleif. Das hat Sandra gerade eben schon getan, die geschrieben hat bei uns im Chat. Oh, was für eine wunderbare Band. Noch mehr Kommentare gibt es gleich und eine Zugabe von Till bei Life and Joyce nach der Werbung.
Jeden Montag bitten wir euch hier zu Tisch. Das erste Mal ist unsere neue Kochshow mit einem Überraschungsgast. Ihr erlebt uns voll in Kochaktionen. Ob beim Einkaufen oder direkt hinter dem Herd. Auf den Gast wartet dann nicht nur ein tolles Menü, sondern auch ein etwas anderes Interview. Alle Rezepte gibt es im Anschluss an die Sendung online auf joyce.de. Das erste Mal. Immer montags um 17.30 Uhr bei Joyce. Das ist die neue Lifestyle-Sendung bei Joyce. Egal ob Beauty, Fashion, Food oder Gossip, ihr sitzt in der ersten Reihe. Ich bin den aktuellen News und Trends auf der Spur, zeige euch die neuesten Beauty-Hacks und gebe euch Tipps und Tricks für euer persönliches Star-Styling. Außerdem gibt es jede Woche neue Tutorials, Challenges, DIYs und mich. Front Row, Dienstag um 17.30 Uhr bei Joyce. Ich freue mich auf euch. Derbe. Noch mehr Musik auf joyce.de. Willkommen zurück. Live at Joyce bringt euch immer 14:30 fantastische Livebands. Junge Bands, die man vielleicht nicht immer kennt, aber die es absolut verdient haben, dass man ihnen zuhört. Und zu diesen gehören auch Till. Sie sind gleich bei mir im Talk und wir sprechen über ihre Aktion Till My School. Das ist jetzt keine Abkürzung von Tilt My School, was vielleicht der eine oder andere gerne mal machen würde, die Schule ausradieren. Nein, ganz im Gegenteil. Sie machen die Schule nicer. Wie sie das machen, erzählen sie mir gleich. Aber vorher sind sie noch mit einem Live-Song. Hier sind Till mit Every Wonder, live at Joyce. Every wonder in the simple life makes me feel so hurt and realize that we are made to rule the world. For the truth, if my heart belongs to you, and I see your breath pulling up and left my face, I will not give in. I will always stay and fight. 'Cause everyone knows the simple life makes me feel sorry and dream.
Till und kommt zu mir. Also ich setze mich hier hin und ihr drei könnt euch hier hinsetzen. Kleiner Insider für alle, die sich fragen, wie schafft Maurice das eigentlich immer, dass er auf der richtigen Seite der Bühne sitzt? Er schafft es nie. Er schafft es immer dank der Regie, die im letzten Moment sagt, Maurice, du sitzt auf der anderen Seite. Ich vergesse das immer sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr bei uns seid. Jetzt mal ganz kurz Luft holen, ja Jungs, alles ist gut. Vor allem, weil die Leute, ihr im Chat auf Joyce ist ja Schleife, das ganz toll gefunden habt, was die Jungs gemacht haben. Ganz, ganz viele Kommentare sind gekommen, auch ein paar Fragen. Aber fangen wir jetzt erstmal from the bottom of the heart an. Was fällt euch ein, euch TIL zu nennen? Das ist die Abkürzung für die Sendung The Independent Line of Joyce. Das macht man nicht. Das ist meine Sendung. Ich fühle mich ein wenig attackiert. Sorry. Aber es ist natürlich auch ein schöner Name. Aber was habt ihr euch tatsächlich bei dem Namen gedacht? Weil es ist ja ein Kürzel. Das ist wahrscheinlich so die Frage, die uns am allerhäufigsten gestellt wird. Oh wow. Und was antwortet ihr dann? Dann müsstet ihr geprobt haben, inzwischen diese Antwort also geben zu können. Also eigentlich, die Bedeutung des Namens ist eigentlich, dass es gar keine richtige Bedeutung gibt. Also uns gibt es seit dem Kindergarten, seit jetzt 13, 14 Jahren und damals, wir sind Nachbarn und damals haben wir uns im Kindergarten getroffen, da haben wir beieinander übernachtet und in der Nacht sind wir irgendwie drauf gekommen, vielleicht gründen wir mal eine Band. Wie nennen wir die? Ja, Till. Okay, gut, dann... Das war ich auch schon. Genau aus dem, wir dachten dann eben, okay, irgendwie verbinden wir das mit unserer gesamten Kindheit und so weiter, deswegen lassen wir den Namen einfach. Das heißt, ihr macht im Prinzip, das hatte ich auch gelesen, Musik, seitdem ihr 6 Jahre alt seid. Wie verändert sich denn da quasi das, was man macht? Ich glaube, wenn man zu Kindergartenzeiten darüber nachdenkt, eine Band zu machen, dann ist das nicht das, was wir gerade eben gesehen haben auf der Bühne, was ihr damals gemacht habt, oder? Ich denke mal, am Anfang war es eher so ein Hobby-Ding, also man macht das so aus Spaß einfach. Man hat das ja ohne irgendeinen Grund gemacht, man hat sich immer getroffen und dann hat man das irgendwann angefangen, jeden Tag zu machen, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Und bis man dann irgendwann auch Ehrgeiz entwickelt hat, was wirklich toll ist, was daraus zu machen, weil man einfach das immer machen wollte. Aber okay, die Frage, aber wie ändert sich die Musik? Was habt ihr denn damals, als ihr beschlossen habt, eine Band zu machen, für Musik gemacht? Das stelle ich mir ganz spannend vor. Das hat sich eigentlich gar nicht großartig verändert. Also, könnt ihr mir nicht erzählen. Man also, wird A, besser, man hat andere ja, Themen, also, wenn man älter wird. Man sammelt natürlich Erfahrung mit der Zeit und so weiter, aber jetzt quasi, wenn du jetzt auf die Musikrichtung oder so aus bist, da haben wir uns eigentlich kaum verändert. Also wir sind uns da eigentlich immer treu geblieben, nur klar, über die Jahre sammelt man halt natürlich Erfahrung und so weiter und ja. Und kommt auch auf Ideen, wie zum Beispiel an Schulen zu spielen. Es gibt diese Aktion Till My School, die ihr ins Leben gerufen habt. Was verbirgt sich dahinter? Also es ist eigentlich eine Idee, um den Schülern zu ermöglichen, da in den Schulen halt mal eine coole Pause zu haben, weil wir es selbst natürlich sehr lange erlebt haben, dass wir in den Pausen ziemlich gelangweilt herumstanden. Und das läuft auch noch, also man kann sich bewerben, auch wenn Schüler zusehen. Ihr könnt uns gerne auf Facebook anschreiben, könnt eure Schule bei uns bewerben. Und ja. Das heißt, man schreibt euch an und sagt, hallo, Till, wie schaut's aus? Kommt mal nach Berlin-Friedrichshain. Wir haben hier ein Gymnasium und unsere Schulpause ist wirklich sehr langweilig. So dann in etwa. Kommen dann, wir. Was macht ihr denn? Packt eure Koffer und haut los. Genau, dann packen wir alles in unseren Bulli und fahren hier rüber und tillen eure Schule. Okay, cool. Was habt ihr da bisher so für Erfahrungen gemacht? Also wie ist da so dieses Feedback? Was sagen die Schüler dazu? Also die finden es eigentlich ziemlich cool. Also die Reaktionen waren fast komplett positiv. Was man manchmal merkt, ist, dass die morgens noch nicht so ganz fit sind. Warte mal, ganz kurz. Zu welcher Uhrzeit findet denn diese Pause statt? Je nachdem. Ja, 9 Uhr meistens. 9 Uhr? Ich dachte jetzt gerade sowas wie 12 Uhr oder so. Oh, nee. Aber 9, ich stelle mir gerade vor, du kommst wieder aus der zweiten Stunde raus, da spielt eine Rockband irgendwie in der Aula und es ist mega laut. Ich bin so, boah, okay, 9 Uhr bin ich eh noch nicht unter den Lebenden, aber das ist ein anderes Thema. Aber das ist ja cool, dass ihr es so annehmen. Was sind so für Städte in demnächst so am Start, was diese Tour angeht, die Schulaktion? Als nächstes haben wir jetzt erstmal Bonn. Okay. Das ist die erste Schule, die geplant ist und dann planen wir das als richtige Tour. Mhm. Und die Idee davon war eigentlich einfach, dass die Schüler gar nichts erwarten. Also die Schüler, die jetzt angeschrieben haben, wissen das, aber die wissen auch nicht, wann das kommt. Das wird dann geklärt. Und dann, dass wir einfach dastehen, wenn die Schüler es am wenigsten erwarten, denken, es kommt jetzt eine langweilige Pause und dann wird die Schule getillt. Okay, das ist cool. Dann hat man aber nur 20 Minuten oder so Zeit, ne? Wenn überhaupt. Ja. Was macht man? Also wie baut man so einen Gag auf, der so super kurz ist? Was? Das können die Schüler dann sehen. Ja, das ist schwierig, aber das kriegt man hin. Genau. Okay, also da werden dann wahrscheinlich so 3, maximal 4 Songs gespielt und danach könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, dass die Schüler wieder zurückgehen in die Stunde, oder? Ja, und Absicht ist es ja, die Schüler damit zu motivieren, noch motivierter in den Unterricht zu gehen. Ja. Genau. Okay. Oder eine Band zu gründen. Genau. Oder das, quasi so ein bisschen Vorbild zu sein und zu zeigen, was man auch machen kann, anstatt sich zu langweilen in der Pause, oder? Ja, also, eigentlich schon.
Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch bei uns über Facebook, schaut mal vorbei, da haben wir auch alle Infos. Schreibt uns an und dann tillen wir eure Schule. Ja. Darauf freue ich mich sehr, da getillte Schüler quasi zu sehen. aber das eine ist natürlich, vor Schülern zu spielen in Clubs, aber ich kann mir vorstellen, ihr habt natürlich auch Bock, also nicht in Clubs, sondern in Schulen zu spielen, aber ihr habt sicherlich auch Bock, irgendwie die Clubs des Landes irgendwie ein bisschen unsicherer zu machen, oder? Ja. Wie schaut es da gerade aus? Plant ihr da was? Weil natürlich ist das ein bisschen, muss man sagen, es schließt natürlich auch Leute aus, wenn ihr nur an Schulen spielt, weil... Ja. Ich könnte euch dann nicht live sehen. Also Thema School ist halt quasi so daneben geplant. Mhm. Also wir haben jetzt im September eben jetzt, nächste Woche sind wir noch in Hamburg, danach die Woche noch in Bonn und also Thema School läuft da parallel. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Also die meisten Konzerte sind ja am Wochenende und dann Thema School ist ja in der Woche, das passt dann eigentlich immer perfekt so. Okay, das ist dann die Idee. Das heißt, wenn ihr die Jungs irgendwo seht, keine Angst, ihr müsst nicht nochmal zurück in die Schule. kann ja sein, dass ihr der eine oder andere sagt, oh nein, alles nur nicht das. Wie schaut's aus mit der Platte? Oh nein, ich treffe einen wunden Punkt, ich merke es gerade schon. Nein, wir haben eine, die ist auch erhältlich, aber wir haben auch vor, noch ins Studio zu gehen und werden eine Single aufnehmen, Video produzieren. Das ist geplant. Video gucken wir uns gleich noch an, zu Leaf. Wenn man jetzt so einen groben Zeitplan geben könnte, wann wäre das, wo du sagst, okay, wir gehen wieder ins Studio, wir nehmen wieder was auf. Wann kommt das dann raus? Kann man da groben Einblick geben oder schwierig? Also wir werden es wahrscheinlich noch dieses Jahr machen. Okay. Und dann aber ein bisschen Zeit nehmen und dann im nächsten Jahr veröffentlichen. Genau. Okay. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr Till bei euch in der Schule haben wollt, ne, einfach Facebook-Seite, die Jungs anschreiben. Wichtig ist, plappert das jetzt nicht überall gleich aus, weil dann ist es kein Überraschungsakt mehr. Ne? Es soll ja eigentlich so sein, dass ihr morgens in die Schule kommt, eine Stunde Mathe macht und dann in die Pause geht und feststellt, boah, geil, da ist eine Band in der Aula. Dann könnt ihr den Jungs schreiben, dann kommen sie zu euch. Das Ganze dann schön als Secret Gig. Und was haben wir gelernt? Nächstes Jahr kommt Neues raus. Platte, wie heißt, heißt wie? Whispering, okay. Das Album Whispering ist draußen und ansonsten, wenn ihr die Jungs mal live sehen wollt, einfach die Augen aufhalten. Wir gucken uns gleich noch ein Video an und zwar zur Single Leaf, den Song haben wir gerade eben auch nochmal gehört. Und ansonsten könnt ihr euch die Performances natürlich auch gerne nochmal anschauen. Auf joyce.de unter Musik und Stars gibt es die ganzen Performances von Till nochmal online. So schaut's aus und hier sind sie mit Leaf. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und jetzt schön hier zu sein. Danke. Entschwitzen, ne? Bis gleich. Ciao.
Willkommen hier zurück bei Joystick Play und es geht natürlich weiter mit dem wunderschönen Jump'n'Run Unravel. Damit habe ich ja sehr wenig Erfahrung, nur, ne? Wir waren einmal in Bayern irgendwo, wo wir am Berg hochgegangen sind, okay, als ich noch fit war und sowas geschafft habe. Aber ansonsten, in der Uckermark ist es schwierig mit Bergen. Ja, naja, ich habe in Mainz studiert, das heißt, du hast ja den Rhein und dann so das Tal und so ein bisschen die Berge, wenn man so sagen kann, da in der Nähe. Und da sind wir ab und zu mal am Weinberg umhergerannt. Ja. Also es ist mehr deine Geschichte. Naja, geht so. Auch sehr schön hier, herbstlich. Bisschen Sommerstimmung wäre eigentlich ganz schön. Ja, kommt bestimmt noch. Winter muss ja auch noch kommen. Richtig, ja. Ja, du kannst natürlich auch viel kaschieren, ne, durch die Unschärfen im Hintergrund. Ja. Kannst du natürlich mit der Grafik dann, die ist gar nicht so stark vielleicht, wie es erscheint, ne? Weil du natürlich dafür mit Unschärfe spielen kannst. Aber ist ja egal, wenn es seinen Zweck erfüllt, ja, soll es mir recht sein. Es wäre auch seltsam, wenn es hinten auch noch scharf wäre, weil man soll sich ja logischerweise auf den Fokus konzentrieren, ja, ja, auf das, was hier vorne passiert, weil das ja unsere Spielwelt ist. Noten sehen, wissen wir meistens, das ist ein Katapult, oder muss ich da ran, oder ist hier was, nee, da muss ich wohl, und, nee, ja. Ah! Ja, zum Glück interessieren sich Vögel nicht für Wolle. Ach. Was war das überhaupt? Rabe? Nein, Schlange nach dem Schrei wie eine Krähe. Aber er war ja nicht schwarz, ne? Oh, dann war es ein Weibchen. Weißt du, was das Traurige ist? Das ist das Tier auf dem Wappen meines Heimatdorfes. Das ist ein Rabe. Euer Heimatdorf hat ein Wappen, ja? Ja. Da ist eine Krähe drauf. Ja. Was sagt das über das Dorf aus? Das ist düster. Düsteres Dorf. Da sind sehr viele Horrorgeschichten. Trauriges, düsteres Dorf. Da wurden immer Horrorgeschichten erzählt im Wald. Mal gucken, was hier ist ein Geheimnis. Oh. Ja, gut. Ich guck erst mal. Oh, irgendwas kommt da raus. Ah! Ah! Na gut. Oh, jetzt wird's düster. Jetzt sieht's ein bisschen aus wie heißt der Horrorfilm? Descendant? Oder? The Descent. Descent, genau. Der Abgrund, glaube ich, im Deutschen. Ja, gar nicht schlecht, der Film. Ja, wenn mich immer wer nach dem letzten guten Horrorfilm fragt, nenne ich den immer, weil mir fällt echt nichts anderes ein. Okay. Was kam denn danach? Ich meine, der ist schon ganz schön alt, irgendwie 2007 oder so, schon welchen her. Aber ich wüsste auch nicht, welcher da so ganz gut war in den letzten Jahren. It Follows immer noch nicht gesehen. The Witch haben wir ja inzwischen gesehen. Oh. Ja, den fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Cabin in the Woods, aber das ist ja mehr eine Hommage. Ja, naja, Hommage. Fast schon eine Satire, ne? Oder eine. Den Film mochte ich gar nicht so sehr wie alle anderen, wie Chris Hemsworth. Du magst den nicht, ne? Nee, der ist bei mir durch. Seit Black Hat ist der bei mir durch. Na gut, den habe ich nicht gesehen. Ich will es mir mit Michael Mann nicht zerstören. Oder nicht mit Thor. Und dann noch Thor Ragnarök. Richtig, ja. Was ist jetzt dein Plan? Ja, kein großer Plan. Easy, easy. So, willst du mal wieder? Gern. Danke. Ah. So. Oh, ah. Oh, ein Feldhamster. Ja, deswegen. Ich wusste schon, warum ich. Das macht schon Sinn. Jetzt bin ich in meiner, Kindheit. Freunde, die Feldhamster sind übrigens am Aussterben. Das ist. Ja, aber guck mal, falls Arschlöcher sind, guck's dir an. Ja, ja, ich merk's schon. Oder ist es vielleicht. Nee, es muss ein Feldhamster sein. So. Komm ich da irgendwie. Oh, ja, gut.
tatsächlich. Very good. Aber die Musik, das klingt wie bei Witcher. Bei Witcher 3. Klingt ein bisschen wie, weiß ich nicht, Braveheart. Naja, ist ja so bei Witcher. Echt? Teilweise, ja. Kommt drauf an, wo du bist. So. Ja, das war dumm. Oh Gott, wie soll ich denn hier? Liegt hier irgendwas rum? Wahrscheinlich beim Hamster. Irgendwo. Warum kommt der eigentlich nicht vorbei? Was stört ihn? Siehst du doch. Ah, mich stört's nicht, okay. Bis voll, warum sollte sich dich das stören? Weil ich auch ein Lebewesen bin, mit Gefühlen. Wie er hustet. Ja, komm, jetzt hol dir das Schiff da. Nein, worauf wartest ja, du? Ja. Ist ein bisschen wie Pubert, ne? Wenn er hustet. Findest du nicht? Pubert bellt eher so. Ganz so eine hohe Stimme. Pubert bellt eher so. Wie. So, jetzt kannst du doch greifen mit dem. Ja, oder so. Aber, ja. Auch. Oh, verpiss dich. Mann, scheiße, ich hab die falsche. Mann! Ich hab, er stellt sich ich an. Hab X gedrückt, dann A. Du musst ihn ja nicht mal greifen. Hättest ja einfach mit deinem Faden machen können. Ihn ziehen. Ne? Es liegt daran, dass ich keine Hamster. Ah! Verdammt, da war ich. Du bist zum Kunde. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Direkt reingesprungen. Naja. Ich liebe die Gefahr. Das war schlimmer als ich. Nein, du wolltest dem Hamster was Gutes tun, ne? Ein bisschen Wolle. Tja. Keine Schaden. Wie er hustet, ey. Bestimmt originale Aufnahmen von schwedischen Hamstern. Haben sie extra gemacht, ja. Ja, ja, nice. Ach, geil. Noch ein Angelhaken drin. Ah, mit Köder. Das siehst du gleich wieder weg. Als Angelprofi. Als Angelprofi aus Mecklenburg. Nein, aus Vorpommern. Zeit haben wir gar nicht mehr. Nein. Level werden wir nicht mehr schaffen, aber es gibt ja eine nächste Woche. Ja, ich würde sagen, ey, Unravel gefällt mir auch echt so gut. Ich weiß nicht, ob wir durchkommen, wahrscheinlich nicht. Das dauert ja doch ein paar Stunden. Ja. Aber auf jeden Fall können wir noch eine ganze Woche weitermachen. Ist ja, jetzt hiermit beschlossen. Aber wir haben noch, kurz haben wir noch. Also ein bisschen haben wir noch, aber kein, klar. Kein Plan. Hier geht's lang. Gut. Gut zu wissen. Ach, wie dumm, jetzt komme ich gar nicht mehr runter. Doch. Oder was? Mit X? Geht's nicht? X und runter? Nee. A und runter meine ich. A und runter? Das war, ja, genau. So. Hier muss jetzt wahrscheinlich der Stein hin. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Aber. Zack. Oder. Ich will gar keinen Stein lassen. Dose. Ja, wie auch immer ich das jetzt mache. Wahrscheinlich habe ich schon verkackt, oder? Weil ich den. Nee. Musst du noch einen Knoten machen, woanders. Ach. Hier, will ich gar nicht. So, ach so, oben noch. Sonst kommt der hier nicht hoch. Links, links, links.
Nee. Da, beim Linken. Aber das ist schon Knoten, aber... So, und jetzt gehen wir zum Rechten und jetzt da und dann müsste das eigentlich halten. So. Ach, warte mal, das ist... Oh, nee, ne? Ach. Ich muss jetzt alles nochmal abbauen und so weiter. So. Oh yeah. Weiter geht's. Oh, das sieht aber ganz schön dangerous aus. Cool, was ist das? Das war so dumm. Hätte sich doch noch. Hätte sich ja noch hoch sein können wieder. So, oder hast du jetzt einfach resigniert oder was? Das ist schon so ein bisschen. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich, ich gehe nochmal hier vorne hin. War das das traurige Ende dieser Woche? Das ist doch ein geiler Cliffhanger. Wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, vielleicht kannst du schon mal, also wir werden nächste Woche auf jeden Fall weitermachen, weil es macht einfach Spaß und sieht toll aus und man schwelgt in welche Erinnerung auch immer. Aber wie findest du es? Ich finde es geil, dass man so seine eigene Geschichte bekommt, so ein bisschen. Ne? Weil je nachdem, haben wir ja schon mal gesagt, je nachdem, welche Erinnerung du als Kind hast, die dann hier gezeigt werden, kannst du es aufgreifen und so. Hast irgendwie deine Erinnerungen, überlegst dir so, wie war das bei mir eigentlich damals und so. Das ist ganz cool. Optisch macht es natürlich eine Menge aus. Wunderschön, haben wir ja jedes Mal gesagt. Kann man sich echt nicht beklagen. Gefällt optisch, musikalisch wird es toll untermalt. Also ich fühle mich da echt total wohl bei dem Spiel. Mhm. Und das ist sehr beruhigend und mal eine gute Abwechslung zu diesen ganzen Actionspielen auf jeden Fall. Also die Musik, wir hatten das ja schon Anfang der Woche leiser gemacht, weil tatsächlich, wenn man die auch voll drauf hat, dann irgendwann geht es einem schon ein bisschen auf die Nerven, muss man sagen. Aber ansonsten muss ich auch sagen, entspanntes Spiel. Ja. Mit paar Rätseln so drin, nicht zu schwer. Nicht zu leicht. So, einfach tolle Ideen, ne? Also wie du die Rätsel dann erledigst mit dieser Wolle. Super. Wir spielen nächste Woche weiter. Ja, das heißt, wir können noch mehr ein bisschen sehen von diesem Spiel. Mal gucken, wo es noch hingeht. Ein bisschen Sonne könnte ich noch vertragen. Ein bisschen Schnee wird es auch noch geben. Denke ich auch. Ja, vielleicht auch Gewitter. Aber dann haben wir ein großes Problem. Richtig. Wenn es regnet. Mhm. So. Euch erstmal ein schönes Wochenende. Das war es erstmal von uns. Hiernach geht es direkt weiter mit Joyce Spezial. Also macht's gut. Und nächste Woche Montag 15.30 Uhr da wieder einschalten. Bis dann. Ciao. Hallo, wir sind Radio Nukular und ihr guckt Joyce. Stars und Newcomer. Sag jetzt. Nein. Sag jetzt. Echte Momente. Ich muss ja nicht rumlügen, weißt du? 100% Realness. Gänsehaut. Interaktion. Wir haben hier bereits schon Feedback aus dem Chat. joyce.de/live, das ist die Adresse dafür. Musik. Talks. Ihr verpisst euch jetzt mal schön vom Set. Geballte News-Updates. Geil. Die haben keinen Bock, mit mir zu reden. Die einfach. What the fuck? Geil, oder? Aber einschalten, mitmachen. Joyce, hier läuft nichts ohne dich. Jeden Montag bitten wir euch hier zu Tisch. Das erste Mal ist unsere neue Kochshow mit einem Überraschungsgast. Ihr erlebt uns voll in Kochaktionen. Ob beim Einkaufen. Oder direkt hinter dem Herd. Auf den Gast wartet dann nicht nur ein tolles Menü, sondern auch ein etwas anderes Interview. Alle Rezepte gibt es im Anschluss an die Sendung online auf joyce.de. Das erste Mal. Immer montags um 17.30 Uhr bei Joyce. Scheiße sagt man nicht. Scheiße sieht man. Schläferz ist wieder da mit brandneuen Folgen. Jeden Freitag kurz nach 10 auf Joyce und Tele 5.
Dabei sein, lernen, glücklich werden. Oh yeah! Oh yeah. Da bin ich echt sehr gespannt drauf, ne? Ey Mann! Was soll denn die Scheiße? Der ist ja nicht mal länger durch als ich. Boah, war das gut. Oh, war das schlecht! Fuck, Mann! Ah, nein, Yoshi! Aber ich bin rübergekommen. Das mit Mad Max. Ah, fuck, Mann! Ah, ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es! Und in MacPom schreibt Jens Kitz. Mann! Der bewirft mich. Ah! Wie soll ich das machen? So, verpiss dich. Ah! Boah! Mann, Alter! Hey, du bist geh da. Weg, du. Ah. Du, lass es. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Das geht's doch nicht, Alter! Herzlich willkommen hier bei Joystick Play und wir haben die ganze Woche schon Unravel gespielt. Ein, wie würde man es beschreiben, bezauberndes Jump'n'Run. Ja, auf jeden Fall ein neuartiges 2D-Jump'n'Run. Wunderschön. Gut, fangen wir direkt an. Wir waren ja gestern am, wir waren stehen geblieben am Moor. Ja. Und hier müssen wir jetzt wieder rein. Die letzte Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wer zuletzt dran war. Aber starte du. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist ein Tag her, ne? Ja. Wir wissen schon nicht mehr, das ist so traurig. Ja, aber auf jeden Fall ist echt ein... Ach, naja, wir haben es schon tausendmal gesagt. Ein beruhigendes Spiel. Liebevolles Spiel, beruhigendes, ja. Also es regt mich auch bisher noch gar nicht auf, was ja bei Jump'n'Runs häufiger passiert. Selbst bei Ori and the Blind Forest, was ja optisch auch eher diese beruhigende, arzi-fazi-Atmosphäre hat. Und hier ist es halt so, dass alles so relativ ruhig wirkt. Und du knobelst natürlich relativ lange an einigen Rätseln, besonders ich. Aber trotzdem macht es total Bock. Und ich habe bisher noch nicht diesen Reiz gehabt oder diesen Anreiz gehabt, mich aufzuregen. Tatsächlich. Ja, bloß halt diese Moskitos, die nerven mich so ein bisschen, muss ich sagen. Aber die sind ja nicht im ganzen Spiel. Das wird nur in diesem Level sein. Ja, richtig. So, ja, das hatten wir gestern, ich erinnere mich. Der Träger. Jo, ran hier. Ach so, ja. So. Zack. An solchen Spielen kann man eigentlich so viel mehr machen, nicht nur mit Wolle, ne? Sondern was kann man noch so, wenn man Leder. Leder. Ich würde gern, ich alter Metal-Fuzzi, aber mit einem Lederklumpen spielen. Genau, und dann läuft nicht so eine Musik, sondern läuft einfach Metal im Hintergrund. So ein bisschen wie bei Doom, da läuft auch Metal, oder? Ja, da Industrial läuft da. Ja. Ziemlich geil. Doom ist sozusagen das komplette Gegenteil. Das ist nicht entspannend, sondern da regt man sich komplett auf. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, aber... Ja. Ach, Zeit für ein anderes Gespräch. Es macht wirklich unglaublich Spaß. Aber gut, das ist jetzt... Können wir ja leider nicht spielen um 15:30. Nee. Nicht mal annähernd. Ehrlich gesagt, hat mich auch überrascht, tatsächlich, dass das Spiel unzensiert ab 18 freigegeben wurde. Ich glaube, der USK ist jetzt alles egal. Die haben irgendwie Mortal Kombat X durchgelassen, die haben Doom durchgelassen. Also, es ist halt ultra brutal, das muss man sagen. Aber das ist halt so und deswegen finde ich es gut, dass sie mittlerweile wirklich... offensichtlich da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, als sich dem Zeitgeist angepasst haben. Du kämpfst ja dagegen so Monster, die nicht besonders menschenähnlich aussehen. Und dann ist es einfach, also sind das andere Kriterien, die man da anwendet. Und was ein Punkt ist, was auch bei Mortal Kombat X ein Punkt war, dass das Spiel sich halt überhaupt nicht ernst nimmt. Und darauf achten die halt auch, dass das jetzt nicht so extrem ernst wirken soll und wie eine echte Welt, sondern es nimmt sich ja nicht ernst. Das ist ja bei Doom auch so, richtig? Ja. Nimmt sich halt überhaupt nicht ernst. Und das war halt auch ein Kriterium bei Mortal Kombat X. Und deswegen
Finde ich gut, dass sie da andere Kriterien inzwischen haben, dass sie das auch mit bedenken. Absolut, ja. Dass das halt überhaupt nicht ernst genommen werden kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Na, schwingen oder nicht? Wie soll ich denn schwingen? Ja, zwischen den beiden. Und dann ach, natürlich, Katapult. Ja, richtig. Meinte ich ja. Richtig. Katapult. Guck, siehst du, jetzt habe ich sogar mal vergessen. Das gibt's nicht. Tja, am Ende der Woche habe ich es dann auch mal drauf. Tja. So. Ja gut, hier komme ich nicht weiter. Oh. Na, ob da der Fang noch reicht, aber du hast, hast ja gerade frisch eingesetzt. Ach nee, ich muss mich einfach schwingen. Ja, mein Gott, ey. Ja, erst mal wieder reinkommen, ne? Ja, ja. Ist ja kein normales Spielelement, das ganze Wollezeug. Du heißt das Spielelement Wollezeug. Das Wollezeug, ja, ja. Boah, wie viele da sind. Und da ist der Elch. Genau, nimm die Viecher mit. Ich guck mal, wie klein wir sind. Vielen Dank. Unfassbar. So. Kann der Spruch immer von Felix Baumgartner, erst wenn man da oben steht, weiß man, wie klein man ist oder irgendwie so ein Scheiß. Das haben 5000 Seiten zitiert und jetzt wissen wir, was er für seine Professionalität genau irgendwo runterspringen. Jetzt wissen wir, was er für ein Arschloch ist. So. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Mhm. Oh. Das hier wirkt tatsächlich auch sehr Limo-mäßig, ne? Mit dem Hintergrund und so. Das stimmt, ja. Das müsste nur noch schwarz-weiß sein. So, jetzt wird es langsam eng mit Wolle. Mit dem Garn, ja. Aber kriegst du ja gleich wieder, wenn du da hinkommst. Ups. Ach so, ah, da oben. Ja, ich wollte gerade sagen, da komme ich doch sonst nicht. Sehr gut. So. Ich glaube, ich lasse meine Oma so einen Garn stricken, damit ich bei mir einstecken kann. In Rot, mit zwei weißen Punkten einfach. Schon hast du ihn. Da ist schon wieder Garn. Hey, willst du mal meine Oma? Ja, gern. Mensch, wie kam das denn jetzt? Ja, ein großzügiger Typ. Ne? Heute ist Freitag, heute ist... Ich staune. Okay. Ist da oben was oder warum? Hm, ja, mir sieht das wieder sehr nach Katapult aus, ne? Wenn das schon da ist. Ja, eben, aber das habe ich letztes Mal auch mal gesagt und dann war da nichts. Hast du dich noch schon beschwert? Wahrscheinlich musste da nichts hin, ich weiß es nicht mehr. Was hier? Achso, ah ja, das. Okay, die Erinnerung. Ja, so ein Bonus-Ding, ich weiß auch nicht. Ach, guck mal, da oben musst du ran, ja. Na, da komme ich ja nicht hin. Doch, klar kommst du da hin. Wie? Ups. Ja, was? Das wird nichts. Warten wir ab. Ich gehe schon runter, soweit. Nee, das wird nichts. Okay. Dann wird das nichts. Ach, Kacke, das war's schon wieder mit meinem Garn. Dann machen wir das doch wieder ab. Da unten ist was. Gut. Okay. Das war's schon wieder. Oh Mann. Haben wir irgendwo uns festgehangen, wo man es abmachen könnte? Nee, ne? Du willst mir ja nicht zuhören. Naja, hier komme ich halt nicht hoch. Klar. Wie denn? Ich bin noch gesprungen. Ja, und dann, was musst du dann oben machen? Das muss ich machen. Ich habe mich nur auf den unten konzentriert. Ach, gerade so. Eieiei.
Es ist eigentlich, ich meine, ich habe ja jetzt die neue Wolle, aber wenn ich das jetzt abmache, zählt es trotzdem noch dazu? Hm. Sicherheitshalber? Nee, nein. Ist ja der alte. Okay. Und noch mehr. So, jetzt sieht er wieder fresh aus. Bis die Moskitos wiederkommen. Wie er sich auch umherguckt, ne? Ist echt schön. Ja. Jetzt wieder schön warme Farben hier. Sonne scheint ein bisschen rein. Ah, hier Moor, nicht? Ein bisschen Moorsti. Wenn da ein bisschen Wolle drauf ist. Weißt du, das jetzt, ich habe nichts getan. Ah. Da wären wir auch schon. Das ging ja schnell. Sehr gut. So, jetzt die nächste Erinnerung. Du liest natürlich wieder. Bitte? Du liest wieder. Absolut. Das ist ja die beste Erzählstimme. Du solltest Hörbuchleser werden. So. Bärenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen? Wenn man nie dafür arbeiten musste. Jetzt die Bilder? Nee, andersrum. Versaut. Scheiße. Die Geschichte ruiniert. Gemeinsam in den Wald gehen. Na. Da, hier ein bisschen Tau. Ein bisschen Tropfen. Was ist das? Die Moskitos. Ah. Ja. So sieht's aus. Sieht ein bisschen aus wie bei The Witch. Film aktuell im Kino. Und man sucht, und auch hier, damit sie wieder herausfinden, machen sie sich einen roten Faden. Ja. Hat man sogar die direkte Verbindung. Und am Ende, sind die Bären gleich. Ja, oh, hier. Da sind sie. Ah. Ah, deswegen ist die Familie durch den Wald gegangen. Schön. So, sauber. Hier ist leer. So. Dann schließen wir das Ganze. Schließen wieder. Wir das und gehen das Wetter mal. Ich habe ja gerade. Gern. Cool. Heute sind wir so nett zueinander. Mann. Ja, es ist auch ein gemeinsames Erlebnis, ne? Ein gemeinsames Abenteuer. Kein Koop. Auf der Couch. Genau, kein Koop wie bei Battleborn. So, hier haben wir. Unser oh, verdammt. Kaffee auf den Schritt geschüttet. Ja. Cool. Ach ja. Kann ich mein Taschentuch oder so in der Hose? Glaube ich. So. Nee, kannst du sowas von vergessen? Verdammt Scheiße. Naja, schmier ich mir alles an die Hand und dann an den Controller. Ist das okay? Ja, ob da nur dein Schweiß dran ist oder Kaffee, ist letztendlich auch egal. Ich wollte eigentlich sagen, der Kaffee war heute so schwarz, dass ich irgendwie Hälfte Kaffee, Hälfte Milch reinmachen musste. Wirklich, sonst hätte ich den nicht ertragen. Hä? Kann ich hier noch nicht rein? Ist so immer noch relativ stark. Und kalt. Prost. Kann ich da noch nicht rein? Okay. Uah. Ist hier noch was? Nee. Okay, also jetzt mal auch zum nächsten Level zu kommen, ist durchaus eine Herausforderung. Während du das Level spielst, mache ich mich immer sauber. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hier Endgleis. Vielleicht. Nee, das leuchtet ja nicht. Ja. Ah, erst müssen wir unten. Nee, auch nicht. Ach so. Oh, shit. Aber ich glaube, verdammt. Gleich haben wir es. Ich muss den Schrank hier noch mal einen höher, glaube ich. Das haben wir uns hier oben. Im Schrank ist noch was, aber komme ich da hin? Ja. So. Bergwanderung. Wollen wir mal wandern. So, wir machen eine ganz kurze Pause, dann geht's hier bei Joystick Play direkt weiter mit Unravel. Bis gleich.
herzlich willkommen hier zu Front Row. Ja, hier sitzt ihr immer in der ersten Reihe, wenn es um die neuesten Sachen geht bei Beauty, Fashion, Lifestyle. Wir wissen Bescheid und sagen euch Bescheid. Und ich freue mich sehr, wenn ihr jetzt in den Chat reinkommt unter joyce.de/live und natürlich fleißig mitdiskutiert, denn wir haben heute ganz, ganz viele Gossip-Themen. Unter anderem müssen wir uns ja um Promi Big Brother unterhalten, wobei Promi ist eigentlich viel zu viel gesagt. Eigentlich ist es nur Big Brother mit irgendwelchen komischen Menschen drin, die kein Schwein versteht und die auch keine Quote haben. Und wir klären auf, warum Marilyn Manson jetzt Johnny Depp zur Hilfe eilt. Und wir haben exklusive Bilder von Beyoncés Geburtstag. Und ich habe Conchita Wurst für euch getroffen. Sie hat eine Sprechrolle in dem neuen Film Absolutely Fabulous, der am Donnerstag erscheint. Wen sie spricht und warum sie niemals dieses Business gegen irgendwas anderes eintauschen wollen würde, das verrät sie uns gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den neuesten Neuigkeiten in Sachen Beauty und Fashion. Ja, und der Sommer neigt sich ja so langsam dem Ende, also nicht wegen Temperaturen, sondern eher so von den Schaufenstern her. Ne? Jetzt, wenn man so shoppen geht, sieht man sehr viele dunkle Farben. Es ist alles so herbstlich und auch bei den Fingernägeln. Ich habe jetzt schon gesehen, dass ganz viele Marken jetzt schon sagen, boah, das trägt man im Herbst und das trägt man im Herbst. Wir wollen aber jetzt noch gar keinen Herbst haben. Wir wollen immer noch ganz coole und easy Nägel haben, wie zum Beispiel die Line Nails. Die sind ganz aktuell auf dem Markt und Instagram explodiert förmlich bei diesen Bildern und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Trend cool finde oder nicht, aber das könnt ihr mir ja gerne im Chat jetzt berichten. Wir schauen mal kurz, wie das Ganze aussieht. Line Nails heißt eigentlich nichts anderes, als man hat eine Linie auf den Nägeln. So. Oder eine Raute oder eine Strichliste wie zum Beispiel. Oder hier vielleicht ganz nice für Halloween. Ein bisschen dunkler, so Spiderweb-mäßig. Aber diese Line Nails können eigentlich auch sehr nach hinten gehen, wenn man krumme, schiefe Linien hat. Dann sieht das irgendwie nicht mehr so cool aus. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Trend cool finde oder nicht. Sieht auf jeden Fall ganz anspruchsvoll aus. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf den Herbst. Ich freue mich auf dunkle Töne, auf den Nägeln wieder, auf dunkelbraun, auf Fuchsia, auf Schwarz, alles, was jetzt neu kommt. Und ja, Herbst ist doch irgendwie ganz cool bei den ganzen Fashion-Sachen, oder? Wir kommen zu der nächsten Beauty-News. Und zwar gab es in den letzten Tagen bei Werbung nur ein Thema. Und zwar war das neue Parfum von der Marke Kenzo. Kenzo, eine recht teure Marke eigentlich. Und die haben jetzt ein neues Parfum rausgebracht und dazu einen passenden Werbespot. Und Freunde, ich wollte schon immer einmal so ausrasten wie diese junge Dame in dem Werbeclip. Aber wir sehen jetzt mal kurz rein. Ja, und das geht dann knapp 4 Minuten lang so. Diese Dame spaziert dort im Prinzip aus einer langweiligen Versammlung raus und rastet aus. Und ich wollte auch schon immer mal sowas haben. So langweilige Messenbesuche irgendwie so rausgehen und dann einfach ausrasten. Ja, Spike Jonze hat das gedreht. Ganz interessant. Der ist nicht nur Regisseur für Filme, sondern auch für Musikvideos. Unter anderem Daft Punk, Kanye West und Arcade Fire hat er bei den Videos Regie geführt. Und die Dame, die wir dort gesehen haben, ist auch keine Unbekannte. Das ist Margaret Qualley, eine Schauspielerin, 21 Jahre alt, bei vielen Serien schon mitgespielt und ist auch Tochter von Andy McDowell. Kennt wahrscheinlich jetzt kein Schwein mehr, ist eine ältere Schauspielerin, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und innerhalb von einer Woche hatte dieser Clip dann schon 3 Millionen Klicks. Ja, und das war natürlich nur ein kleiner Vorgeschmack. Ihr könnt euch den sehr, sehr gerne in kompletter Länge anschauen. Wir kommen zu Conchita Wurst, habe ich ja gerade schon gesagt. Und zwar gibt es einen ganz fantastischen Film, der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt. Der heißt Absolutely Fabulous. Ist eine Serie aus England, die seit 2012 nicht mehr läuft. Aber jetzt ist sie wieder da in Form von einem Film. Und wir schauen uns den Trailer an. Eddie, ich hab Durst. Liebes, wo ist der Champagner? Eddie, wo ist er? Wenn ihr etwas haben wollt, dann müsst ihr es bezahlen. Seit wann?
Ich bin PR. Wen repräsentieren Sie? Lulu. Ich liebe Lulu. Spice Emma. Girl Power. Und? Königin Nur. Darling, du weißt es noch nicht, aber Kate Moss wechselt ihre PR-Agentur. Schnapp sie dir! Kate Moss, Darling! Ich bin auf dem roten Teppich von Londons größtem Fashion-Event des Jahres. Oh my, oh my, oh my God. Wo ist Kate? Wo ist Kate? Ich entsorge mal eben den Herrn. Hi, Johnny. Kennst du mich nicht mehr? Oh Gott. Unglaublich, dass sie noch leben. Johnny? Kate, 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 Kate! Die Polizei sucht weiterhin die Tänze nach Uniform. Wie schlimm kann's schon sein? Ich meine, also... Du hast Kate Moss umgebracht. Scheiße. Hey, I'm gonna get my... Eddie, wir müssen verschwinden. Wir müssen sofort abhauen. Ja, wir sind frei. Wir sind in Südfrankreich. Hier sind alle kriminell. Das Geld, die Häuser, die Yachten. Was ist das? Sowas wie eine Senioren-Lesben-Party? Wo sind die Männer? Danke. Den Service hat British Airways nicht. Sie ist übrigens schon mal ein Mann gewesen. Das könnte unser Leben sein. Wir gehen nicht mehr zurück, wir gehen nicht mehr zurück. Bremsen, Eddie! Absolutely Fabulous ab dem Donnerstag im Kino und wir haben schon gesehen, unfassbar viele Stars dort in diesem Film. Ja, Jon Hamm, Gwendoline Christie von Game of Thrones, Kate Moss natürlich und die brauchen natürlich alle eine deutsche Stimme. Und da kommt Conchita Wurst ins Spiel, denn sie hat unter anderem, ja nicht in diesem Film im Prinzip mitgespielt, sondern einem ganz bekannten Supermodel ihre Stimme geliehen. Ich habe sie exklusiv zum Interview für euch getroffen und sie verrät uns selber, was sie denn zu dem Film sagt. Ich sitze jetzt hier mit der fabelhaften Conchita Wurst. Hallo erstmal. Du hast eine Synchronrolle in dem Film Absolutely Fabulous. Und sag mal selber, wen darfst du denn sprechen? Ich leihe meine Stimme der wunderschönen Jordan Dunn, einem britischen Topmodel, mit der ich leider nichts gemeinsam habe, außer dass wir in diesem Film mitspielen. Das war sehr aufregend, denn es ist wirklich eine ganz andere Art von Arbeit, aber auch der Arbeit in einem Tonstudio für Musik nicht sehr unähnlich. Ja. Der größte Unterschied ist, dass ich meinen Mund aufmachen muss, wenn Jordan Dunn ihren Mund aufmacht. Und da kommt es auf Millisekunden an. Und das ist mitunter auch ein bisschen stressig. Und wie lange hat das so gedauert? Oder wie war so der Stress für dich? Man muss sagen, dass es natürlich eine relativ kleine Rolle ist. Ich habe mich sehr bemüht und sehr angestrengt. Wir waren auch in 20 Minuten durch. Ach. Eigentlich war es eine Stunde. Ich wollte gerade sagen, Profi, aber trotzdem eine Stunde. Also ist ja trotzdem sehr gut. Eben, also ich mache das ja nicht so oft und es dauert dann auch ein bisschen, bis man die richtige Sprachmelodie findet. Man muss ja auch versuchen, sie im wahrsten Sinne des Wortes zu übersetzen. Mhm. Und nicht nur den Inhalt, sondern eben auch ihre Emotionen und wie sie sich gibt und wie sie spricht und in welchem Tempo. Und das hat eben ein bisschen gedauert. In dem Film sind ja unfassbar viele Stars. Das ist ja mal egal, wo man hinguckt. In jeder Szene ist dann auf einmal ein anderer dabei. Ja. Man kann ja schon sehr neidisch werden, dass man nicht direkt in dem Film mitspielen durfte, oder? Und so Fanboy-mäßig alle angucken konnte. Absolut. Ich hätte natürlich alles gegeben. Ich hätte mir einen Zeh abgeschnitten, um in diesem Film mitzuspielen. Aber viele meiner Freunde tatsächlich sind in diesem Film involviert, weil... Absolutely Fabulous kann man sagen, kann man jetzt schimpfen, dass ich das als Klischee hier präsentiere, aber die Fanbase von Ab Fab ist ein sehr, sehr großer Teil aus der LGBTIQ-Community. Yeah. Soll heißen, wenn man in dieser Community aufwachsen bekommt, kommt man sehr, sehr schnell mit Ab Fab in Berührung und viele meiner Freunde sind Drag Queens aus London und es gibt eine Szene, wo eben diese ganze Drag Queen Community aus London mitspielt und deswegen durfte ich da auch so ein bisschen mit dabei sein, wenn auch nur über SMS und irgendwie, und wie war's? Und Live-Ticker. Und wie sind sie? Und deswegen... habe ich mich dann natürlich gefreut, dass ich auch so ein ganz klitzekleiner Teil des Teams sein durfte. Wie viel Wahrheit oder Klischee steckt denn in diesem fabelhaften Film jetzt drin eigentlich? Da ist ja alles dabei, von Presse, Models, dieses ganze Business, man will irgendwie nicht älter werden und Klamotten sind alles und...
Es ist natürlich wahnsinnig überspitzt, aber es ist auch sehr, sehr viel Wahrheit darin. Und deswegen liebe ich auch AppFabs so sehr. Denn natürlich ist es Comedy, aber es hat Tiefgang, weil man darüber nachdenkt. Mhm. Und die Witze sind manchmal so erschreckend ehrlich und böse, dass man gar nicht genau weiß, ob man jetzt lachen darf oder nicht. Aber das finde ich brillant. Mhm. Denn man kommt dann in die Situation nachzudenken, warum ich das jetzt eigentlich falsch finde. Warum sie das zu ihrer Tochter sagt. Mhm. Es gibt ja auch eine Mutter-Tochter-Geschichte, die einfach alles andere als herzlich ist. Ja. Und, aber das finde ich toll, denn das wird alles besprochen und thematisiert und gerade die Modebranche ist zu einem gewissen Anteil auch wahnsinnig hysterisch. Mhm. Aber das finde ich vollkommen legitim. Ich halte mich für eine sehr, sehr kreative Person und für mich gehört Drama genauso dazu. Ja, und was ist so dein Geheimrezept, um das Ganze in dich zu saugen, um damit klarzukommen? Weil es ist ja, was wir gerade schon gesagt haben, sehr hysterisch, alles sehr dramatisch. Ich wage mich zu behaupten, dass alle, die in dieser Welt involviert sind, auch einen gesunden Abstand dazu haben. Es gibt natürlich in der Situation die Ernsthaftigkeit. Dieses Fotoshooting muss um 17 Uhr beendet sein. Diese Klamotten müssen vorkommen in der Strecke, sonst haben wir mit dem Designer ein Problem. All diese Dinge, die eben dazukommen, wenn man ein kreatives Projekt stemmen möchte. Aber ich denke, man schafft es dann auch zu sagen, gut, wir machen hier Mode, Unterhaltung und arbeiten nicht am offenen Herzen. Ja, das ist, würden wir in einem Atomkraftwerk arbeiten, würde das manchmal, glaube ich, ganz anders aussehen. Genau. Und Vorsicht bei der Berufswahl muss man ja auch mal noch sagen. Trotzdem würde ich für meinen Teil das niemals eintauschen wollen. Dieses ganze Dramatische, dieses Hysterische, diese ganzen Fashion Weeks, diese Menschen, die man trifft. Und bei dir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus, oder? Das ist genau das. Genau. Und das muss man auch lieben. Und ich gebe das auch offen zu, ich liebe es. Mhm. Ich liebe es, natürlich liebe ich es, Musik zu machen und ich liebe es, mit meinem Gesang Menschen unterhalten zu dürfen, aber ich liebe auch das Ganze drumherum. Mhm. Ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen, aber das muss man auch ein Stück weit, wenn man auf der Bühne steht und deswegen kann ich mich damit ganz gut identifizieren. Was denkst du denn, für wen ist denn dieser Film? Also denkst du, dass man da auch leicht reinkommt, wenn man die Serie nicht gesehen hat? Absolut. Ich bin der vollen Überzeugung, dass man die Serie gar nicht kennen muss und auch wenn man heute zum ersten Mal von Absolutely Fabulous hört, kann ich sagen, dass man alles sofort verstehen wird, denn es hat so eine Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, wie diese Charaktere agieren, dass man keine Vorgeschichte braucht. Mhm. Und es ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Ja, und das ist ein wirklich wahrhafter Einblick in diese ganze verrückte Branche, in der wir uns irgendwie befinden, aber wir es trotzdem irgendwie nicht eintauschen wollen. Genau, es ist natürlich nicht so dargestellt, wie es tatsächlich ist, aber mit einem großen Anteil an Wahrheit. Doch, ja, mit einem großen Anteil an Wahrheit. Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe ganz ehrlich, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, sehr gerne. Conchita Wurst zu Absolutely Fabulous, den ihr ab Donnerstag dann gerne natürlich auch im Kino eurer Nähe anschauen könnt. Das ganze Interview könnt ihr euch selbstverständlich auch nochmal anschauen, dann auf joyce.de bei Frontrow einfach mal reinschauen. Wir machen hier gleich weiter, unter anderem mit Alles Gossip oder und mit Nico natürlich. Und da müssen wir über Promi Big Brother sprechen. Promis sind da wohl angeblich drin. Ich habe da mal einen Blick raufgeworfen und Erschreckendes festgestellt. Wir müssen über Marilyn Manson sprechen, denn der eilt Johnny Depp aktuell zur Hilfe. Und wir haben exklusive Bilder von Beyoncés Geburtstagsfeier. Mhm. Wir waren zwar nicht eingeladen, aber ich habe meine Vögelchen, die haben mir das genau gezwitschert, was dort alles los war. Das verrate ich euch gleich hier zurück bei Front Row. Bis gleich. Schön. Das ist ein klassischer Freitag. So beginnen wir unseren Freitag hier heute. Beziehungsweise ich bin auch noch nicht so lange hier. Schön, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier beim Check-in. Feiert hier, glaubt's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon eure Kotzeimer voll gekriegt habt. Bei uns hier auf jeden Fall. Aber ich konnte gar nicht auf den Song hören. Ich war taub und blind. Hilfe. Wie geht's eigentlich der Regie? Ist alles gut bei euch da hinten? Oh.
Ja, oh, es tut uns wirklich leid, es tut uns wirklich leid. Das, aber, ja. Vor allem mit dem Brot in der Hand. Das ist ein geiler Song eigentlich, ne? So, und das war nicht mal der Gipfel des Scheißhaufens, ne? Die Feuerwehr war total machtlos, denn die Pumpen der Feuerwehr, die sind nicht ausgelegt auf Scheiße und Urin. Die sind nämlich nur für Wasser. So, und was musste passieren? Die mussten Pumpen von einer Biogasanlage holen, um die ganze Scheiße da raus zu pumpen. Den ganzen Abend hat das gedauert. Wie geht's dir eigentlich so? Kopf, alles gut? Ja, ich trinke ja nichts generell so eigentlich. Ja, so, da sind wir. Steff, darf ich ganz kurz, Steffi, das war unhöflich. Wer ist der Steffi? Hm? Wer ist Steffi? Für wen meinst du denn? Unsere Produzentin, die, nur weil ich einen doofen Witz über sie gemacht habe, mich jetzt nicht mehr runterzählt. Genau, deswegen hat sie nur mir aufs Ohr gesprochen. Ja. Guck, und Basti, der den Ton eigentlich machen soll, ist an seinem Handy. Jetzt fühlt er sich ertappt. Ja, so, was war? Live bei Joyce. Uli, hallo! Das ist unsere The Ranch. Können wir das nochmal ganz kurz sehen? Das ist unsere, hier, das ist unsere The Ranch. Das sind unsere Hillbillies, die wir hier haben in der Regie. Sie schämen sich ein bisschen, aber ist okay. Rogue One hier, der erste Trailer zu Sandro. Komm mal ganz kurz rein. Du sagst mir jetzt in einem knackigen Satz, wie du diesen Trailer findest. Großartig. Punkt. Nein, ich bin nur ganz Punkt. Nee. Nein. Das war jetzt, du hast den Satz angesetzt. Sandro. Das war's. Das war unfassbar. Ein Satz und dann sagst du großartig. Chance vertan. Und dann ja noch einen Punkt hintergesetzt, ne? Nicht mal ein Komma, oder du hättest ja auch ein Komma setzen können, ne? Und der Maurice, der sieht auch super gekleidet. Ja, ich hab's verstanden. Wer sieht nicht gut gekleidet aus? Unser Kameramann, André, der sitzt hier gerade auf der Couch. Der macht einen Lenz. Den könnt ihr ruhig mal zeigen. Da, guck, ja, das ist jetzt unangenehm, ja. André. Ja? So. Außerdem ab 15 Uhr völlig überschätzt das Filmmagazin Cut mit Kevin Klose. Und Marc Ries. Marc, was fällt dir da aus dem Mund, wenn du redest? Das ist ja unglaublich. Zeig mal, wie Marc Ries da steht. Da steht er da, rumpöbelt. Bei diesem anderen Markt, da hole ich mir Obst, damit ich gesund bleibe. Ja, so sieht es auch aus. Gut. Gesund und munter. Vielen herzlichen Dank, Kevin. Herzlich willkommen zurück hier bei Front Row. Hier sitzt ihr natürlich immer in der ersten Reihe und könnt jederzeit mit uns mitdiskutieren. Einfach jetzt reinkommen in den Chat unter joyce.de/live, denn wir brauchen eure Meinung. Und mit wir meine ich natürlich Nico und meine Wenigkeit, denn jetzt wird es wieder passieren. Wir werden klatschen und wir werden tratschen, denn wir wissen ganz genau, was bei den Promis in der letzten Woche oder auch heute so abgelaufen ist. Nico! Hallo! Hallo! Heute mit einem anderen T-Shirt? Extra! Ich habe heute Morgen überlegt, scheiße, du hast die letzten zwei Wochen dasselbe Shirt getragen. Ja, ist uns aufgefallen. Bei Fronto? Heute nicht. Heute nicht. Sehr schön. Du hast auch schon die ersten. Ich saß schon die ganze Zeit hier. Die ersten Grüße hast du schon eingesammelt von Master Level auf jeden Fall. Gruß zurück von uns beiden und wir legen direkt los. Was ist bei dir so passiert? Genau. Ich darf anfangen. Und zwar. Ja, eigentlich unser Lieblingsthema in den letzten Wochen ist ja auf jeden Fall der Rosenkrieg, Schlammschlacht, Ehestreit zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Ja, ne, ganz grandioses Kino gewesen, es war das, so schön. Da sehen wir die beiden nochmal, es war so wunderbar. Sie hat gesagt, der säuft den ganzen Tag, der schlägt mich, der nimmt Drogen, der schneidet sich regelmäßig Fingerkuppen ab und malt damit an den Spiegel und bla, haben wir auch drüber berichtet natürlich. Und jetzt kommt aber Marilyn Manson dazu.
Marilyn Manson. Ach Mensch. Ja, so. Und der ist nämlich Best Buddy mit Johnny Depp, ne? Das wusste ich gar nicht. Das finde ich wirklich sehr überraschend. Ich auch. Und die sehen super gruselig aus zusammen. Also wirklich, also so vor allem richtig Johnny, gruselig. Wie er jetzt aussieht, sieht gruseliger fast aus als Marilyn Manson, wirklich, muss man furchtbar sagen. Oh, und jetzt Folgendes. Marilyn Manson ist der Patenonkel von Johnny Depps Tochter Lily Rose. Ne? Und er hat gesagt, was hier gerade mit dem Johnny passiert, der wird hier ungerechtfertigterweise gekreuzigt. Das ist ein guter Mann, der kann gar nichts dafür. Und ich zitiere, Lily Rose ist meine Patentochter und ich war dabei, als sein Sohn Jack geboren wurde. Wir haben also eine gemeinsame Vergangenheit. Johnny ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Oh, das ist ein richtiger Bromance. Wirklich, voll nett. Aber es ist so, Johnny Depp, ich liebe ihn ja, aber es ist schwierig noch zu glauben, dass der cool ist. Oder? Ich finde den immer noch cool. Oh. Also ich bin immer noch ein Johnny-Fan. Ich war ja zeitweise, wir haben ja schon sehr oft darüber berichtet, zeitweise waren wir uns ja eigentlich einig, dass wir nicht mehr Johnny nett finden. Ne? Richtig. Aber ich habe wirklich den Verdacht, dass Emma einfach ein Ding an der Klatsche hat und das alles erzählt hat. Und wir haben ja auch diesen Beweis gehabt, wo er sich ja seine Fingerkuppe abgeschnitten hat. Aber man hat ja dann ein Pflaster gesehen, was aber auf der falschen Hand war. Fucking deswegen Amber. Bin ich halt immer noch Team Johnny und guck mir regelmäßig Fluchterkennung an. Marilyn Manson ist auf jeden Fall auch, der sagt nämlich, es ist herzzerreißend, wie der sich um seine Freunde kümmert. Oh. Und alles, was Amber sagt, alles, seitdem sie reden kann bis heute, war Bullshit. Ja. Ja, sehr schön. Ganz einfach. Aber ich finde es ein bisschen komisch, dass es jetzt auf einmal kommt. Also die ganze Amber und Johnny-Sache ist doch eigentlich schon ad acta gelegt. Richtig, und ist ja jetzt nicht so, dass es gestern losgegangen ist. Ich muss auch noch mal was sagen. So kommt es irgendwie so rüber, ne? Als ob der aus dem Mustoff. Was macht Marilyn Manson eigentlich so? Macht er doch Musik? Ist der noch? Der spielt jetzt in der vierten Staffel, glaube ich, von Salem mit. Eine neue, also eine Serie, die, glaube ich, auf TNT oder Fox. Ich hätte jetzt einfach gesagt, American Horror Story. Ja, nee, da würde er gut reinpassen, tut er aber nicht. Aber er spielt bei Salem mit und da geht es ja um Hexen und alles sowas. Ah, das ist fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Gruselig auf jeden Fall. Naja. Gruselig ist das passende Stichwort, denn dieses Big Brother mit komischen Menschen, Promi Big Brother wird es eigentlich auch genannt, ist ja wieder ab Freitag gestartet. Ich habe gesehen. Auch nicht einmal reingeguckt, weil ich keinen Schwein davon sehen möchte. Was sind denn das für Leute? Mario Basler. Ja, die letzten zwei Jahre war es doch aber wenigstens noch interessant. Und dieses Mal, so, jedenfalls wer heute. Wer ist denn so da? Mario keine Basler. Ahnung, auf jeden Fall die eine. Basler. Mario Basler ist da und dann die eine auch. Und zwar Kathi Lugner. Mausi. Die Frau von Richard Lugner. So, so. Ach, die aktuelle Kathi, Frau. Ich dachte, genau. die alte. Nee. Die Kathi ist 26 und er ist ja 83. Und sie hat direkt am ersten Abend schon der Natascha Ochsenknecht, die auch dabei ist, Natascha Ochsenknecht, voll geheult, wie schlimm die Ehe ist und wie dramatisch. Oh. So ein Durchfall. So, und jetzt wurde sie in dieses komische Wartezimmer reingerufen, im Luxusbereich. Und da wurden ihr dann halt Geschichten erzählt, was der Richard Lugner, also ihr Mann, gerade so in der Öffentlichkeit erzählt. Und das sind echt beschissene Sachen. Wie, ernsthaft? Ja. Während die drin ist, als wäre das eine schlechte PR genug, macht er noch richtig schlechte PR. Genau, hat ein Interview gegeben und unter anderem sagt er halt, dass sie ohne ihren Willen dort in diesen, ohne seinen Willen in das Haus eingezogen ist. Warum legt man sich mit fremden Männern in ein Haus, wo man weiß, dass nur der Busen gefilmt wird? Und er stellt die Frage komplett, also die Ehe komplett in Frage, ja? Also er denkt sich so, warum bleibt die Alte nicht bei mir zu Hause? Ich glaube, das ist noch ein Herr von einer recht alten Generation. Alte Schule, meinst du? Weißt du? Das kann durchaus sein. Also, ich kann mich noch erinnern, der war ja, das ist doch Mörtel, oder? Das war doch früher sein Spitzname, Mausi und Mörtel. Genau, na, die du meinst, ist halt diese Lockige. Genau, die alte, die ist ja auch nicht mehr da. Der ist ja generell ein sehr, sehr schwieriger Typ. Ne? Mhm. Ich habe da schon mal, boah, was habe ich mit dem gesehen? Auf dem Wiener Opernball hat er doch auch mal sich mit ihr so eine Schlammschlacht geliefert, oder? Das war ganz, ganz übel. Unangenehm. Aber es ist so toll. Ja, es ist Wahnsinn. Unterhaltsam, das ist genau das, was wir brauchen. Und Mario Basler soll da irgendjemanden geschlagen haben. Hat er? Ja, das war gestern. Ach so, bei einem Spiel. Ja, mit dem Riesenbild. Ja, das war aber nur aus Versehen. Das war nur aus Versehen. Und sicher? Ja. Aber dazu komme ich gleich zu dieser Dame, die er geschlagen hat. Weil die Kathi sitzt jetzt wieder zu Hause. Vielleicht können wir dieses Heul. Ach, die ist raus. Nee, die ist noch im Haus auf jeden Fall. Genau, so. Und so sieht sie aktuell auch aus, denn meine Ehe, ich liebe ihn doch eigentlich. Und ich soll immer die Schnauze halten und ich muss immer zu Hause bleiben.
bleiben. Auf jeden Fall so. So, und die Dame, die du meinst, ist, da muss ich den Namen ablegen, Edona James. Die wurde ja gestern rausgeschmissen. Wow. Weil sie gegen Regeln verstoßen hat. Der Sender hüllt sich aber aktuell noch in Schweigen, denn der Grund soll wohl gewesen sein, dass sie sich mit Prinz oder nicht Prinz Markus von Anhalt wohl mal gestritten hat und da sind so schlimme Dinge gefallen, also die Wortwahl war so schlimm, dass der Sender gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir die rausholen. Und der Prinz Markus, das ist der Prollprinz? Der ist auch drin im Big Brother House. Ja, der mit der komischen Frisur. Der so furchtbar aufgequollen immer ist. Der ist da, aber... der ist durch Puffs reich geworden, ist richtig? Da hat sich Sat.1, Gratulation, ihr habt euch da eine absolute elitäre Auswahl ausgesucht. Und die beiden sollen sich so gestritten haben, wie sagt der Andi schon, seit Edona raus ist, ist es langweilig. Und die sollen sich so gezofft haben, dass Sat.1 einschreiten musste und gesagt hat, sorry, wir nehmen dich jetzt raus. Ich will unbedingt wissen, was da für Worte gefallen sind. Ich muss das eigentlich jetzt sofort wissen. Die wird hundertprozentig demnächst ins Dschungelcamp einziehen und dann bestimmt erzählen, was bei Sat.1 wirklich gelaufen ist. Aber glaubst du, dass sie die schlimmen Worte gesagt hat? Oder war er es und er ist der große Promi und deswegen ist er drin geblieben? Beide bestimmt, die nehmen sich selber nichts. Das ist Pest und Cholera auf jeden Fall. Aber sie hat, glaube ich, ganz schön ausgeteilt. Boah, ich würde so gern wissen, was die gesagt hat. Wir werden es nicht wissen. Ja, wir kommen aber zu wirklich richtigen und wichtigen Promis jetzt, denn nichts geht über Beyoncé. Richtig, wir kommen zur absoluten A-Prominenz der Welt. Ja. Und zwar Beyoncé und die gute Frau hat ihren 35. Geburtstag gehabt am Sonntag und gefeiert gestern. Und das Motto war Soul Train und das Ganze sah folgendermaßen aus. Da können wir ein bisschen reinschauen. Ich weiß nicht, wie man da tanzt bei Soul Train. Nice, guck mal, hier sie. Und da kommt dann Jay-Z. Nice, das sieht echt wirklich lustig aus, oder? Ich glaube, ich werde auch gut auf so einer Party machen. Beyoncé, wenn du gerade zuschaust, da sollte ich auf jeden Fall mal dabei sein. So, jetzt aber dazu, wer alles am Start war. Wir haben ja letzte Woche das Bild gesehen von den MTV Music Video Music Awards. Genau. Und da war ja einige am Start und mehr oder minder war das auch die Belegschaft, die auf diesem Geburtstag dabei war. Denn Jay-Z, Alicia Keys, Jay-Z war natürlich da, Alicia Keys und ihr Mann, Kelly Rowland, Solange, die Schwester von Beyoncé war da. Und wer war nicht da? Kim Kardashian. Ich wusste, dass sie sich hassen. Ich wusste es. Ich habe das letzte Woche auch schon gesagt. Es ist anscheinend so. Ja. Das ist wirklich, also für mich ganz absurd, denn ich dachte wirklich, weil gerade Kanye und Jay-Z sind ja so cool und ich dachte, dass der Anhang von Kanye, und das ist ja nun wirklich nicht viel mehr, dass die ja dann einfach damit auch cool wäre, ne? Nein. Aber insgesamt, es war ein Riesengeburtstag, war ganz, ganz toll. Also ein riesiger Kuchen war da. Dann hier, Ivy. Ich muss mal nachschauen, wie die Tochter heißt. Ja. Die hat ganz kurz gesagt, I love you, Mommy. Oh, das war nett. Also die waren da ganz, ganz lieb. Und über Jay-Z und Kanye und Kim Kardashian wurde kein Wort verloren. Ich weiß nicht, wo die waren. Aber mir war es eigentlich schon bewusst, dass die sich nicht abkönnen, ne? Aber ist eine geile Party auf jeden Fall. Ist das recht Jay-Z? Nein. Das weiß ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall aus wie das ist nicht Jay-Z. Willy Wonka auf noch mehr Drogen, als er eigentlich schon war. Das war nicht Jay-Z, das glaube ich nicht. Weil Jay-Z hatte gerade eben so einen riesigen Afro aufgehabt. Ja. Und das sah nicht danach aus. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich freue mich am meisten, dass meine These der Kim und Beyoncé dass das wirklich nochmal Futter bekommen hat. Ne? Ein bisschen Feuer gefangen hat auf jeden Fall. Ja, dank Twitter, Instagram und Facebook sind wir ja ganz nah dran an den Promis. Nicht nur an Beyoncé, sondern an diesen fantastischen Kerl. Das ist Dwayne The Rock Johnson und wir kennen ihn allen aus Filmen wie... Und vor allem mal ganz ursprünglich aus dem Wrestling-Ring. Mein Lieblingsfilm, kann ich mal ganz schnell sagen, ist nicht Fast and Furious, da war er okay. Ich sag euch ganz einfach, der Beste war Welcome to the Jungle. Yep. Yep. Ich weiß gar nicht mehr, wo er sonst mitgespielt hat. Jedenfalls finde ich ihn richtig cool, ist ein ganz toller Typ, sehr, sehr sympathisch und hat ja vor 8 Monaten eine Tochter bekommen. Und die hat er jetzt auf Instagram präsentiert. Das ist ein ganz zauberhaftes Bild. Nicht so ganz zauberhaft. Ist das nicht süß? Das ist das süßeste Kind, was ich je gesehen habe. So, und dazu hat er geschrieben, die beiden haben halt Zeit miteinander verbracht und er hat ihr eine Rede so ein bisschen gehalten, dass sie ganz respektvoll auf der Welt mit anderen umgehen soll, dass sie Klasse zeigen soll. Und was macht sie? Sie kackt ihn an, ja, das kleine Mäuschen. Die saß da halt, ne, hinten auf dem Nacken und dann hat sie einfach mal
gepupt. Es gibt bestimmt irgendeine Kultur der Welt, wo das als respektvoll gilt. Wahrscheinlich schon. Als Love You Daddy. Oder zumindest gibt es irgendwelche verrückten Internetforen, wo das so ist. Auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder hier von Front Row. Vielen lieben Dank, Nico. Vielen lieben Dank an euch. Wir schließen diese fabelhafte Sendung natürlich wieder ab mit der Weisheit der Woche. Und die kommt von Bloggerin Mascha Sedgwick, die ja hier auch schon bei der Premiere am Start war. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder um 17.30 Uhr, wenn es heißt Front Row. Bis dann. Egal, wie es andere finden, trag es einfach. Wenn du Bock drauf hast, mach es einfach. Du lebst nur einmal, also trag das, was du willst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Front Row. Hier immer Dienstag um 17.30 Uhr. Ja, Front Row, da sitzt natürlich ihr in der ersten Reihe, wenn es um die neuesten Neuigkeiten in Sachen Beauty, Fashion, Lifestyle und Gossip gibt. Und genauso sieht es auch in den nächsten 30 Minuten aus. Heute beurteilen Nico und ich in einer ultimativ staatlich geprüften Fashion-Jury die Sommeroutfits der Stars. Wir sprechen über ein Comeback zwischen Justin Timberlake und Britney Spears. Und wir haben Franzi Albrecht, aka Zuckermädchen, hier zu Gast bei Front Row. Aber erstmal starten wir mit den neuesten News aus den Sachen Fashion und Beauty. Ja, mit den Trends ist es ja immer so eine Sache, die entwickeln sich immer recht schnell und sind dann im Internet publik und alle gucken drauf und wollen es eigentlich nachmachen, aber bei diesem Trend sage ich direkt, bitte nicht nachmachen. Das ist wirklich der absolute Scheiß. Wer hat's erfunden? Kylie Jenner aus den Staaten. Die versucht ja sowieso in letzter Zeit der großen Schwester Kim Kardashian so nachzueifern. Sie schminkt sich gleich. Sie hat komischerweise auch den gleichen ausufernden oder ausladenden Po, große Brust und beim Style genauso. Und sie hat sich jetzt gedacht, komm, was kann ich eigentlich noch Blödes machen? Ich kann mir Schlitze in die Hosen machen und nicht vorne rum, sondern hinten rum. Und so sieht das Ganze dann aus. Es macht keinen Sinn. Das sieht eher aus wie, sie ist am Maschendrahtzaun hängen geblieben, als sie rübergestiegen ist und vielleicht ein paar Kirschen gesammelt hat oder so beim Nachbar. Ne? Sieht wirklich richtig kacke aus. Es sieht so aus, als wenn sie 5 Kilo zugenommen hat, der Po dicker geworden ist und ist in der Hose explodiert. Also wirklich, das geht absolut gar nicht. Und da sage ich, nein, halt, stopp, bitte nicht nachmachen. Und wenn doch, komm, dann schickt mir eure Resultate. Das gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Wir kommen zu einem fabelhaften Gast, denn es gibt ja mittlerweile wirklich schon Blogger wie am Sand oder Sand am Meer, ne, wenn man das so sagt. Man möchte ja eigentlich nicht mehr Pferdearzt werden oder Zahnarzt. Nein, man möchte heutzutage Blogger werden. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Umso mehr freut man sich natürlich, dass es schon alte Hasen im Geschäft gibt, die wirklich tolle Blogs haben und relativ oft und frischen Content liefern. Dazu gehört natürlich Mascha Sedgwick, die vor einiger Zeit hier bei Front Row zu Gast war. Und es gehört auch Franziska Albrecht, aka Zuckermädchen, dazu. Warum, wieso, weshalb sie mit dem Bloggen angefangen hat, hat sie uns im exklusiven Interview verraten. Ich habe heute einen ganz fantastischen Gast und ich freue mich sehr, denn ich bin wirklich ein Riesenfan. Es ist Franzi Albrecht alias Zuckermädchen. Hallo. Hi, herzlich Danke willkommen. Danke für die liebe Begrüßung. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Kriegt nicht jeder, von daher etwas Besonderes. Oh, das ist sehr lieb von dir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du hast einen riesen Blog aufgebaut, muss man ja tatsächlich so sagen. Ne? Zuckermädchen heißt das Ganze, zuckermädchen.de. Und für alle, die es noch nicht kennen, werfen wir mal einen Blick drauf, wie das Ganze aussieht. Dort stellst du im Prinzip tagtäglich Beauty, Modesachen vor, aber auch Kolumnen schreibst du natürlich genau, auch. Genau. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was da immer los ist. Und du ballerst das jeden Tag gefühlt raus. Ja, also ich versuche eigentlich jeden Tag Content zu schaffen, das stimmt, ja.
Wie anstrengend ist das? Also schreibst du da was vor oder kommt das dann immer doch spontan, während du, weiß nicht, auf Toilette bist oder? Kann passieren, genau. Aber es ist wirklich so, ich habe mich irgendwann entschieden, du redest dafür. Entweder du gehst ins Radio oder du schreibst einen Blog. Ja, ich schreibe jetzt einen Blog, ne? Und dann müsst ihr damit leben. Kann man jetzt noch wegklicken. Beim Radio hören wird es vielleicht schwierig beim Autofahren. Das stimmt. Wie lange machst du denn das schon? Also ich müsste jetzt lügen. Ich denke, es sind so 7-8 Jahre. Also ich bin schon ein alter Blogger-Hase. Sagt man das so? Das kann man sagen, ja. Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Also du bist schon eine, die von Anfang an so dabei ist, ne? Genau, ja. Ist total krass. Und was ich auch wahnsinnig beeindruckend finde, ist dein Instagram-Account. Du hast, glaube ich, einer der schönsten Accounts überhaupt, ohne jetzt zu schleimen. Nein, das ist alles perfekt ausgeleuchtet. Da sind die Blumen perfekt. Das sieht alles so perfekt aus. Wir gucken da auch noch mal rein. Und du hast über 66.000 Follower. Zum Vergleich, ich habe 700. Ja, aber guck mal, ich stecke da auch ziemlich viel Zeit rein. Muss man ja auch so ein bisschen ansehen. Das ist ja auch oft Blogfotos, die ich hochlade. Ja. Das ist ja genauso. Also ja, also ich bin wirklich so, ich liebe das Detail. Und ich glaube, das sieht man auch. Und ich bin auch so ein Blumenfan. Und ja, wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich wahrscheinlich einfach bei fremden Leuten immer Wohnungen einrichten. Es würde dann wahrscheinlich irgendwann immer gleich aussehen, aber so wie ich es gut finde. Deshalb. Oh toll, lade ich dich direkt zu mir nach Hause ein, weil ich finde das sehr, sehr schön, was du dort immer machst. Und du hast unter anderem auch einen Follower namens Sophia Vergara von Modern Family, habe ich gesehen. What? Ja, also weil man sieht ja immer, ne, wenn man auf den Instagram kommt, wurde auch abonniert vorne und dachte ich so, oh mein Gott, ist ein Hollywood-Star. Da muss ich erst mal gucken, so wie gar nicht mitbekommen. Ja. Mega, ich gucke die auch voll gern. Also ich bin süchtig, Netflix, ey, ne? Ja. Ja, krass, also du hast es da auf jeden Fall schon mal geschafft, einen Hollywood-Star auf deine Seite zu bekommen. Du bist schon seit Anfang an dabei, hast du gerade schon gesagt. Also du hast die ganze Entwicklung dieses Business mitbekommen, ne? Dass ihr jetzt ja gerade Blogger und Vlogger werden Influencer, möchte. Influencer, Instagrammer, Snapchatter, was es nicht alles gibt. Genau. Ne? Ist das nicht etwas übersättigt mittlerweile? Also ich glaube, es kann einem so vorkommen. Also selbst mir kommt es manchmal so vor, aber ich sehe es immer so, es ist für jeden etwas da. Mhm. Also ich kann nicht allem gefallen. Jemand würde sagen, Gott, das ist mir zu mädchenhaft, das ist mir zu verspielt. Ich möchte lieber was Urbanes oder ich möchte mehr Kunst sehen und so. Also es ist für alle was da und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und wie hart ist denn dieses Business wirklich, bis man wirklich seine Lorbeeren ernten kann im Sinne von, dass man Kooperationen geschaffen hat und wirklich jeden Tag so einen tollen Content kreieren kann, der auch gelesen werden möchte? Also ich glaube, heute ist es ein bisschen schwieriger, eben weil wir so viel Auswahl haben. Also das klingt total abgedroschen, aber ich glaube da halt einfach immer noch dran, wenn du dran bleibst und auch an dich glaubst, was manchmal bestimmt auch schwer ist, dann schaffst du das auch. Und es kommt auch immer darauf an, wie du Erfolg definierst. Also wenn man jetzt nach meinen Zahlen geht, dann könnte man sagen, hey, du könntest aber mehr Follower haben, du könntest aber das und das mehr. Aber es kommt ja darauf an, wen will ich erreichen? Und ich glaube, da erreiche ich schon die Richtigen, also das hoffe ich. Wie viel Druck spürst du denn? Also oder unter wie viel Druck setzt du dich denn selber, gerade bei so einer großen Konkurrenz? Also ich bin teilweise schon perfektionistisch, das stimmt. Und manchmal gibt es schon so Tage, wo ich mir denke, lass mal, ist nur ein Blog. Es ist am Ende, es ist eine tolle Sache, die ich gerade machen kann. Es ist das, was ich gerade als Hauptberuf mache, aber es ist eben auch nicht alles im Leben. Also ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen. Ich habe einen tollen Freund, ich habe den süßesten Hund der Welt. Ich muss es einfach sagen. Das stimmt allerdings, er ist sehr, sehr süß. Und und ich kann gerade das machen, was mir Spaß macht. Was dann morgen ist, dann ist es eben so, ne? Wenn es jetzt nicht mehr sein sollte. Wenn dann auf einmal die Leser sagen, die geht mir so auf den Sack mit ihren Blumen, die lese ich nicht mehr, dann ist es halt so. Das ist gerade schon angesprochen, du hast einen wahnsinnig tollen Freund. Der war ja dann auch auf einmal Teil des Ganzen und du hast ihn ja dann auch gezeigt und er hat ja auch ein bisschen was geschrieben. Wie war denn da das Feedback oder hast du es vielleicht doch bereut, die Leser so weit in dein Privatleben geholt zu haben? Es war sehr positiv, weil er das eben auch mit Abstand betrachtet. Also er hat einen ganz anderen Job. Er macht jetzt zwar auch Social Media in seinem Bereich, aber eben von einem ganz anderen Blickwinkel. Und ich glaube, das ist ganz gut. Er holt mich auch immer wieder auf den Boden zurück und er schreibt die Texte auch so. Und ich glaube, das gefällt auch vielen. Also so dieses Realistische, mal von außen schauen, okay, meine Freundin sitzt schon wieder vorm Laptop und arrangiert ein paar Blumen. Was macht sie da? Was ist mit der Frau nicht in Ordnung? Ist er so ein typischer Instagram-Husband oder Instagram-Boyfriend, der dann auch immer die Fotos machen kann und der dann dahinter immer steht, ja, ja, super so, super so? Nee, das macht er nicht. Also er fotografiert schon mal mit, aber ich mache vieles selbst oder mit Fotografen. Mhm. Aber wenn er jetzt keine Lust hat, das ist oft so, es ist einfach so, er hat ja noch einen anderen Beruf, ne? Dann ist es auch okay. Also da zwinge ich ihn zu nichts. Aber du bist Vollzeit-Bloggerin. Also du verdienst damit auch wirklich dein Geld. Ja. Dein
Unterhalt, ja. Und du hast wahnsinnig viele Kooperationspartner. Ja, das stimmt. Da ist ja eine Marke geiler als die andere. Und viele stellen sich wahrscheinlich die Frage, wow, die muss nie wieder irgendwie für L'Oreal Geld bezahlen oder irgendwas anderes. Darfst du denn, oder schicken die dir ganz viel zu? Darfst du das dann immer alles behalten? Das ist ja immer das, was man so wissen möchte bei den Bloggern. Also ich mache es nur auf Anfrage, also weil ich sonst wirklich zu viel bekommen würde, was ich auch nicht benutzen kann, weil es ist halt, guck mich an, ne? Also jetzt ein Bronzer wird schwierig mit Glitzerpartikeln, oh mein Gott, wie, ne? So, mhm. Oder ein blauer Lidschatten. Also ich habe auch schon Sachen zurückgeschickt oder sage, darf ich das weitergeben? Also man bekommt schon relativ viel, das stimmt, aber man kann sich das auch aussuchen und kann auch den Marken schreiben. Ich glaube, da sind die auch ganz dankbar, wenn sie mal Feedback bekommen. Mhm. Also das mache ich auch. Was war denn dein persönliches Highlight? Weil man sieht ja immer, man wird überall eingeladen, man kann dann quasi Urlaub machen und wird dafür ja auch noch bezahlt. Was war so dein Highlight, wo du niemals daran gedacht hättest, dieses Mal tun zu dürfen? Das darf ich noch nicht verraten, weil das kommt nämlich noch. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist so eine Sache. Es hat auf jeden Fall was mit Blumen zu tun. Mehr kann ich nicht sagen. Floristin wirst du jetzt. Genau. Ich habe das schon überlegt, ne, ob ich einen eigenen Blumenladen aufmache, weil ich das total schön finde. Nein, aber das kann ich noch nicht erzählen. Das ist ganz toll, wenn du... also, ja, wie soll man das erklären? Du machst halt was und es kommt was bei raus und ja. Man kann dann kooperieren mit einer Firma und du weißt, hey, die stehen auch hinter dir und werden dich dann unterstützen und das ist ganz cool. Aber das kann ich leider noch nicht erzählen. Wann denn? Ich glaube Ende September, also noch einen Monat. Wir uns aber ja. Noch ganz schön lange gedulden auf jeden Fall. Aber sonst ist eigentlich, kann ich nicht sagen, das eine war super, es war alles irgendwie toll. Ja. Also es ist wirklich so, dass ich immer wieder dankbar bin. Oh, das klingt immer so, oh, jetzt Schleim, Schleim, Schleim. Es ist aber wirklich so. Es ist einfach, ich bin mir dessen bewusst, wie viele Vorzüge ich gerade habe und wie toll das ist. Und ich kann immer nur sagen, wie gesagt, das liegt einfach an meinen Lesern, die mich sehen und klicken, weil sonst wäre das alles nicht da, ne? Du bist ja auch trägst ja sehr gerne hochpreisige Taschen und alles ja. Sowas. Kriegst du sowas auch gesponsert oder gibst du da wirklich Geld dann dafür aus? Nee, ich gebe Geld aus. Ich gebe sogar sehr Geld aus, sehr viel Geld aus für sowas, auch für Schuhe und so. Ja, darf ich gar nicht drüber erzählen, ne? Typisch Frau, das finde ich eigentlich blöd, aber es ist halt einfach so. Ich liebe das auch, Dekoartikel und sonst irgendwas. Und ich Blumen kosten auch viel Geld. Genau, ja, das genauso. Das ist auch sowas. Nee, ich investiere gerne in schöne Dinge. Das muss man nicht verstehen, das muss man nicht, nicht nachvollziehen, aber ich mag es einfach gern, wenn etwas schön aussieht. Das war schon immer so. Es ist auch so, wenn ich jemanden besuche, bringe ich immer Blumen mit. Oder also das ist nicht immer für jeden toll, aber ja. Ich arrangiere auch gerne mal so Sachen um. Ne? Also wenn dann hier so, okay, das könnte so stehen, so, ich bin so eine Team Wittler. Alles falsch gemacht. Ja. Nein, Quatsch, nein, sieht sehr schön aus hier. Danke, danke. Du gibst ja auch vielen jungen Bloggern Tipps. Ja, ich versuche es, ja. Was sind das denn für Tipps? Oder sollte man überhaupt jetzt 2016 noch einen eigenen Blog oder Blogger werden? Ja, ich finde es, klar, so eine große Bloggerin würde vielleicht jetzt sagen, nee, es sind zu viele oder sonst irgendwas, das verstehe ich auch, kann man schon so argumentieren, aber ich glaube, ja, also es ist unterschiedlich, ob du einen Tagebuchblog hast, ob du einen Buchblog hast oder beim Musikblog, ich finde das alles wichtig und ich finde es auch toll, wenn es noch mehr Leute gibt, dass einfach das Netz mehr geführt wird, vor allen Dingen mit positiven Sachen, weil es gibt auch oft negative Sachen, die ja überwiegen irgendwie ja. Auch von Schlagzeilen her. Und das könnte man quasi damit auch ändern. Das fände ich toll. Und mit meinen Tipps ist es eben so, ich weiß, dass das manchmal so banale Sachen sind, aber ich brauche das manchmal auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein Quote of the Day oder sowas. Ja. Einfach so, dass man mal wieder aus den Puschen kommt und sich nicht so, ist alles blöd. Weil es ist man ja mal schnell so, wenn der Tag so grummelig ist. Und das versuche ich quasi zu transportieren. Das kommt vielleicht nicht bei jedem gut an oder kann angewendet werden, aber ich hoffe so, also durch die Kommentare merke ich auch, manchmal braucht man einfach einen Denkanstoß. Und das möchte ich halt bieten. Ja, einen Denkanstoß und dass man auch merkt, dieser Mensch ist real. Dieser Mensch besteht nicht nur aus Filtern und Weichzeichnern und alles sowas halt, sondern du bist wirklich real und du machst halt was Tolles, aber es steckt halt auch harte Arbeit dahinter. Genau, und diese Tipps sind auch ganz oft so, weil ich selbst früher so, sagt man so, im Struggle war, ne, so, okay, die folgen mir jetzt nicht, warum nicht, warum finden die mich nicht toll oder so, und dann habe ich gesagt, nee, du bist ja du, also du musst ja nicht anderen gefallen, sondern du musst erstmal dir gefallen, dass andere dich überhaupt auch mögen und sehen, hey, da steckt was dahinter, das sehe ich irgendwie als Vorbild oder so. Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Franzi, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und gerne mal reinklicken bei Zuckermädchen und ganz, ganz tolle Kolumnen, schreibt die liebe Franzi da. Vielen danke, lieben Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal mit Blumen dann bitte. Ne? Ja, bitte. Ja, wo sind die Blumen? Wirklich? Zum Dekorieren dann. Ja, stimmt. Okay. Zuckermädchen hier im Interview bei Front Row und das komplette Ding könnt ihr euch natürlich nochmal angucken, morgen dann online auf joyce.de. Wir machen eine ganz kurze Werbung und sehen uns dann hier wieder zusammen mit Nico. Wir machen nämlich die Fashion Jury und beurteilen, wir dürfen das, ja, die Outfits der Stars und reden über ein Comeback zwischen Justin Timberlake und Britney Spears. Also dranbleiben. Hahaha.
schön. Das ist ein klassischer Freitag. So beginnen wir unseren Freitag hier heute. Beziehungsweise ich bin auch noch nicht so lange hier. Schön, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier beim Check-in. Feiert hier, oh glaubt's Gott. Nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon eure Kotzeimer voll gekriegt habt. Bei uns hier auf jeden Fall. Ich konnte gar nicht auf den Song hören. Ich war taub und blind. Es ist, Hilfe. Es ist einfach, wie geht's eigentlich der Regie? Ist alles gut bei euch da hinten? Oh, ja, es tut uns wirklich leid. Es tut uns wirklich leid. Das, aber ja. Vor allem mit dem Brot in der Hand auch. Mm. Das ist ein geiler Song eigentlich, ne? So, und das war nicht mal der Gipfel des Scheißhaufens, ne? Die Feuerwehr war total machtlos, denn die Pumpen der Feuerwehr, die sind nicht ausgelegt auf Scheiße und Urin. Die sind nämlich nur für Wasser. So, und was musste passieren? Die mussten Pumpen von einer Biogasanlage holen, um die ganze Scheiße da rauszupumpen. Den ganzen Abend hat das gedauert. Wie geht's dir eigentlich so? Kopf, alles gut? Ja, ich trinke ja nichts generell so eigentlich. Ja, so. Da sind wir. Steff, darf ich ganz kurz, Steffi, das war unhöflich. Wer ist der Steffi? Hm? Wer ist Steffi? Hm? Wen meinst du denn? Unsere Produzentin, die, nur weil ich einen doofen Witz über sie gemacht habe, mich jetzt nicht mehr runterzählt. Genau, deswegen hat sie nur mir eben aufs Ohr gesprochen. Ja. Guck, und Basti, der den Ton eigentlich machen soll, ist an seinem Handy. Jetzt fühlt er sich ertappt. Ja, so, was war? Live bei Joyce. Hallo! Das ist unsere The Ranch. Können wir das nochmal ganz kurz sehen? Das ist unsere, das ist unsere The Ranch. Das sind unsere Hillbillies, die wir hier haben in der Regie. Sie schämen sich ein bisschen, aber ist okay. Rogue One hier, der erste Trailer zu. Sandro, komm mal ganz kurz rein. Du sagst mir jetzt in einem knackigen Satz, wie du diesen Trailer findest. Großartig. Punkt. Nein, das war der, du hast den Satz angesetzt. Sandro. Das war's. Das war unfassbar. Ein Satz und dann sagst du großartig. Chance und dann vertan. Ja noch einen Punkt hintergesetzt. Ne? Nicht mal ein Komma, oder du hättest ja auch ein Komma setzen können. Ja. Ne? Und der Maurice, der sieht auch super gekleidet. Ja, ich hab's verstanden. Wer sieht nicht gut gekleidet aus? Unser Kameramann, André, der sitzt hier gerade auf der Couch. Der macht einen Lenz. Den könnt ihr ruhig mal zeigen. Da, guck, ja, das ist jetzt unangenehm, ja. André. Ja? So. Außerdem ab 15 Uhr völlig überschätzt das Filmmagazin Cut mit Kevin Klose. Und Marc Ries. Marc, was fällt dir da aus dem Mund, wenn du redest? Das ist ja unglaublich. Zeig mal, wie Marc Ries da steht. Da steht er, da rumpöbelt. Bei diesem anderen Marc, da hole ich mir Obst, damit ich gesund bleibe. Ja, so siehst du auch aus. Gut. Gesund und munter. Sehr vielen herzlichen Dank, und herzlich willkommen zurück bei Front Row. Ja, und natürlich darf nie eine Rubrik hier fehlen. Und da bin ich natürlich nicht allein, sondern freue mich, dass ich die fabelhafte Unterstützung von Nico immer bekomme. Jetzt hier bei Klatsch und Tratsch. Herzlich willkommen, Nico. Hallo, ich dachte, du sagst, dass die fabelhaft und dann sagst du Nico oder so. Also, um irgendwie einen Gag zu machen, ne? Nein. Ich hatte schon das Gefühl, das läuft darauf hinaus, aber ich bin immer weggekommen. Ja, wir sind heute sehr schwarz angezogen beide. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich jeden Dienstag dieses T-Shirt anscheinend anhabe. Also ich meine, ich trage halt immer schwarze T-Shirts, aber dieses eine habe ich... Dieses eine trägt er immer.
Ja. Okay, ich habe immer dasselbe an. Ja. Ja, das Einzige, was ich wechsle, sind die Schuhe. Ist richtig. Das ist wichtig. Die Schuhe sind immer das Wichtigste überhaupt. Mhm. Wir starten direkt los. Und zwar müssen wir über ein eventuelles Pärchen, obwohl eigentlich kann ich schon fest sagen, weil ich das weiß, Rihanna und Drake. Es gab nur ein fettes Thema bei den MTV Video Music Awards. Und zwar war das Rihanna und Drake. Er hat ihr ja den Michael Jackson Ehrenpreis überreicht und hat in der Rede gesagt, dieser Award geht an eine Frau, die ich schon liebe, seitdem ich 22 bin. Er ist 29, by the way. Aha. Und sie natürlich so... Aber wie alt ist denn Rihanna inzwischen? 28. Ich glaube, die ist so alt wie wir. Okay. Also okay, gut. Na, ich wollte nur nachrechnen. Nicht, dass er mit die verliebt war, als sie noch ein ganz kleines Baby war. Das wäre eklig. Auf jeden Fall. Jedenfalls. Drake, was machst du da? Lass dich. Das ist komisch. Call me on my baby phone. Jedenfalls haben die auf der Bühne auch schon sich das ein oder andere Küsschen gegeben. Nicht auf den Mund, sondern auf die Wange. Das ist auf dem Mund. Das ich ist nicht das. Auf dem Mund. Ich habe das doch geguckt. Ich weiß doch, wie ein Kuss auf dem Mund aussieht. Bin da rangescrollt, ganz nah dran, dass man jeden Mitesser sehen kann und es war nicht auf den Mund. Jedenfalls haben sie auf der Aftershow-Party sich anscheinend auf den Mund dann geküsst. Denn sie waren total verliebt, Händchen gehalten und so weiter und so fort. Und Drake hat dann das hier auf Instagram gepostet und da denke ich mir, da geht's jetzt wirklich ab. Er bedankt sich bei ihr. In dieser Nacht können wir dir dankbar sein für all das, was du für uns getan hast. Du hast so viele Leute Leben bereichert. Heute Nacht feiern wir dich, Rihanna. Ich finde, wir sollten einfach immer noch feiern, dass er wirklich Champagne Puppy heißt auf Instagram. Das ist wirklich, das ist für mich der abstruseste Name, den man sich vorstellen kann. Warum nennt man sich Champagne Puppy? Aber ist okay, wenn er Rihanna liebt, dann soll er das machen. Aber ganz im Ernst, du sagst ja, die waren schon mal zusammen. Mhm. Mir kann das ja keiner beweisen. Ne? Ich habe nie gesehen, dass die sich... Gibt es Bilder davon, wo die sich wirklich küssen? Oder vielleicht ein Sextape. Alle Stars haben ein Sextape, damit man mal ganz klar sagen kann, okay, die waren wirklich ein Paar. Gibt's Weil für nicht. Mich sind das alles Gerüchte. Gibt's nicht. So. Aber die sind zusammen. Glaub's mir doch einfach. Wenn ich das sage, dann stimmt das. Und ich sage das. Ich glaube das nicht so richtig. Aber ich habe auch noch was von den VMAs. Ja, bitte. Also, so ein Zufall, dass man am Wochenende vom wichtigsten Award der Musikbranche dann danach darüber redet. Und zwar geht es um ein Foto, das mich den Glauben an die Musikbranche zurückgewinnen lässt. Ja? Und zwar geht es um, ja, es ist kein Selfie, diesmal war schon mal ganz viel wert, sondern es ist ein Bild von der Aftershow-Party und das können wir uns gleich mal anschauen, denn da drauf sind wirklich die gesammelte Elite der Musikbranche. Alicia Keys mit ihrem Mann Swiss Beats da links, Beyoncé, Jay-Z, Puff Daddy, Kim Kardashian, Kanye West. Und die mit dem gelben Haar, wo ich den Namen immer vergesse, ne? Cassie ist es, glaube ich. Genau, Cassie. Und die hängen da einfach ganz zufällig zusammen rum und werden fotografiert, wie sie gerade eine super Mensch. Zeit haben. Und die wussten gar nichts von dem Bild, ne? Und dann soll mir noch einer erzählen, und das hast du mir erzählt, dass Beyoncé nicht mit Kim Kardashian zusammenkommt. Warum machen die dann so ein Bild zusammen? Ja, da war halt mal ein Beef. Ne? Wer hat die krasseren Kurven wahrscheinlich oder so? Naja. Wer hat den schöneren Mann? Kim Kardashian. Wenn dann Pest, Cholera, dann nehme ich doch Kanye West auf jeden Fall. Aber ich finde es cool, dass die sich für den Moment vielleicht mal zusammenreißen. Aber man erinnert sich so, auch wenn es kein Selfie war, gibt es doch was, woran man da denkt direkt, ne? Ja. An das legendäre Oscar-Selfie. Ne? Das, was übrigens ich auch mit meinen Freunden damals nachgestellt habe. Wir haben abends in der Kneipe gesagt, wir müssen den Oscar-Selfie machen. Traurig. Und da können wir nochmal drauf schauen, da war ja auch die gesammelte Elite diesmal der Filmbranche drauf. Das ist geil. Jennifer geil. Lawrence, Jared Leto, Brad Pitt, Bradley Cooper, Angelina Jolie, Meryl Streep und wie ich es vorhin schon gesagt habe, der wahre MVP ganz hinten in der Mitte, Kevin Spacey, der nicht so richtig weiß, wie ihm geschieht. Mm, und der ist der Beste. Aber von Angelina Jolie sieht man auch eigentlich nur so das kleine Ärmchen. Ne? Und von Channing Tatum auch so dünn. Tatum sieht man so das Gesicht. Aber das ist natürlich unerreichbar, dieses phänomenale natürlich, Selfie. Natürlich, auch wenn das andere so letzte Abendmal mäßig war. Ne? Ja, so an, mit dieser bisschen dunklen Stimmung und sowas. Naja. Ja, aber schönes Bild. Und man glaubt tatsächlich daran, dass es auch nur Menschen sind. Ja, sind es ja auch. Sicher. Nur halt mit viel mehr Geld und mit viel mehr Möglichkeiten, wie mit wir. Viel, viel mehr Geld. Wie das ganz normale Fußvolk ja Richtig. Irgendwie, ne? Wir kommen zu einem eventuellen Promi-Paar, obwohl das ist ein bisschen übertrieben. Britney Spears und Justin Timberlake, wir erinnern uns alle, es war das
Popper der Anfang 2000er. Von 99 bis 2002 waren sie zusammen und haben unter anderem solche Momente hervorgebracht. Und das ist so ein geiles Outfit ich will immer noch. Diesen Hut. Ich möchte gerne, dass wir beide sowas Geiles auch mal anhaben. Blond bin ich ja jetzt schon, Löckchen habe ich auch drin. Man näht ein paar alte Jeans zusammen und zieht es einfach an in irgendeiner Form und macht sich einen Hut, den man blau anmacht. Ja. Und dann sehe ich aus wie Justin Timberlake. Das sind so die richtig ekelhaften Trends aus den 2000ern. Aber ne? War das wirklich ein Trend? Ja, Jeans-Hut. Selbst Madonna hat einen Jeans-Hut damals auf, als sie Music und so einen Scheiß gesungen hat. Ja. Dieses Cowboy-Video oder irgendwas. Ich sag's ja immer, dann lach mich immer alle aus. Ich würde es auch heute noch tragen. Ich würde auch rumlaufen, wenn ich nicht komplett aussehen würde wie ein Affe. Ich schwöre, ich würde rumlaufen wie ein Cowboy. Ich finde das cool. Ich würde Sporen an meinen Schuhen haben. Ich würde einen Cowboy-Hut anhaben, würde die ganze Zeit Kauterback ausspucken und so ein Karo-Hemd und ich würde so cool aussehen. Ja, jedenfalls kommen wir zurück zur richtigen Geschichte jetzt, die interessant ist. Britney Spears wurde gefragt, mit wem möchte sie dann gerne mal ein Duett singen? Hat sie gesagt, mit Aerosmith und auch gerne mit Justin Timberlake. Der ist ja auch gut oder Justin Timberlake ist auch okay. Also, ich meine, das ist ihr Ex. Ich weiß. Das ist doch wirklich, das ist doch absurd. Vor allem, der ist nicht okay, Fräulein. Justin ist eine Legende. Aber ich frage mich auch, wie man dann auf Aerosmith noch kommt als zweite Antwort. Also, naja, bevor der Tyler stirbt, da muss man sich jetzt schon beeilen. Stirbt er? Naja, der ist schon recht alt. Also. Weiß ich nicht. Ich habe den vor 2 Jahren live gesehen, da dachte ich schon so, ich komme und bring das Sauerstoffzelt mit, kein Problem. Ja, aber da gibt es trotzdem noch andere große Legenden, mit denen man Musik machen will, ja. Weiß nicht. Aber ich würde mit Aerosmith, mit Steven Tyler sofort auch ein Duett. Und ich kann ja sehr gut singen, von daher. Der muss immer aufpassen, dass das Mikrofon nicht verschluckt, ne? Ja, aber ist ein geiler Typ auf jeden Fall. Ist ein geiler Typ. Ja. Wir kommen zu viel geilen anderen Typen. Und zwar, der Sommer ist ja schon fast vorbei, die Stars kommen so langsam aus ihrem Sommerurlaub zurück, also ist es absolut Grund jetzt für uns, für Nico und für mich und natürlich für euch auch, uns die Sommeroutfits der Stars anzugucken, denn wir dürfen nämlich beurteilen. Ja. Wir dürfen, meine ich natürlich, wir haben staatlich anerkannten Abschluss im Beurteilen auf jeden Fall. Von daher dürfen wir das. Diplom-Beurteiler sind wir. Genau, war also recht anstrengend, aber kann man auf jeden Fall machen. Und ihr dürft natürlich auch mitmachen, jetzt im Chat unter joyce.de/live. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Bild. Und das ist Paulina Roginski, die ja längere Zeit in Mexiko war. Was sagen wir denn zum Outfit? So typisch, Mann. Hallo, was ist denn mit der Sonnenbrille zum Beispiel? Was denn für ein Outfit? Die sieht doch gar nicht. Der kann ich einfach nur ein Daumen hoch. Das ist doch ein wunderschönes Bild. Ich sag einfach nur, weil du jetzt hier so krass abgegangen bist, einen Daumen runter. Das war ein tolles Outfit. Können wir das? Nein. Okay. Nein, jetzt ist auch wirklich vorbei. Können wir vielleicht nochmal. Nein, sag mal, was ist das? Das ist meine Show. Hallo. Also Paulina hat einfach die schönsten Outfits, die beiden besten Outfits. Die schönste Sonnenbrille mit den zwei Gläsern, absolut. Wir kommen zum nächsten Outfit. Das ist Kim Kardashian West, war auch in Mexiko mit ihren Kindern vor den VMAs und auch mit Chloe und mit den ganzen anderen, wie sie heißen, mit K. Und hat dort Urlaub gemacht und ich muss sagen... Was soll ich dir sagen, Franzi? Ich kann bei Kim Kardashian immer nur Daumen hoch geben. Ich weiß, alle verarschen mich immer, weil ich sie ja cool finde, aber... Ich finde sie super attraktiv. Aber warum? Ich finde, sie sieht einfach toll aus. Ich mag die sieht gut aus. Ich weiß es nicht. Ich finde sie einfach schön. Das ist natürlich einfach schön. Was meinst du? Das ist sehr natürlich. Ja, ich finde es auch nice, weil ich mag halt einfach, wenn man diesen Bikini, wenn man sich das leisten kann, so bis oben, bis zum Anschlag trägt und dann... Die hat doch vor 4 oder 5 Tagen ein Kind bekommen und jetzt sieht sie schon wieder so aus. Vor 8 Monaten, stimmt, hat sie Saint West bekommen und man muss ja dazu sagen, sie hat ja letztens erst ihr Geheimnis gelüftet, warum sie so einen Po hat, wie sie ihn hat, und zwar hat sie Cortison benutzt. Wirklich? Und deswegen ist er so ausgeufert und ich als Neurodermitis-Patientin benutze auch Cortison. Es ist noch nichts passiert. Wo bleibt denn jetzt mein Po? Ja, ich weiß Kim, es nicht. Da müssen wir noch mal ran. Das ja, auf jeden Fall. Nicht, dass wir jetzt alle Angst haben hier. Was ich ein bisschen verrückt fand gerade war, dass sie sich ein Bild von sich selbst macht, eindeutig ein Selfie macht und dann aber von woanders fotografiert wird und das auf ihrem Instagram-Kanal auftaucht. Es ist ein neues Level. Neues Level of awesomeness. Selfieception. Ja, wir kommen zu meiner heißgeliebten Katy Perry. Die war ja mit Orlando Bloom zusammen, er nagt sie eher nicht, auf Sardinien. Und ich muss sagen, yes, absolut. Ich bin ein Riesenfan von Katy Perry. Warum? Was ist das für ein Problem? Ich finde den Bikini nicht schön.
Wieso? Weil er aussah wie, ziemlich genau wie der Gardinen bei meiner Oma zu Hause und hat sich die um die Hüfte gewickelt. Entschuldigung, ich habe fast den gleichen Bikini, der auch bis zum Bauchnabel hängt. Können wir vielleicht ganz kurz auf meinen Instagram-Kanal gehen? Die Regie freut sich. Ein Foto gepostet. Du hast denselben Bikini? Nein, so ähnlich. Ja, ich wollte nur, Moment. Du kannst nicht sagen, dass du denselben Bikini hast, nur weil du auch Blumen-Bikini irgendwie Nein, hast. Nein, ich habe so gleich einen Bikini, weil der auch bis zur Brust oben ist. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist mir ganz egal. Das ist ein Trend, den ich okay finde. Aber ich finde einfach diese... Das mag ich nicht. Achso, ich dachte, du meinst es, weil das so bis nach oben ist. Nö, Quatsch. Ich finde es ja immer noch super, dass Katy Perry sich einfach zeigt, wie sie ist. Das finde ich toll. Wie, was heißt denn, wie sie ist, wie sie fett ist oder was? Ich sag nicht, das habe ich nie gesagt. Also bin ich auch fett. Oh Gott, ich muss gehen. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich so einen ähnlichen Bikini, weil ich Katy Perry toll finde und auch den Bikini toll finde und sowieso alles überhaupt. Trotzdem tut mir halt Katy Perry. Naja, gut, okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Mhm. Beyoncé zusammen mit Jay-Z und Blue Ivy an irgendeinem traumhaften Strand, wo sie natürlich immer mal zwischendurch ist. Wahrscheinlich ist es einfach ein Privatstrand hinterm Haus. Das ist einfach. So, komm, wir gehen mal kurz da draußen und machen ein paar Bilder. Absolut. Ich sag Daumen hoch. Man erkennt ja gar kein Outfit. Die Beyoncé hat ein Tuch rum und er hat ein graues T-Shirt an. Also man erkennt ja nicht viel Outfit, aber ich finde es einfach, das ist ein Familienbild, ist schön. Ich sag Daumen runter. Warum? Weil ich mag kein Gelb. Das ist der Grund. Ich mag kein Gelb bei ihrem Outfit so. Ja. Tut mir leid, Beyoncé. Du bist durchgefallen. Sowas lernt man auf jeden Fall immer beim staatlich geprüften Outfit-Beurteiler. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche und hier gibt es nochmal Zuckermädchen. Franzi Albrecht, ciao. Beginnt jeden Tag mit einem Lächeln und modisch gesehen, lasst euch nichts einreden. Ihr müsst nichts kaschieren, ihr müsst einfach das tragen, was ihr wollt und andere ebenso akzeptieren. Hallöchen und herzlich willkommen zu Das erste Mal jeden Montag ab 17.30 Uhr. Ich hasse das. Mach nicht so spontane Sachen. Das überfordert mich. 17.30 Uhr, jeden Montag. Ich wollte nur mal gucken, ob du aufgepasst hast. Nein, mach ich nie. Ja, machst du nie. Ne? Wir laden jeden Montag einen prominenten Gast ein, interessante Gäste, die hier mit uns speisen dürfen. Und zwar die Gerichte, die wir für sie kochen. Sie dürfen sich von uns was wünschen. Wir kochen das oder wir versuchen es zumindest. Da hast du mittlerweile dazugelernt. Früher hast du aber gesagt, wir kochen das. Nein, wir versuchen es. Ja, aber ich finde, wir waren in der Vergangenheit immer schon sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass wir es diesmal schaffen werden, das zu kochen, was sich unser Gast wünscht. Ja. Wie auch in den letzten Folgen haben wir einen wirklich sehr interessanten Gast eingeladen. Ich freu mich auch sehr. So, und zwar ist unser Gast David Nathan, Synchronsprecher. Einige von euch kennen mit Sicherheit seine Stimme. Sein Gesicht jetzt vielleicht nicht, aber das werdet ihr heute kennenlernen. Ja. Und wie er so drauf ist. Vielleicht habt ihr schon einiges von ihm gesehen. Wir schauen jetzt erstmal in so eine kleine Arbeitsprobe von ihm, denn er spricht nämlich auch den Lego Batman. Hallo zurück, obernerdige Fans. Wie ich höre, habt ihr die Twitter-Sphäre gesprengt wegen meines genialen neuen Films, The Lego Batman Movie. Er ist ein bisschen so wie der ursprüngliche Lego Movie, aber um Welten besser. In diesem Film dreht sich nämlich alles um mich. Na jedenfalls, wenn man so super ist, wie ich es bin, kriegt man nicht nur einen Trailer, man kriegt zwei Trailer. In einer Woche. Zieht euch das rein. Hey Mom. Hey Dad. Ich hab heute wieder die Stadt gerettet. Ich glaube, ihr wärt echt stolz gewesen. Da sind sie ja. Alfred, oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe unglaubliche Reflexe. Ich hätte mich nicht so an Sie heranschleichen dürfen. Haben Sie sich wieder die alten Familienfotos angesehen? Nein, habe ich nicht.
Sir, ich habe solche Phasen schon bei Ihnen erlebt. 2016 und 2012 und 2008 und 2005 und 1997 und 95 und 92 und 89 und diese ganz komische Phase 1966. Ich habe mich fantastisch gehalten. Möchten Sie gern über Ihren Gefühlszustand reden? Was? Nein, das will ich garantiert nicht tun. Sir? Nein. Sir? Nein, 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 nein. Sir? Nein, 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 Mann, hoffentlich haben wir das aufgenommen. Nein, Alfred, was habe ich gesagt? IAA, immer alles aufnehmen. Das war er, der David Nathan, in Form von Lego Batman. Eine wirklich klasse Rolle. Er spricht aber natürlich auch Batman selbst. Also alles, was mit Batman zu tun hat, spricht er eigentlich. Eine sehr interessante und angenehme Stimme. Oh, ich hoffe, er macht die Stimme. Fordern wir ihn dazu auf? Oh, da hat er richtig Bock drauf, wenn Synchronsprecher sagen, hier, mach mal die Synchronstimme von Batman. Das ist cool. Das wäre vielleicht eine Idee für eine Challenge. Ja, was? Ich darf ja eh anfangen mit der Challenge. Ja, du darfst. Okay. Ja. Der David Nathan spricht aber nicht nur den Batman, sondern auch ganz viele andere Rollen. Wenn ihr jetzt mal so ein bisschen überlegt, da sind ja auch schon einige andere Rollen, die man da so im Kopf hat. Was ist denn das da zum Beispiel? Also erstmal einfach nur, wer Christian Bale? Ja, okay, natürlich. Christian Bale als Batman. Also, wer jetzt nicht weiß, wie Christian Bale aussieht, da haben wir ihn mit einem wundervollen Bart. Ja, Christian Bale als Batman, aber er hat auch, unschöne Nachricht, er hat auch Paul Walker gesprochen, der leider verstorben ist. In Fast and the Furious. Ja, ich glaube zumindest im zweiten Teil, das ist ja das, was man so, wenn ein Film gerade erst anfängt, haben viele Schauspieler andere Stimmen. Ja. Tom Hardy hatte eine ganz andere Stimme zu Beginn, jetzt hat er seine eigene gefunden. Mhm. Wen hat er noch gesprochen? Johnny Depp? Johnny Depp in Flucht der Karibik auch, ne? Aber auch nur in Teilen. Das weiß ich jetzt nicht genau, ja. Also auf jeden Fall Alice im Wunderland und den Film, den keiner gesehen hat, Mordecai. So. Oh, ich habe den gesehen. Das tut mir leid. Grauenhafter das Film. Das tut mir leid. Aber viel wichtiger, er hat einen Charakter gesprochen. Ja? Ich glaube, den kennen alle, die eine Jugend hatten. Eine schöne Jugend. Nämlich, er hat bei Dragon Ball Z oder Dragon Ball Z, je nachdem, Piccolo gesprochen. Hier haben wir Piccolo, ein... Ja! Ja. War der nicht irgendwie eine Gottheit oder sowas? Auf jeden Fall, Gott war auch so grün. Und er war sehr stark, ja. Da habe ich tatsächlich auch schon direkt meine erste Frage an ihn. Da bin ich gespannt, wie er reagiert wird. Ich finde es spannend, wenn ich mir jetzt irgendwie, wenn ich auf meinen Neffen oder so aufpasse und dann dieses Kinderprogramm durchseppe, denke ich mir, Alter, war unser Zeug damals auch schon so dumm? Und wie müssen sich die Synchronsprecher fühlen, wenn die da sowas, jetzt lass uns das Supertoastbrot holen und für immer Weltfrieden finden. Was machst du als Synchronsprecher? Du stehst in diesem Studio und denkst so, okay, ich krieg dafür bestimmt gut Geld, deswegen mache ich's. Ich glaube, die haben ganz viel Spaß dabei. Und ich, wenn man Dragon Ball Z oder sie oder wie auch immer, oder Dragon Ball synchronisiert, das ist schon das ja ist nicht schon so eine Ehre. Kindisch. Ne? Richtig, aber vielleicht hat er auch irgendwie seine Leichen im Keller und hat My Little Pony, den Goldenen Ritter, gesprochen. Können wir ihn alles natürlich fragen. Also jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wer seine Figuren sind, wie sich seine Stimme anhört. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie sieht der gute Mann aus? Und die allerwichtigste Frage, was wünscht er sich von uns? Hi Steffi, hi Marc, hier ist David. Danke für die Einladung bei euch, freue mich und wünsche mir eine rote Beetecremesuppe. Schön cremig bitte und tiefrot. Vielen Dank, bis gleich. Rote Beete-Suppe. Ja. Klingt wieder sehr vegan. Was ist los mit der Welt? Ich will mal so eine Schlachtplatte von jemandem. Ich hätte gern ein halbes Schwein von euch. Rote Beete-Suppe. Das hatten wir in der ersten Sendung so ähnlich. Ja, mit Adam Borscht. Green. Borscht. Red Borscht. Da war auch Rote Beete drin. Ich habe ein Flashback. Ich würde aber sagen, wir machen dazu noch Fisch. Oh, geil. Ich liebe Fisch. Oh, das wird mein Essen heute. Wir haben die Zutaten natürlich schon besorgt. Nee, wir wussten ja, was der David essen möchte. Lasst uns doch mal zusammen auf die Zutaten schauen. Was braucht man denn alles für eine ordentliche rote Beete-Suppe? Also natürlich die rote Beete kann man hier vielleicht nicht so gut erkennen, weil so rot sieht die gar nicht aus. Die ist aber wirklich sehr, sehr frisch, die rote Beete. Die bereiten wir dafür natürlich zu, soll natürlich auch so schmecken. Und natürlich auch so... Die Grundbasis einer Suppe ist auch immer Hühnerbrühe. Das ist vielleicht was für dich, Marc. Ist ein bisschen fleischig. Mhm. Ne? Dann wahrscheinlich nehmen wir die Fleischstückchen raus, oder? Damit sie nicht irgendwie den Geschmack
Genau. Ernsthaft? Ja. Nein, ernsthaft, wir nehmen die raus. Ich denke ja. Also wir brauchen ja den Sud des Brühezeugs sozusagen. Wir machen das Ganze noch ein bisschen cremiger, dass es ein bisschen gehaltvoller ist und dazu dann natürlich auch noch Creme Fraiche. Dann ist es eine richtig schöne rote Beete-Rahmsuppe sozusagen. Und weil Suppe allein irgendwie so ein bisschen langweilig ist, weil man dazu immer noch was essen sollte, was passt dazu am besten? Natürlich Baguette. Wir haben hier ein ganz, ganz frisches Baguette vom Bäcker geholt. Das werden wir belegen mit ganz, ganz frischen Forellenfilets. Also die werden wir noch zerzupfen. Dann machen wir das Ganze noch hier mit etwas Schnittlauch. Und ja, dann kann man dazu Baguette mit Forelle essen. Und was passt am besten natürlich auch noch zu Fisch? Meerrettich, ist klar. Ganz, ganz einfache Zutaten, die werden wir gleich auf jeden Fall verbraten, verarbeiten und dann wird daraus eine ganz, ganz leckere Suppe. Die wird Marc mit Sicherheit auch schmecken. Mhm. Obwohl er jetzt irgendwie so total... Ich knabber am Schnittlauch. Schnittlauch muss reichen. Okay, gut. Ganz kurze Pause, dann fangen wir an mit dem Kochen. Bis gleich. Ich habe wirklich heute auch verschlafen und komme den ganzen Tag überhaupt nicht richtig in die Form. Also kennst du das so, wenn du aus Schock aufwachst, auf die Uhr blickst, oh Mann, eigentlich hätte ich vor 5 Minuten losgehen müssen und ich habe mich innerhalb von 8 Minuten fertig gemacht. Danke. Und sah genau so aus heute Morgen. Ne? Hashtag no filter. So, an meiner Seite hier in einem wunderschönen Blau ist Maurice Garder, der sich zu Recht kleiner macht neben mir. Genau das erwarte ich. Ich bringe mich lediglich auf... Warte mal, das wird hier wie bei der großen Diktator, weißt du? Wir schrauben uns so lange nach oben. Ich bringe mich lediglich auf... Hör jetzt auf! Ich bringe mich... Oh Gott, wie hoch ist das denn? Ich bringe mich lediglich auf Augenhöhe. Der Lobster, eine... Ja. Eine Food. Sorry, ich habe gerade auf Sandro im Ohr gehört. Das tut mir jetzt echt leid. Das war voll unprofessionell von mir. Ja, weiß ich schwitze, du kannst nicht sprechen. Jeder hat so seine Probleme. Aber mach weiter mal. Ja, okay, also den Lobster, es geht um eine. Also, ich habe mal geschrieben, also, ich schreibe Dinge auf, weil ich die Serie nicht kenne. Das ist Kevin Closes Lieblingscharakter aus der Serie. Wann waren die Dinos eigentlich? War es 1980? Das ist ewig alt, ne? Warte, mach nochmal das andere Bild. Mori! Warte, lass mal Sandro, warte. Und bitte. Oh, wäre das schön, jetzt was zu sehen. Ja, eindeutig. Ja. Ein Kracher, kann ich sagen. Und zum Glück habe ich meinen Drogenkonsum ziemlich gut im Griff. Chaos ist keine Grube. Chaos ist eine Leiter. So sieht das nämlich auch Jack Reacher. Hat irgendjemand von uns unser Zitat gebracht? Also, hast du ein Zitat gebracht? Weiß ich. Guck, wir lösen mal auf. Was hattest du denn? Weiß ich nicht. Schnell auflösen. Achso, wir können nicht. Ich habe beide recht. Das war's für Cut. Mach's gut. Zeit um. Willkommen zurück zu Das erste Mal. Wir kochen heute für den Synchronsprecher David Nathan. Der hat sich von uns rote Beete-Suppe gewünscht. Und natürlich werden wir das für ihn kochen. Ist doch logisch, ne? Wir fangen an mit ganz viel Schnibbelei. Ich werde die Zwiebeln schneiden, damit Marc nicht schon wieder rumheult. Und Marc. Ehrlich gesagt, würde ich lieber die Zwiebel schneiden, statt diesen braunen Klumpen. Das ist doch nicht mehr rot. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Duften wir nicht mehr? Ich fange mit der Zwiebel an. Schön. Zwiebeln sind ja die Basis einer jeden Suppe. Ich glaube, er hat sich das Rezept gewünscht wegen dieser flüssigen Wärme, die dann so den Hals runtergeht, dass das ja nicht seiner Stimme schadet. Meinst du, der ist so drauf? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass die Leute auf jeden Fall keinen Milch und Kakao und so trinken dürfen. Und sie dürfen nicht rauchen? Aber Kaffee ist auch schlecht. Ich glaube, bei seiner Stimme, also der hat ja schon eine... Eigentlich wäre es ja förderlich, ne? wenn er rauchen würde. Okay, er ist anscheinend sehr starker Raucher, wenn man die Stimme betrachtet. Können wir ihn ja mal fragen. Aber natürlich ist es besser, wenn man nicht raucht. Ja, So, rein da. Ich hab auch mal einen Zeichentrick synchronisiert. Echt? Das war immer mein Traum. Ja, also ich habe nur mal eine Szene synchronisiert. Hast du es gewonnen oder wirklich bewusst beruflich? Im Rahmen meines Studiums.
Was war das? Erzähl mir mehr. Brauchst du lange. Erzähl wie heißt mir mehr. Das war so eine Erwachsenen-Zeichentrickserie Ugly Americans oder so? Nein, ernsthaft? Ja. Ugly Americans? Was für eine Folge. Ich liebe diese Serie. Sie wurde leider really? Abgesetzt. Ja, sie wurde abgesetzt. Oh. Die Folge, wo dieser verrückte Zauberer da so eine Show gemacht hat. Da ist doch eine Frau auf der Bühne, die ihr Kind kriegt. Das bist du? Ich bin die Frau, die das Kind kriegt. Steffi hat eine Frau synchronisiert, die ein Kind bekommt. Ja, also das war, also ich habe... Wie geil ist das denn? Ich habe ja so in der Richtung Schauspielmoderation studiert und da hatten wir ein Seminar, da haben wir sozusagen einen Ausflug gemacht in die Synchronstudios von Hamburg. Und dann wurde uns da alles erklärt und da habe ich auch einen Synchronsprecher kennengelernt. Der Sascha Dreger, kennst du den? Der spricht ja, war das TKKG oder drei Fragezeichen? Eins von den beiden. Drei Fragezeichen sein. Eins von den beiden auf jeden Fall. Na, und Ben Stiller. Ist es der jetzt, nicht, dass ich hier irgendwas vermische? Klatze und Brille. Na jedenfalls, der, wenn du Synchronsprecher bist, bist du meistens auch gleichzeitig Regisseur. Und der hat halt Ugly Americans da Regie geführt. So. Ja. Und dann... haben die halt gesagt, so, ey, wir brauchen noch eine Frauenrolle. Ihr Mädels wollt ihr nicht da irgendwie Probe reinsprechen? Und haben wir dann gemacht, jeder von uns Mädels aus der Klasse. Und ich habe dann hinterher die Folge gesehen, die haben dann meine Stimme genommen. Und es war halt die Szene irgendwie... Ah, weiß nicht, vielleicht kannst du das besser erklären. Musstest du dann stöhnen? Also, ja, also halt, man musste das halt... Also für die, die Ugly Americans nicht kennen, es geht um einen Mann, quasi einen Betreuer, der Gestalten, die nichts auf der Erde zu suchen haben, hilft einen Job zu bekommen, also irgendwie Teufel oder irgendwelche Geister, genau, Zombies ja, und so. Eine sehr lustige Serie, ich glaube, die lief auf Comedy Central, ich weiß es nicht, ja, aber wurde dann abgesetzt, weil keiner sie geguckt hat, was schade ist, war tatsächlich lustig. Aber es war sehr, sehr lustig, es läuft dann immer so, du siehst dann immer die Szene vorher, die synchronisiert werden soll im Original, ja. Ne, damit du weißt, wie sie gesprochen wird, dann kannst du sagen, okay, ich will sie nochmal sehen und dann kriegst du so einen Countdown, das wird dann runtergezählt. Oder sowas? Nee, das ist also wie so ein richtiger Zahlen-Countdown und wenn er dann auf 3 ist, dann weißt du, okay, jetzt geht's los und dann musst du halt sprechen und ich musste halt eine Frau synchronisieren, sehen, die gerade ein Kind gekriegt hat. Das ist irgendwie... Und du weißt das natürlich nach deinem vierten, fünften Kind, wie das läuft. Na, es war halt viel Schreien und Stöhnen. Ich glaube, diese Audioaufnahmen wurde auch für andere Dinge benutzt. Wenn du irgendwie so Sex-Hotlines anrufst, läuft immer dein Band ab. Ja, so sind die perverse Leute. Du kannst die rote Beete da ja mal... schon reintun, ja, sehr gerne. Weil die kommt jetzt zu den Zwiebeln dazu, so schön vorsichtig, dass nichts daneben geht. Ja, dieser Druck. Nichts daneben geht. Okay, nur die rote Beete, jetzt nicht das ist der Saft. Okay, sehr schön. So, die rote Beete köchelt jetzt hier mit den Zwiebeln im Topf vor sich hin. Das braucht jetzt so ein paar Minütchen. Mhm. Ihr wisst ja, hier bei das erste Mal haben wir auch für euch Rezepte vorbereitet, die ihr ganz schnell zu Hause nachmachen könnt. Ne? Falls ihr zu Hause seid, was weiß ich, nach dem Feierabend, nach der Schule, schnell noch was snacken wollt, was Gesundes vielleicht sogar, da haben wir natürlich auch noch was für euch. Heute für euch Wassermelonsalat mit Bacon. Oh. We'll be right back.
unser Quickie. Den findet ihr natürlich auch noch unter joyce.de/Quickie. Wer hätte es gedacht? Da gibt es das Ganze nochmal zum Nachschauen. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Eine mehr oder weniger gesunde Angelegenheit. Geht aber auf jeden Fall schnell. Ne? Das ist natürlich die Hauptsache bei unserem Quickie. So, wir machen weiter mit unserem Rezept. Die Suppe köchelt vor sich hin. Das muss jetzt noch 10 Minuten köcheln. Mhm. Und wir servieren dazu Baguette mit Forellenfilets. Mhm. Das kannst du schon mal vorbereiten, weil das Baguette das bisschen anbraten, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier die Pfanne einmal heiß gemacht. Baguette ist doch größer als die Pfanne. Wie ist das möglich, Steffi? Soll ich es schneiden? Versuch mal eine Lösung dafür zu finden. Da! Jetzt habe ich es alles gut. Oh. Okay. Was? Also du willst, okay. Naja, also so in Häppchen schneiden. In Häppchen, okay. Also, weißt du, was der Trick ist beim Baguette schneiden? Immer schräg, dann sieht's nach mehr aus. Perfekt, das wollte ich dir gerade sagen. Yes, und dafür nehme ich kein Brotmesser, weil unser Brotmesser weg ist. Ich nehme dieses Messer, mit dem ich gerade rote Beete geschnitten habe. Es mal soll gucken, ja ob's geht. Geht's? Nein. Doch, geht's. Wo ist unser blödes Brotmesser? So, Schnittlauch mache ich auch noch fertig. Das ist nämlich dann für den Fisch. Ich hoffe, der Nathan isst Fisch. Das wäre natürlich geil. Er ist vegan. Nee, dann kann er die Suppe ja nicht essen wegen dem... Oh, stell mal vor, so ein Veganer, der nicht weiß, dass da Fischding drin ist. Hühnchen. Nein, er ist kein Veganer. Nein, der ist kein Veganer. Wir dann schmeißen wir direkt wieder raus. Mann, so. Und zack. Ja, das lassen wir jetzt mal. Oh, geil. Frischer Schnittlauch. Okay, jetzt nehmen wir nochmal Öl. Das Ganze... Also es ist hier auch irgendwie so eine... Bitte nicht zu viel Öl, ja? Ja. Nur ganz wenig. Wir müssen ja hierbei das erste Mal auch dem jeweils anderen immer so eine Challenge stellen. Nicht so viel. Entschuldigung, es muss doch noch was schmecken. Es ist aber diesmal das erste Mal, dass ich irgendwie überhaupt keine Ahnung habe, was für eine Challenge ich dir stelle. Als ob. Jedes Mal stehen wir hier und du weißt es nicht. Das ja, so das fällt mir dann immer spontan ein. Ja, es tut mir leid, aber so oder so darf ja ich anfangen. Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, ich weiß zufällig... Oh nein, ich komme was ganz Schlimmes. Nee, Synchronsprecher, sie lieben ihren Job, alles cool, aber ihnen geht es unglaublich auf die Eier, wenn sie auf der Straße irgendwie angesprochen werden. Mach mal den Batman! Mach mal den Batman! Als ob der auf der Straße angesprochen wird, natürlich. Mach mal den Batman. Pass auf, so. Ist ja auch egal, es geht ja um dich. So, und ich möchte, dass, wenn ich irgendwas Bestimmtes sage, ich weiß noch nicht was, du dich als Fan outest, sagst so viel Öl nicht und dann tunkst du dein Brot rein. Sagst, ich bin ein riesen Batman-Fan. Könntest du bitte meinen Anrufbeantworter einsprechen? So, sorry. Ihr habt die falsche Nummer gewählt, hier ist Batman, weil ihr Steffi erreichen wolltet. Ich finde das in der Tat total cool. Ja, aber ich weiß, er wird nicht begeistert sein. Aber hat er damit Erfahrung oder was? Hast du das gelesen? Kein Kommentar. So. Jetzt sag mir das doch mal. Kein Kommentar. Das ist seine Aufgabe herauszufinden, ob er es wirklich mag. Sag mir das doch einfach mal. Ich verstehe dich leider ganz schlecht, weil die Regie sagt mal nicht, was so. Sag es mir doch mal. Nein, hat er damit schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, da sage ich jetzt nichts zu. So. Ach so, und das Stichwort ist... Oh, ich will noch was davon essen. Oh. Du hast ja mehr als nur Batman gesprochen. Das ist das Stichwort. Hast du verstanden? Sag es mir bitte. Nein, das ist ja der Gag weg. Es ist heiß. Bist du dir 100% sicher, dass er scheiße reagieren wird? So, ich habe meine Infos dazu hergegeben. Jetzt bräuchte ich deine Aufgabe. Weißt du, du bist so gemein. Immer dieses mit, diese Fragen immer, die ich stellen muss. Oh, voll doof. Steffi muss Fragen stellen. Ja, aber dieses Fiese, was war jetzt neulich bei... Dass Tiere es verdient haben, im Schlachthof zu landen? Das war keine Frage, das war eine Aussage. Das ist ganz, ganz schlimm, was du mir hier hast du auch nicht gemacht, ne? Das ist schwach. Das nee, habe ich nicht gemacht. Ja, das tut man keinem Veganer an. Oh, es geht um Sympathie in dieser Sendung, das wusste ich nicht. Hast du denn was für mich? Immer noch nicht, ne? Du hast jetzt 5 Minuten Zeit, um dir was zu überlegen. Ich ja, Marc, ich möchte, dass du sagst, du bist großer Johnny Depp-Fan und er soll den Anruf machen, weil er Johnny Depp ich Boah, ich hasse dich heute richtig dolle. Also so richtig, also wirklich. Sonst hasse ich dich nicht, aber jetzt ist echt, ja, jetzt bist du kacke. Sonst mag ich dich eigentlich. Das ist doch scheiße, das wird irgendwie nicht heiß. Nicht. Ich hab was im Mund. Steffi. So,
Wie sieht's mit der Suppe aus? Ich brauche deine Challenge. Ja, ich muss mir was überlegen. Ja, so ist das, ne? Kann man nichts machen. Das mit dem Handkuss fandst du ja richtig blöd, ne, in der ersten Staffel. Ja, aber nochmal dieselbe Aufgabe machen. Nee, ist ja so wäre ich doch nicht, weißt du doch. Mist. Nein, ich überlege mir noch was. Ich brauche noch mal ein paar Minuten. Oh Mann, ich habe auch... Aber stell dir doch mal vor, wenn du angerufen wirst und du kannst nicht rangehen und dann heißt es einfach hier, hier ist Batman. Das ist doch cool. Das ist mega cool, aber ich glaube, er wird es mega uncool finden. Das weiß ich nicht, nein. Das macht dir bestimmt Spaß. Nee, du hast es bestimmt, du hast bestimmt irgendein Interview von dem gelesen, wo er gesagt hat, nee, das finde ich mega uncool. Hä? Oh Mann, ich muss auch was richtig... Was Wochenzeit gehabt, ne? Nein. Gib mir noch mal eine Minute, ich denke darüber nach. Ja, du, ey, ich muss kein Stress, überleg dir was. Lecker. Mist, was... Ich bin so unter Druck. Was? Ja. Ich warte nur darauf, dass die Regie dir irgendwas aufs Ohr sagt. Na, ist das gerade passiert? Vielleicht ist es ja schon so gekommen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welche du schlimmer findest. Weil das Ziel ist ich schlafe ja nicht mit ihm. Das Ziel ist es ja auch immer, dass du dich dann am Ende nicht traust, es zu tun. Das ist richtig. Du kennst mich, ich mache viel. Also ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich habe richtig Bock auf so eine Ansage von dir. Ja, das finde ich, find ich gut. Das finde ich gut. Auch, egal, wie er mich zerreißt, ist mir egal. Dann habe ich wenig... Weißt du überhaupt, wie man das macht? Also, ich glaube, man muss halt auf der Mailbox anrufen. Oder? Dann hockst du da. Nee, ich zwei. Ja. Drücken Sie zwei. Jetzt einsprechen. Jetzt oder, einsprechen. Nein, oder ich nehme es mit... Hat man nicht so eine Diktierfunktion auf dem Handy? Du kannst eine Sprachnachricht aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man das dann hochladen kann. Aber das ist ja völlig egal. Oh Gott. Wie ist denn ja, also wenn, dann will ich wirklich behalten. Könnt ihr mal die Kamera auf sich schalten? Ich will mir gerne die Nase putzen, ohne dass ich dabei erwischt werde. Nee, haltet das bitte so drauf. Klar, Leslie, haltet drauf. Los. Ja, näher, ach, näher. Mal Entschuldigung. So, ich denke jetzt, was ist deine beste Comicstimme, die du drauf hast? Meine beste Comicstimme? Du wolltest doch schon immer einen Comic synchronisieren, oder? Nee, einen Zeichentrick. Einen Comic kann man nicht synchronisieren, ist ja was zum Lesen. Du bist so dumm, Steffi. Ja, aber hast du nicht irgendeine, hast du nicht irgendeine Stimme drauf? Mal füll mal vor, boah, ich will mal wissen, wie peinlich das ist. Ich konnte mal E.T. machen, aber das kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin. Da muss man also aus der... Los, jetzt mach! Ja, aber ich... Sorry, ich habe das seit weiß ich wie vielen Jahren nicht mehr... Warte. Scheiße! Oh nee! Warte mal. Nein, das krieg ich nicht hin. Sorry, die Zeit sind vorbei. Los jetzt, mach doch mal! Oh, du hältst uns aber hin. Nein, das krieg ich. Ja, ich kann ein bisschen machen. Ich zieh nach Hause telefonieren. Das war E.T.'s Vater. Ja. Nee, mehr kann ich nicht, tut mir leid. Okay, also gut, dann machen wir das so. Oh Mann, ey, ich bin so unkreativ heute, aber wir müssen, ja, das heute, wir müssen das heute so machen. Ich muss mal die Hände waschen. Also ich möchte bitte... Ja, erzähl. Ich möchte bitte, also ähnlich wie bei Michael Krabbe, ja, möchte ich, dass du sagst irgendwie, ja, also mein Traum ist es schon immer, Synchronsprecher zu werden. Zu Hause übe ich auch heimlich immer. Meine Lieblingsrolle ist, also ich hätte liebend gern den E.T. synchronisiert. In seiner Zeichentrickserie? In seiner Serie, in seinem Film, bla bla bla. Du weißt schon, was du sagen musst. Mhm. So, und dann möchte ich, dass du sagst, ja bitte bewerte doch, ich möchte bitte, dass du meine Stimme bewertest. Kann ich dir das kurz vorführen? Und dann musst du genau das machen, was du eben gemacht hast. Okay, ja, das ja, also wirklich, denken. Du, aber bitte mit Herzblut, nicht diese Scheiße hier. Ja, sorry, wenn es keine Regeln gibt, dann tut es mir leid. Es gab einfach nur, Marc sagt, dass vegan, dass du normale Milch genommen hast. Ich habe gesagt, ich habe normale Milch genommen. So. Ich soll ihn fragen hier, wie findest du meine Synchronstimme? Wie findest du meine Synchronstimme? Genau. Ich habe gesprochen und dann mache ich hier den. Ja, genau. Und
und dann möchte ich bitte, dass du ihn dann fragst, ja, okay, also... War gut, würdest du mich so nehmen? Und ich wette mit dir, dann kriege ich ein Jobangebot und dann lachst du mich nicht mehr aus. Dann werde ich ET2 synchronisieren, wenn der Vater zurückkommt aus dem All. Muss man da tut spenden. Sich nichts. Ich mach noch mehr Öl rein. Okay. Entschuldigung, okay. Wollte ich jetzt nicht anschreien. Ach, gut, so. Dann haben wir jetzt die zwei Challenges. Jetzt brauchen wir nur noch mein Signal und das lautet... das ist, nachdem ich ihn gefragt habe, wie er eigentlich zum Synchronsprechen gekommen ist. Gut. Ja? Wie ist eigentlich dazu gekommen? So. Also, den Fisch hier, guck mal, den haben wir schon fertig klein gemacht. Jetzt kommt zu der Hühnerbrühe, achso, nee, jetzt kommt die Hühnerbrühe achso. In den Topf noch mit rein. Und dann ist es eigentlich schon fast fertig. So. Dabei wird das auch irgendwie weich. Das sind ja nur ein Stückchen. Müssen wir es vielleicht in Mixer machen, wie Borscht vom Adam Green? Zugedeckt köcheln lassen, bla bla bla. Dann mach ich das mal. Ah ja, mit fein pürieren. Das machen wir noch, ja. Ich lass mal köcheln. Wir wissen doch ganz genau, dass ihr dieses Rezept auch nachkochen wollt. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, und falls ihr nicht aufgepasst habt, es gibt natürlich hier ein tolles Tool, das wir haben. Und zwar ist das der Schnelldurchlauf, den seht ihr jetzt. Und schon wieder ein vegetarisches Gericht, aber wenigstens mit Fischbeilage. Die rote Beete zunächst in Würfel schneiden und zusammen mit den Zwiebeln in einen Topf geben. Mit Hühnerbrühe aufgießen und kochen lassen, einen Esslöffel Rotweinessig dazugeben, pürieren, fertig ist die braune rote Beete-Suppe. Die Baguette-Scheiben in eine Pfanne geben, mit Öl beträufeln, Meerrettich drauf, mit Forellenstückchen belegen, frischer Schnittlauch drüber, fertig. Nicht erschrecken, das ist das Gerät, was wir jetzt brauchen, um Suppe zu machen. Irgendwie braucht man das immer, ne? Weil am Ende wird die Suppe püriert, so wie in unserem Fall. Die rote Beete, die ist jetzt hier fertig gekocht mit der Brühe zusammen. Ganz wichtig, noch ein Esslöffel Rotweinessig. Vielleicht wird es dann rot. Nein, wir haben einfach Bio-rote Beete, das wird, glaube ich, nicht mehr rot. Naja, wir machen da jetzt mal Rotwein, nee. Es ist genauso dunkel. Nicht so. Okay, gut. Wir pürieren das jetzt mal in der Hoffnung, dass hier nicht alles auseinanderfliegt. Ah, los geht's. Mach nur. Ah. Scheiße. Was Warte, ich helf dir. Gib mal bitte. Gib mal bitte was zum Abdecken. Ey, wenn mein T-Shirt versaut wird, raste ich aus. Ah, das ist mega heiß. Hallo. Oh. Ja, ist es. Aua, das ist mir ins Gesicht geklatscht. Das ist voll heiß, Mann. Sieht besser aus als vorher. Es ist braun. Aber nicht mehr so stückelig. Und du hast doch gerade selber gesagt... Weil die hier am Rand kleben, die Stücke. Du hast doch gerade selber gesagt, auf den Geschmack kommt es eigentlich. Ja. Oh, jetzt bin ich jetzt pack die Stücke doch da nicht rein. Natürlich, Mann. Ich will noch mal mixen. Warte, ich probiere. Jetzt probier. Schmeckt ganz okay. Ich würde es essen. Schmeckt gut. Schmeckt okay jetzt. Oder gut? Schmeckt gut. Gut. Ja, okay. Dann servieren wir die mal so. Creme fraiche zum Schluss, wenn wir es servieren. Genau, also wir haben unsere Fischbaguette-Brötchenscheiben fertig. Die Suppe ist püriert. Ich glaube, wir können sie servieren. Und ich hoffe, er ist nicht überkritisch. Aber es sieht okay aus, auf jeden Fall. So, ganz kurze Pause und dann ist er endlich da. David Nathan, bis gleich. Boah, war das gut? Oh, war das schlecht! Fuck, Mann! Wir machen weiter mit Platz 18, das ist Wiz Khalifa und wir zeigen euch aber Platz 17 und zwar ist das Kygo mit Stole the Show, aber vorher zeigen wir Platz 18 und... Da bin ich echt sehr gespannt drauf, ne? Ey, Mann! Was soll denn die Scheiße? Du hältst ja nicht mal länger durch als ich. Oh, ich mach gleich irgendwas kaputt hier.
sie riecht ganz gut. Ja, genau. Und dann gibt es eine mega Staatskrise, weil natürlich angenommen wird, dass irgendwo jemand Merkel-Leaks macht. Oh, und das dann, wird ja immer schlimmer. Und dann, was? Merkel-Leaks? Nacktfotos? Heißt oder auf Deutsch Merkel leckt? Sie läuft aus. Oh, Alter! Und in MacPom schreibt Jens Kitz. Mann! Ja, was, nee, die ist unsichtbar. Was ist denn bei dir? Du hast noch gar nichts gesagt. Was würdest du als unsichtbarer Mensch zuerst machen? Bus fahren. Kevin, kannst du schwimmen? Ja. Ich würde dir gern ins Becken stoßen. Falls ihr Bock habt, zum Beispiel Clemens Live oder auch Udo Bönstrup mal ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen, joyce.de ist ja die richtige Adresse. Und da gibt es quasi das Rundumpaket zu den Ruf Online Stars. Was sind so die Dinge, die heute quasi da passiert sind? Gab es heute eine spannende Geschichte? Huch. Gott sprach zu mir. Und Gott klingt wie Musik, übrigens geiler. Geil. Nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, ne? So, das erlebt man. Wenn man zu den Ruf Online Stars geht, dann trifft man Gott quasi, ja? So. Ist auch egal. Okay, ist nicht so schlimm, alles ist gut. Wir beruhigen uns wieder. Hey, du bist weg, du. Lass es. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Das geht's doch nicht, Alter. Tschüss. Ich muss aufs Klo. Endlich gibt es bei uns mal Fisch hier bei Das erste Mal. Da habe ich lange drauf gehofft. Und jetzt hat sich unser Gast David Nathan eine rote Beete-Suppe gewünscht. Und wir haben jetzt einfach mal gesagt, ne, wir machen ein bisschen Baguette und da tun wir Fisch drauf, weil das passt sehr gut dazu. Forellenfilets sind das. Und jetzt ist es angerichtet und jetzt will ich ihn auch abholen. Es soll jetzt losgehen. Wir freuen uns schon den ganzen Tag auf ihn. So, ha, David! Hallo! Hallo! Hey, komm Tag. Rein! Tag, willkommen! Hallo! Hallo, freut Hi. Mich! Ah, schön, dass du da bist! Ich freue mich! Wir freuen uns sehr! Wir haben für dich gekocht! Oh. Also probiert! Braune Beetesuppe! Braune Beetesuppe! Nimm gerne Platz! In der Mitte, in der Mitte ja. Das danke ist sehr. Dein Stuhl! Vielen Dank! Ah. Also, ja, rote Beete sollte eigentlich rot sein. Ja, wie kriegt man die so braun? Indem man im Biomarkt einkaufen geht. Ich weiß es nicht. Sind Bio-rote Beete braun? Ich glaube nicht. Die sind eigentlich genauso rot. Ich habe keine Ahnung. Das stört ja nicht. Wichtig ist, dass es schmeckt. Genau. Ich dachte nur, ihr wollt so ein bisschen rot. Buntes Essen. Ich weiß, wollten wir eigentlich es war ein bisschen gemein von mir. Es ist schwer zu kochen. Ich weiß das. Ich habe es auch erst zweimal gemacht. Irgendwie, aber, ach so. Ich mag das so. Und freue mich trotzdem. Ja, also wir sind gespannt, ob es schmeckt. Also darfst gerne schon mal probieren. Dazu haben wir dir Baguette gemacht, die haben wir ein bisschen angeröstet, dann ist da Meerrettich drauf und Forellenfilet. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob du Fisch gerne magst, ja, aber das isst man traditionell zur Rote Beete. Das war mir neu, ja. Dann guten Appetit. Ja, ja, danke schön, gleichfalls. Wir haben schon mal ein bisschen Ich nehme mir mal so einen Fisch. Ja, mach das gerne. So, ich probiere das jetzt hier auch mal mit der Creme Fraiche. Vielleicht färbt sie sich ja noch mal ein. Komisch, das habe ich noch nie gesehen. Aber gut. Da ist auch einfach noch Brocken drin. Ganze Brocken, ich weiß einfach nicht, was es ist. Naja. Ach komm. Habt ihr Ach komm heißt? Mit, gut. Mit Brühe gemacht und so? Ja, ja, mit Brühe. Okay, das schmeckt anders, als ich es erwartet hatte. Okay. Gar nicht so viel nach Rote Beete, aber total lecker. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn es nicht nach Rote Beete schmeckt? Also wenn es nicht schmecken würde, würde ich das sagen. Jetzt kannst du mir glauben. Also, das hatten wir bisher noch nie. Also, dass jemand ehrlich ist. Immer haben sie gesagt, ja, das schmeckt gut. Ja. Nee, es schmeckt einfach anders, als ich erwartet hatte, aber super. Ja, wir sind die Alternativ. Mhm. Wir sind jung, wir machen alles anders. Das gehört dazu. So. Verstehe. Okay, also nochmal zur Erklärung. Viele Leute kennen dich jetzt nicht vom Bild her, sondern eher an deiner Stimme. Mhm. Weil du bist Synchronsprecher, unter anderem, sprichst auch Hörbücher ein, noch viel mehr. Und bist tatsächlich dafür bekannt, oder unter anderem auch Christian Bale zu synchronisieren. Mhm. So, wie viele Leute sind schon auf der Straße auf dich zugegangen? Du bist Batman.
Das habe ich erkannt, als du laut deinen PIN eingegeben hast. Also, 3, 2, 5, das passiert nicht so oft, aber neulich ist es mir am Kotti, laufe ich so lang und telefoniere mit irgendjemandem und hatte Stress. Also war richtig so, Mann, Kacke. Und plötzlich dreht sich vor mir ein Typ um und sagt, Christian Bay. Echt? Das passiert, glaube ich, alle 2 Jahre oder so. Ab und zu, also oder einmal im Jahr kommt jemand und erkennt mich. Oder ein Taxifahrer sagt, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Ansonsten, wie ihr ja hört, bin ich jetzt auch nicht, also ich bin auch Berliner und so. Mhm. Und das hört man immer. Und niemand kommt auf die Idee, das könnte jetzt irgendwie die Stimme von sein. Was mir eigentlich ganz angenehm ist. Da wollte ich gerade sagen, wie reagiert man, wenn wirklich was im Stress und dann kommt jemand und sagt, du bist Christian Bale. Wie reagiert man da? Habe ich gemacht. Du sagst schon, das stimmt. Also du weißt nee, ich habe wirklich nur kurz reagiert, aber der war so, das war so plötzlich, dass er sich umdrehte und so auf mich gezeigt hat irgendwie. Das war schon komisch irgendwie, aber es kommt vor, aber es ist total selten. Wie ist es denn? Darf ich weiter essen während? Ja, natürlich. Schmeckt es euch nicht? Oder wie? Uns schmeckt es. Ich habe nur noch nicht so Hunger. Okay. Ich habe noch nichts gegessen, ich freue mich. Sehr gut, sehr gut. Hau rein. Ich kann mir vor, also klar, es ist ja auch so, wenn man dann eine Rolle hat, die man dann spricht, musst du dich da, also du persönlich, dich da dolle verstellen? Oder wie kommt das überhaupt dahin, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Stimme? Also ein bisschen hast du es jetzt ja angerissen in der Arbeit mit deinem Kollegen, aber wie lange braucht man denn, um da jetzt hinzukommen, um zu sagen, okay, das ist jetzt die Rolle und dann sprichst du halt so ein Christian Bale und entwickelt sich die Stimme da über die verschiedenen Rollen von ihm immer noch weiter? Eigentlich nicht. Also es ist schon, eigentlich ist es so, dass es immer meine eigene Stimme ist. Ich kann ja nicht so, ich bin ja kein Stimmimitator, weißt du? Ich kann nicht jetzt ihn nachmachen. Mhm. Auch wenn er natürlich, wenn er eine bestimmte Rolle spielt, in einer bestimmten Körperhaltung oder mit einer bestimmten Maske oder so, und er seine Stimme verändert, dann versuche ich das auch nachzuempfinden, aber mit meinen Mitteln. Mhm. Und ich versuche mal bei mir zu bleiben, weil wenn ich anfange, irgendwelche Chargen zu, oder irgendwie meine Stimme zu verstellen, wird es dann eben SpongeBob oder wird es zeichentrickartig oder so. Es soll ja die Illusion letztendlich dann doch da sein, dass der Mann Deutsch sprechen würde. Mhm. Und das bedeutet, ich muss mit meiner ganz eigenen Stimme, mit meinen Mitteln versuchen, das nachzuspielen, was er da spielt. Mhm. Da gibt es einen Regisseur, wie beim Fernsehen, wie beim Film, einen Synchronregisseur, und der sorgt dafür, dass ich das ordentlich mache. Aber hast du Erfahrung mit Zeichentrick? Also wir haben schon angekratzt. Also du hast Rainbow zum Beispiel. Ich habe angefangen davon zu leben, 1991 glaube ich, und dann habe ich bestimmt 5, 6 Jahre, ich glaube ausschließlich Mangas synchronisiert. Echt? Ja, du hast. Ist halt so eine erwachsene Zeichentrickstimme. Also es ist jetzt für mich keine klassische, so wie SpongeBob. So nee, es war Kinder. Es ist keine Charge, also kein. Ja, genau. Habe ich auch aber gemacht, das kleine Häschen oder das blöde Ferkel oder was. Okay. Natürlich ist unser Beruf, wenn jemand anruft, sagt, machst du mir das, dann sagen wir ja, na klar, wir sind Synchronsprecher. Das ist unsere Aufgabe, und das ist ja auch das Schöne, dass man vormittags der Liebhaber sein kann, nachmittags der Massenmörder und abends der kleine rosa Ferkel oder so. Geil, das finde ich eigentlich ist toll. Und was war deine Frage nochmal? Die hast du eigentlich schon ganz gut beantwortet. Okay. Ne? Also ich wollte eigentlich wissen, inwiefern man sich da verstellen muss. Und klar, ist es anders, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Zeichentrick sprichst. Wie lange dauert das eigentlich, bis man so einen ganzen Film synchronisiert hat? Insgesamt dauert das 14 Tage. Ach, das die Aufnahme. Vorher muss ein Buch geschrieben werden und so weiter. Das dauert auch noch ein bisschen, aber der Prozess vielleicht einen Monat. Aber der reine Aufnahmeprozess im Studio dauert so 14 Tage. Und davon ist, wenn man die Hauptrolle ist in, was weiß ich, Batman oder so, ist man davon vielleicht 5 Tage da. 4 oder 5. Okay. Und dann ist die Arbeit erledigt für mich. Hat man dann noch Lust überhaupt auf den Film, auf den fertigen Film? Oder sagt man so, oft ja. Ja. Als ich jünger war, als ich Mitte 20 war, bin ich auch gerne ins Kino gegangen und habe mich einfach gefreut, dass ich da zu hören bin. Ja. Und hat ja niemand mitbekommen, aber, aber das war für mich eine Freude. Ja. Das mache ich heute nicht mehr, aber es gibt natürlich besondere Filme. Es gibt besondere Filme, die gucke ich mir dann auf jeden Fall an, aber nicht um mich zu hören, das ist mir eher unangenehm, sondern um den Film zu sehen, wirklich. Ja, ich gucke den dann auch meistens im Original, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das kommt ja auch noch hinzu, ja. Ja, aber ja klar, gucke ich mir auch Filme an, die ich synchronisiert habe, ja, kommt vor. Aber hat sich diese Synchronisation
entwickle. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel Netflix, total. Amazon Prime, die ganzen Plattformen anguckt, die hauen eine Serie nach der anderen raus. Es muss parallel zu USA starten. Am besten gibt es noch gar keine Synchro. Wie ist das dann für so einen Synchronsprecher? Blutet doch auch ein bisschen das Herz, wenn es heißt, okay, hier, wir haben eine komplette Staffel. Sorry, wir haben jetzt keine Zeit für dich. Ja. Ich glaube, der bekannteste Fall war bei Akte X. Synchronsprecher von Danny Fölz, ja, von genau, Mulder. Genau, hat dann gesagt, ja, sorry, auf die Schnelle, das geht einfach nicht. Und dann haben sie ihn einfach ersetzt. Ja. Also, das ist doch auch das machen die mittlerweile, das gab es früher nicht. Früher gab es auch noch den Gedanken, der Zuschauer soll die Illusion haben, dass dieser Robert De Niro oder wer auch immer, immer dieselbe deutsche Stimme hat. Ja. Und das ist also immer sofort damit assoziiert, das ist schon lange nicht mehr so, ob wir umbesetzt werden oder nicht, interessiert eigentlich niemanden so wirklich. Weil die Leute gehen ja doch ins Kino und geben das Geld aus oder kaufen sich die DVD oder laden es irgendwo runter. Ja. Und also hat es oft für die keine Wichtigkeit, für die Amis, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Ja. Die deutschen Synchronfirmen versuchen das noch durchzudrücken, aber es kann einfach vorkommen, dass beim nächsten Bale- oder Depp-Film oder so jemand zu mir sagt, du, das macht jetzt der. Ja, ja. Und dann muss ich damit umgehen. Das ist eben nicht mehr so wie früher. Und außerdem wird unglaublich schnell produziert. So eine Netflix-Serie kommt in Deutschland an, muss eigentlich zwei Wochen später muss die Staffel fertig sein, sie wollen es senden. Und dann sagt man, aber es ist Kunst, wir machen Kunst. Ja. Wir haben es erfunden, wir wollen Künstler sein und so. Das wollen wir ja natürlich auch selbst als nachäffende Synchronsprecher, wie ich sage jetzt mal abfällig. Aber in Deutschland ist Synchronisation eine Kunst. Erstens haben wir es erfunden, als der Tonfilm aufkam, haben die deutschen Synchronen sofort erfunden, um die amerikanischen Filme in Deutschland zeigen zu können. Ich glaube, in Deutschland ist es auch am weitesten entwickelt sozusagen. Es gibt ja Supervisor von Warner und wie die großen Verleihe heißen, die fahren nach Berlin, nach Paris, nach Madrid, nach Rom und überwachen überall die Synchronisation. Und die sagen immer, die Deutschen sind die Weltmeister im Synchronisieren. Sie machen, das sind die Einzigen, die es mit Herz machen. Ja. Und so habe ich das auch gelernt. Früher waren es Theaterkollegen aus den Berliner Theatern, die sind zum Synchron gekommen. Das war eine künstlerische Arbeit, in der wirklich versucht wurde, das zu machen, was man da sieht. Mhm. Ja, und ja. Das geht in diesem Tempo, was heute verlangt wird. Und gerade bei diesen Netflix-Serien und so muss so schnell gearbeitet werden. Dafür kann kein Kollege was, wenn das nicht gut synchronisiert. Weil in diesem Tempo kann man das einfach nicht. Ich habe mal, als ich im Urlaub war, Friends auf Chinesisch geguckt. Einfach nur so aus Gag. und ich habe festgestellt, dass ein und dieselbe Person alle Rollen gesprochen hat. Also sowohl die weiblichen Rollen als auch die männlichen Rollen. Mhm. Und er hat sich nicht mal viel Mühe gegeben, da die Stimme groß zu verstellen, auch bei den weiblichen Rollen. Das fand ich total unterhaltsam, habe aber in dem Moment auch gemerkt, wie verwöhnt wir Deutschen eigentlich sind. Also man spürt wirklich, dass es eine Kunst ist, finde ich. Du bist ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange dabei im Synchronengeschäft, verdienst damit deine Brötchen. Ja. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hm. Also macht man eine Ausbildung? Oder? Ja, man muss eigentlich, ich bin es nicht, also kein ausgebildeter Schauspieler, man muss aber eigentlich eine Schauspielausbildung haben, um sich da überhaupt bewerben zu können. Sonst sagen die gleich weg. Und das finde ich auch irgendwie gut. Hm. Ich wiederum habe als, wie einige meiner Kollegen, als Zehnjähriger angefangen, komme aus einer Schauspielerfamilie, mein Vater ist Schauspieler und es hat schon damals immer synchronisiert und dann nehmen die halt ihre Kinder, wie es so ist, mit dahin und ich saß immer draußen, mein Vater hat immer mit mir Schach gespielt, ist immer reingegangen, hat einen Tee gesprochen, kam wieder raus, hat eine Figur gesetzt, ist wieder reingegangen, hat einen Tee gesprochen und ich saß so als Zehnjähriger draußen, habe immer so mit ihm Schach gespielt und dann irgendwann ging die Tür auf und irgendein anderer steckte den Kopf aus und sagte, du, komm mal her. So, und dann stand ich vor dem Mikrofon und sollte irgendwie ein paar Takes sprechen und seitdem, ich habe dann auch Theater gespielt und gedreht als Jugendlicher und so weiter. Aber ich habe schon mit dem Synchron angefangen und da hat sich schon diese Mikrofonaffinität irgendwie hat sich da schon entwickelt, glaube ich. Und naja, bin einfach familienmäßig da reingerutscht. War eigentlich immer klar, was der Junge wird. Ja, ist doch logisch. Und so ist es dann auch gekommen. Was hast du da gesprochen? War das? Ich weiß noch, das war auch ein asiatischer Film. Das weiß ich. Ich glaube bestimmt was Chinesisches, aber das ist so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr genau. Es waren so 10 Takes und dann haben die gesagt, naja, dann kannst du jetzt öfter kommen. Und dann habe ich so Kinderserien synchronisiert und so Sachen, ja, so war das. Sensationell. Mhm. Hast du, also macht man da auch klassisch überhaupt noch Castings oder ist es so, dass... Also ich habe zum Beispiel damals, 95 oder so, kam Don Juan de Marco raus, so ein Film mit Johnny Depp. Und da war der noch nicht ganz so, da hatten den schon so 2, 3 gesprochen. Ich sag mal immer so, immer wenn ein junger Schauspieler aufsteigt und man merkt, oh, der dreht aber jetzt mehrere Filme, dann wird ihm eine Feststimme zugewiesen. Und dann wird schon gecastet. Da gibt es ein Casting, wer passt am besten auf den? Ah, okay, okay. So viele Synchronkollegen gibt es nämlich gar nicht. Und
Ja, dann nehmen wir jetzt den und dann wird schon versucht, das beizubehalten, dass der, wenn er einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dass dann immer, dass immer derselbe das. Ja. Sie versuchen es, es klappt nicht immer und es kommt auch vor, dass Netflix zum Beispiel sagt, so, wir haben hier 10 Folgen von irgendeiner Serie, wie sieht's denn aus? Das muss am nächsten Dienstag fertig sein. Und dann wird aber gesagt, Wahnsinn. Aber der Sprecher ist im Urlaub, wie soll denn das gehen? Der ist doch gar nicht da. Ja, dann wird er umgesetzt. Ist doch egal, wer das spricht. Und wird dann eben knallhart umgesetzt. Habe ich schon gehört, es passiert mir nicht, aber anderen. Und da merkt man, okay, so wichtig ist es ihnen dann offensichtlich gar nicht. Hauptsache Deutsch. Und ich finde das grauenvoll, weil die machen tolle Serien, Netflix, die produzieren gutes Zeug. Und manchmal, also das, wie gesagt, ich will nichts gegen die Kollegen, aber ich gucke mir das an im Deutsch und denke, ich muss aber ganz schnell aufs Original umschalten, weil sonst, das hat ja mit dem, was ich sehe, gar nichts mehr zu tun. Und das könnte man natürlich anders machen, aber dann bräuchte man mehr Zeit und Geld, das ist dasselbe Thema wie überall immer eigentlich. Also, absolut. Und so ist es bei uns. Es entwickelt sich in eine Richtung, die man nicht vorhersagen kann. Es wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Immer mehr wird gemacht, immer mehr Leute synchronisieren und dabei sinkt die Qualität. Und halte ich für eigentlich völlig, völlig normal, dass es so ist. Trotzdem finde ich gut, dass du sagst, wir Deutschen können froh darüber sein, denn können wir wirklich noch. Also es wird immer noch halbwegs gut gemacht. Ja. Also, und wir versuchen das auch weiterhin gut zu machen, auch wenn es uns erschwert wird. Ja. Wir haben für dich was vorbereitet. Oh mein Gott. Der perfekte Zeitpunkt. Das ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Wir lassen uns das natürlich nicht nehmen, auch vom Meister sozusagen auch mal was zu lernen. Oh nein. Wir haben... du brauchst keine Angst haben. Gut. Wir haben für dich eine Szene vorbereitet. Vielleicht kennst du ja nicht lustig, da gibt es jetzt auch eine Serie zu. Also es gab jetzt schon eine Folge und wir haben exklusiv jetzt von der zweiten Folge eine Szene bekommen. Die würden wir gerne mit dir zusammen synchronisieren, live synchronisieren sozusagen. Okay. Keine Angst, wir gucken uns die Szene vorher an, die ist nicht allzu lang. Gut. Und dann verteilen wir die Rollen. Ich habe mir überlegt, du sprichst eine Rolle, ich spreche eine Rolle und Marc, du machst die Geräusche, die in der Szene vorkommen. Wieso werde ich? Was soll das denn? Ich bin super gut Geräusche machen. Ja, ja, das finde ich hier. Das ist der beste Job. Das gehört zum Vertonen dazu. Also, lasst uns erstmal trocken, ohne Ton, also wir ohne Ton, ja, wir müssen spontan drauf reagieren, aber wir schauen jetzt erstmal die Szene an, einfach nur kalt, dass wir uns die Gedanken machen können. Du sprichst die Hauptrolle. So, erstmal reinschauen. Den sollst du dann sprechen? Kannst du dir vielleicht schon mal überlegen? So, da passiert irgendwas. Also, den werde ich dann sprechen. Was soll ich für Geräusche machen? Da passiert ja gar nichts. Na, guck mal, der fällt der Stuhl kippt um. Na ja, zum Beispiel. Guck mal, hier die Kakerlake, die muss noch was sagen. Genau, Fressgeräusche. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott. Und das ohne Text? Das, ja. Sehr schön. So, die Kakerlake, die musst du übernehmen, Marc. Ja? Ich muss die Kakerlake übernehmen? Und dann die Kakerlaken-Freunde natürlich auch und die Party am Ende, nicht vergessen. Die machen wir alle zusammen, oder? Ja. Ach nee, da bin ich ja nochmal. Guck mal. Da musst du nochmal... Oh, ich fände es aber langweilig, wenn David den Herrn spielen würde. Könntest du nicht die Schaben spielen? Das passt noch besser. Ich mach die Schaben. Yes! Wenn du willst. Dann machst du den Herrn. Oh nein, okay, dann mach ich den Herrn und du machst den Nachbarn, oder was? Ach so, da gab's ja drei. Ja, okay. Das werden dann schon irgendwie verteilen lassen. Okay. Das wird schon. Okay. Okay. Also, okay, aber ich mach nicht den Typen, den machst du. Den mach ich. Okay, gut. Und Action. Oh Gott, oh, war ein Tee, ich bin ganz Ach ja, oh, das ist wieder ein Morgen. Oh, was ist denn hier los? Das ist doch Atom irgendwas, ich weiß nicht. Atommüll, Atommüll, das ist kein Atommüll. Ich bin nur die Schafe. Ah, oh mein Gott! Na du, gib mir mal ein paar von deinem, was ist das hier? Oh, geht sie weg, wer sind sie? Hilfe! Schaben tun da überhaupt nichts, jetzt regt euch nicht so auf, das ist doch ganz normal. Warum ist die Welt eigentlich plötzlich so klein geworden? Ich hab den Bock hier noch einen Fernseher zu fressen. Hallo! Licht aus, Party! Gehen Sie weg! Was ist hier los? Weg, weg, weg! Mein Himmel! Oh Baby, oh Baby, oh yeah, yeah, yeah! Oh Baby, oh Baby! Das war ganz großes Kino. Das war ganz großes Kino. Und so werden die Sachen in China synchronisiert. So werden die in China synchronisiert. Da geht es auch sehr schnell. Also das war... oh mein Gott.
auch direkt so senden. Oder? Den Mitschnitt geben wir dir, dann kannst du online Showreel packen. Oh ja, gerne. Ja. Es ist schwieriger, als man denkt. Vor allem, wenn man so spontan reagiert. Oh Mann. Das war zu viel für mich. Das war zu viel für mich. Oh, also, du hast ja selbst gesagt, also, du machst nicht nur Christian Bale oder Batman. Also, du machst auch andere Dinge, unter anderem auch Hörbücher. Ja. Was ich noch krasser finde, weil so ein Hörbuch geht einfach mal 17 Stunden. Mhm. Wenn es ein mittellanges ist, ja. Ein mittellanges? Ja, ja. Also es gibt auch, ich habe welche gemacht, die gehen 55 Stunden. Ha. Ja. Wie lange ist man da im Studio? 4 Wochen. Ui, aber das geht ja. Ja, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe auch gar keine Frage gestellt. Nein, ich will aber einmal intervenieren. Mal. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, dir nochmal zu sagen, ich bin wirklich ein großer, großer Batman-Fan. Ich liebe alle Filme. Okay. Und das liegt unter anderem auch daran, dass du das wirklich sehr, sehr gut sprichst. Mhm. Wirklich. Mhm. Ich weiß nicht, ob... also die meisten Synchronsprecher sind, glaube ich, davon genervt, aber trotzdem wollte ich mal fragen, du kannst auch Nein sagen, wenn du das nicht cool findest. Nein. Yes! Konsequent, finde ich gut. Nee, komm, was? Würdest du mir die Ehre erweisen, meine Mailbox mit... Aber nur deine. Würdest du das machen? Ja, würde ich machen. Aber da bist du einer der wenigen Menschen, weil das, die Frage kommt, hast ihr, ne? Die Frage kommt natürlich immer. Und ich sag immer nein, eigentlich. Ja, das hättest du jetzt auch machen können. Du bist jetzt nicht freundlich. Komm, euch ist so nett, ihr habt so nett für mich gekocht. Oh, das ist, das Gott, ist schon. Ich bin aufgeregt. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so Fangirl sein. Ich ruf mal kurz die Mailbox an. Soll ich das jetzt machen, John? Ja, natürlich, natürlich. Wartet kurz, das ist unprofessionell. Du musst mir aber einen Text geben. Ich bin, ich bin ja Synchronsprecher, ich brauche Text. Die Stefanie ist gerade nicht zu erreichen. Du bist richtig Batman? Ja, ich bin okay, den Batman. Gut, okay. Den Lego Batman oder den Lego Batman, den finde ich super. Okay, alles klar. Die Stefanie ist gerade nicht zu erreichen, weil wir zusammen einen wichtigen Schurken verfolgen. Okay. Jetzt kriegt es wahrscheinlich nicht hin. Doch, Moment, ihr könnt noch weiterreden. Natürlich, okay, gut. Also, Hörbücher. Du hast gesagt, 17 Stunden oder 55 Stunden gibt es Hörbücher. Mhm. Du bist aber auch, sag ich mal, jemand, der konsequent für Stephen King-Bücher quasi angefragt wird. Mhm. Wie kam das zustande? Selbst Stephen King-Fan oder überhaupt dieses Hörbuch-Ding? Ich habe den erst kennengelernt übers Hörbuch. Ich habe dann ein Buch, also ich habe den immer für so einen Flughafen-Autor, Flughafenliteratur sagen wir dazu, so was man am Flughafen halt für einen Urlaub kauft. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwas von ihm lese, habe ich dann gemacht und dann, ich hatte privat noch nicht so viel von dem gelesen und dann immer mehr und irgendwann fand ich den total super und inzwischen mache ich es total gerne. Ich mag auch so eine Geschichten, so eine etwas kruden, merkwürdigen Geschichten und dann passt der natürlich gut, also... Geht los! Entschuldigung. Ja, ja hallo, hier ist Batman. Steffi und ich, wir können gerade nicht, weil... Steffi, lass mich doch mal. Geh doch mal weg. Ist nicht gut jetzt. Also, im Moment keine Zeit, aber... vielleicht später nochmal. Also, ruf wieder an. Bis dann. Tschüss. Kannst du es jetzt bitte löschen? So, ich hab's gemacht. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, du machst mir damit eine riesen Freude. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo ihr gerade wart, weil ich bin so abgelenkt hiervon. Das ist okay, aber nochmal auf die Stephen King-Bücher. Weil wir haben, es gibt momentan eine Reihe, da ist jetzt der dritte Teil in der Mache. Das ist diese Mercedes-Reihe, sage ich mal. Ja, die neueren Bücher von dem. Genau. Wir hören mal in den neuen dritten Teil rein. Da hören wir dich mal, wie du so ein Hörbuch, sag ich mal, sprichst oder liest. Gern. Pete's Handy läutet zweimal, dann hört Hodges die Stimme seines alten Partners. Huntley? Hör mir gut zu. Eventuell wirst du nämlich später getestet, ob du alle Fakten mitbekommen hast, sagt Hodges. Ja, ich komme zu deiner Party. Ja, ich werde nach dem Essen ein paar Worte sagen, die amüsant, aber nicht ordinär sein werden. Und ich werde die erste kurze Rede halten. Ja, mir ist klar, dass sowohl deine Ex als auch deine derzeitige Lebensabschnittsgefährtin da sein werden, aber meines Wissens hat ohnehin niemand eine Stripperin bestellt. Falls doch, ist das bestimmt Hal Corley, dieser Trottel, und dann musst du den eben... Bill, stopp! Es geht nicht um die Party. So, ihr habt es gerade vielleicht nicht mitbekommen. Der gute Dame hat gerade gesagt, er hört sich sehr ungern selbst. Das ist bei vielen Schauspielern auch so, wenn sie sich... Ja, das ist einfach, man ist dazu... Man ist eitel, vielleicht.
Es ist natürlich ein Teil Eitelkeit, ein Teil Unsicherheit. Ist es wirklich gut? Oder ist es, also man hinterfragt sich einfach immer. Ich bin immer selbstkritisch. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine Ausbildung habe. Also ich kenne auch durchaus Kollegen, die ruhen so in sich. Die findet alles immer ganz toll. Mhm. Aber ich habe immer Zweifel an meiner Arbeit. Das ist aber eigentlich was Gutes, glaube ich, weil einem das immer wach hält in der Birne. Ja. Aber sich selbst hören ist was ganz furchtbar. Das geht auch jedem so. Kann er mir erzählen, was er will. Immer, wenn man sich selbst hört auf einem Band oder im Telefon. Ah, ja, das ist klar. Ja, der klassische Stimme und so, das ist einfach so. Kannst du mich ja mal anrufen und dann auf die Mailbox sprechen? So, genau. Also, jetzt ja, nochmal. Das war der dritte Teil von der, ich sag jetzt mal, Mr. Mercedes-Reihe. Glücklicherweise zur Verfügung gestellt von Random House Audio. Und wir haben die ersten beiden Teile hier, die du auch vorgelesen hast. Ja. Die würden wir dich dann bitten zu unterschreiben. Selbstverständlich. Dass wir auf unseren Marktplatz packen können. Klar. Und ich weiß nicht, also ganz ehrlich, ich persönlich kann überhaupt nichts mit Hörbüchern anfangen. Ja, weil geht's ich, genauso. Wo soll ich das hören? Wo soll ich diese 55 Stunden hören? Geht mir wie dir, aber ich weiß, und das betrifft nicht nur alte oder blinde Menschen, sondern wirklich die junge Generation, sag ich mal, konsumiert unglaublich viel davon. Echt? Ich glaube, es hängt, ja, der Markt wächst und wächst und es werden wahnsinnig viele Hörbücher produziert. Ich glaube, das wird langsam. Neulich hat mir jemand gesagt, so ein Marketingmensch aus dieser Branche, dass in der U-Bahn jeder Vierte, der einen Stöpsel im Ohr hat, und da sind viele, die Kopfhörer aufhaben, hört gesprochene Inhalte. Ach was? Podcasts, den ganzen Kram. Nee, vor allem Hörbücher, echt? Oder Hörspiele. Total ein totaler Fan von bin, nämlich Hörspiele. Ja, das ist auch. Das finde ich total klasse. Finde ich auch. Wenn man ein gutes Hörbuch hat, kann man versuchen, dass es so ein bisschen hörspielmäßig ist, dass man wirklich die Charaktere so abgrenzt und das alles spielt. Aber es ist natürlich nicht zu ersetzen dadurch, dass 20 verschiedene Menschen eine Welt bauen. Das ist was ganz anderes. Ich bin auch Hörspiel-Fan. Hörbücher würde ich selbst nicht konsumieren, bin aber sehr froh darüber, dass es, weil ich die Arbeit macht mir totalen Spaß. Und das ist schon schön, dass so viele Leute das wollen und mögen. Da muss man total angespannt sein, wenn man in diesem Kämmerchen hockt und dann wirklich man muss ganz ruhig sein. Echt? Ja, aber es ist natürlich eine. Es ist eine Konzentration. Beim Synchron ist es so, da ist es ja in kleine Takes aufgeteilt. Mhm. Das sind ja nicht so lange Szenen, wie wir gerade gemacht haben. Der wäre in 20 Takes aufgeteilt worden. Du ein Satz, da ein Laut. Und dann auch gar nicht zusammen. Zwar hintereinander, aber kann sein, dass du kommst am Dienstag und ich komme am Donnerstag und wir treffen uns gar nicht und haben trotzdem die Szene zusammen. Das gibt's da. Beim Hörbuch hast du ja keine. Und da wird halt ein Take gemacht, dann quatscht der Regisseur, dann sagt die Cutterin, ist zu breit. Und dann hast du so zwischendurch ein bisschen Blabla. Beim Hörbuch nicht. Da gibt es keine Pause. Du musst dich konzentrieren über viele Stunden und so. Und das ist da die Anstrengung sozusagen. Aber ich mache das ja gerne. Mir fällt Lesen auch leicht. Insofern habe ich es da gut. Aber ich mag das. Ich weiß auch nicht. Ich stehe da drauf. Ich lese einfach total gerne vor. Und im Grunde hat sich mein Berufsbild gewandelt vom reinen Synchronsprecher eigentlich zum Vorleser, wenn du so willst, wenn das überhaupt ein Beruf sein soll. Aber auch eine schöne Entwicklung, wenn man es gerne macht. Naja, zumindest ist es noch eine Sparte. Ja, auf jeden Fall. Na klar. Natürlich. Oh Mann. David, vielen, vielen Dank. Viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Ja. Die hat Aufreger, sondern ich nicht, weil ich reden musste die ganze Zeit. Du unterschreibst uns noch die beiden Hörbücher. Dann bist du schon mal die Stifte hier, bitte schön. Soll ich das gleich machen? Ja, das am besten gleich. Dann haben wir hier einen Beweis auf Band, dass die wirklich vom David Nathan unterschrieben worden sind. Ja. Und ihr könnt dann sehr, sehr gerne auf unseren Marktplatz schauen, denn da packen wir euch die beiden Hörbücher drauf und mit euren Trophy Points könnt ihr die dann absahen und ihm zuhören, wie er euch vorliest. Bitte. Alles klar. Und nicht einschlafen. Nein, bei der Stimme doch nicht. So. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du bei uns warst und dass du auch was von unserem Essen gegessen hast. Ich danke euch für die Einladung. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Wir sagen tschüss und bis zur nächsten Woche. Nächste Woche Montag ab 17.30 Uhr, wenn es dann wieder heißt, das erste Mal mit einem anderen Gast. Oh, viel zu wenig Zeit. Ja. Herzlich willkommen aus Köln hier bei unserem Joystick-Spezial von der Gamescom. Genau, und hinter uns stehen ja schon die ganzen Leute, die genauso gespannt sind wie wir. Denn wir dürfen eine ganze Menge sehen. Unter anderem ist natürlich der große Kampf wieder zwischen FIFA 17 und Pro Evolution Soccer 17. Und das große Thema der Gamescom ist ja dieses Jahr Virtual Reality, weswegen wir uns auch mehrere Brillen angucken werden und vor allem mehrere Spiele. Richtig, ich als Shooter-Fan habe natürlich ein Auge auf Battlefield 1, Titanfall 2, auf Mafia 3 bin ich auch sehr gespannt. Es liegt einiges vor uns. Deswegen viel Spaß jetzt beim ersten Teil.
wird Zeit, sich mal Publisher 2K vorzuknöpfen, bevor wir gleich über WWE reden, wo du definitiv mehr zu sagen kannst, weil Wrestling eher deine Welt ist, meine eigentlich überhaupt nicht. Reden wir erstmal über eigentlich den größten Titel, den die hier eigentlich präsentieren, Mafia 3. Hier auch wunderschön zu sehen, ne? Das haben sie echt toll aufgebaut. Schön. Das hat auch einen Grund, da gibt es so eine Präsentation, halt wie in einem Kino, anspielen. Ja, leider nicht. Auch wir konnten es leider nicht anspielen, aber haben eine relativ ausführliche Präsentation da gesehen. Und man muss sagen, der kultige Titel war Teil 1, dann kam Teil 2 logischerweise. Wurde natürlich sehr gehypt, konnte das Ganze nicht erfüllen, war teilweise ein bisschen leblos und ja, irgendwie hat da was gefehlt. Und die Befürchtung hatte ich jetzt auch beim dritten Teil. Die Präsentation allerdings hat mir jetzt ein bisschen Erleichterung verschafft, weil da hat man gesehen, die Welt, die auch schon in einigen Videos, die man vorher gesehen hat, kurze Trailer, kurze Ausschnitte, so leblos wirkte, ist dann doch nicht so leblos. Ja, und es ist auch sehr schön, denn es ist ja das New Orleans der 60er Jahre quasi. New Bordeaux haben sie es genannt, um nicht das originale New Orleans zu haben, damit man nicht sagen kann, ey, in den 60ern sah es aber New Orleans nicht so aus, das ist New Bordeaux. Optisch auf jeden Fall richtig, richtig toll. Spielerisch hat mich so ein bisschen gestört, dass es zu sehr GTA ist. Also irgendwie haben sie sich sehr der GTA-Reihe angepasst. Es ist auch viel Deckungsshooter tatsächlich und ich fand halt nicht so cool, dass die KI sehr, sehr dumm wirkte. Also die Gegner, wenn du zum Beispiel, du kannst ja nicht nur schleichen, das Ding ist, du triffst dann auf Gegner, hast dann auch deine Waffe dabei und wenn die so 2 Meter nebeneinander stehen und der eine merkt nicht, wenn der andere abgeschossen wird, weiß ich nicht, das kaufe ich denen nicht so richtig das ab. Das ist so das typische Problem. Uns wurde auch gezeigt, du kannst so die Mission, wie es immer gesagt wird, auf 2 Wege machen. Einmal durchballern, einmal stealth-mäßig, kannst dich durchschleichen. Ja, aber der Nachteil ist irgendwie immer, Stealth, ja, funktioniert, aber wie du gesagt hast, die verhalten sich total dumm. Ich meine, wenn neben mir ein Typ, wenn ich hier stehe und du wirst jetzt, was ich niemals wollen würde, aber du wirst jetzt erschossen, direkt neben mir. Und auch wenn jemand irgendwie eine lautlose Knarre hat, irgendwie würde ich es merken, spätestens wenn du auf dem Boden Vor allem, wenn ich gegen irgendwas gegenfliege, ne? Wenn ich denn so wegfliege. Ja gut, ich meine, ich will auch keine Simulation haben, ne? Aber ein bisschen realistischer könnte es schon werden. Aber dafür finde ich die Welt sehr gut und klar, es erinnert alles sehr an GTA. Du hast auch, wie es aussieht, sehr gutes Deckungssystem, das scheint gut zu funktionieren. Kannst auch durch die Gegend fahren, dir Autos holen. Aber ich mag halt dieses New Orleans, diesen Style. Du hast diese Sumpflandschaft, die auch nochmal geil aussieht. Also da habe ich auch schon Bock, da durchzufahren mit dem Boot. Also mich reizt das schon. Es waren auch geile Dialoge in der Präsentation. Also ich glaube, von der Präsentation her, wie sich das Spiel präsentiert, wie die Sequenzen auch sind, wird es richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, ob ich mich noch mit dem Charakter, also mit dem Hauptcharakter Lincoln Clay identifizieren kann. Ja. Weil das ist ja wirklich so einer, der nimmt keine Rücksicht, ne? Der mordet nur und ob man da so versteht, warum er all das tut, wird sich noch zeigen. Aber so spielerisch, ja, also da kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich immer mehr GTA anpasst. So. Ja. Von daher, glaube ich, wird das ein Erfolg. Ja, ich wünsche mir einfach ein bisschen Eigenständigkeit. Ja, es war nur schade, dass wir es nicht anspielen konnten. Das, was Nintendo natürlich hier anzubieten hat, ist The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir durften tatsächlich die E3-Demo spielen. Die E3 war ja vor einiger Zeit und die Leute durften da schon ein bisschen anprobieren. Die E3-Demo haben sie jetzt auch mitgebracht zur Gamescom. Und wir wurden da einfach direkt reingeführt, so ein bisschen in die Spielmechaniken. Natürlich geht es wieder zurück nach Hyrule. Und Hyrule, so viel kann man schon mal zur Story sagen, wird irgendwie von einer bösen Macht eingenommen, die Castle of Hyrule, also die Burg von Hyrule. Das wurde uns auch vorgeführt, dass es irgendeine böse Macht gibt. Zelda wacht halt auf, Link wacht auf, Entschuldigung, natürlich nicht Zelda. Link wacht auf und er hat eine Stimme im Ohr, man weiß nicht, welche Stimme das ist. Aber er spricht selber nicht. Natürlich wichtig, er spricht selber nicht. Es ist das erste Spiel, in dem Link springen kann und das erste Spiel, in dem Sprachausgabe ist, aber nicht Link selbst. So, da gibt es noch ein paar Sachen so, diese Stufe wollen sie nicht überschreiten. Sonst gibt es ganz viel Hate. Ärger, ja. Und ja, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen ein Skeptiker gewesen von Legend of Zelda. Überhaupt, was Nintendo so macht, weil mir immer die Innovation so ein bisschen fehlt. Aber eigentlich ist es doch ein relativ innovativer Titel, denn Zelda war ja sonst nicht in dieser Optik. Wir haben jetzt eine riesige Welt, die ist irgendwie noch mal 12-mal so größer als der letzte Teil. Und das siehst du einfach, du hast eine unglaubliche Weitsicht. Das erinnert sehr an Shadow of the Colossus, wo man ja auch ewig reitet. Und man kann extrem weit gucken, es ist eine total tolle Welt. Und die ganze Landschaft wird super mit eingebunden. Du kannst dir Sachen sammeln, das kochen. Ich meine, du kannst nicht nur, du musst. Es ist nicht nur so, dass einfach Dinge da liegen und du dann irgendwie Power-Up bekommst, sondern du musst dir Tiere jagen, wie Steaks dann auf dem Grill machen, auf der Pfanne.
damit du sozusagen Energie bekommst. Ja. Und was ich schön finde, ist, dass du wirklich eine lebendige Welt hast und es auch viele Physikspiele gibt. Das ist wirklich super, wie das war so geil. Ich habe halt einen Kampf gehabt gegen irgendwelche Monster mit so einer Axt, mit der ich so lang gesäbelt habe. Und da sind gleichzeitig auch die Grashelme so abgefallen. Also die ganze Landschaft wird auch super mit eingebunden. Du kannst jeden Baum sogar abhacken. Du kannst dir jeden Baum halt umwerfen dann mit deiner Axt und daraus dann wieder Loot sammeln, kannst dir daraus später wieder ein Feuer bauen und so. Also es ist echt wirklich total cool, wie die Landschaft so mit eingebunden wird. Deswegen heißt es ja auch Breath of the Wild, weil du eben nun mal ganz rollenspieltypisch unterwegs bist in einer riesigen Welt und dir alles so ein bisschen selbst bauen musst auch teilweise und selbst aneignen musst. Also es ist nicht so, dass irgendwo Loot rumliegt, sondern du musst dir das alles selbst so ein bisschen erarbeiten. Und das hat mir echt sehr gut gefallen und es war einfach auch eine riesige Welt. Wir haben natürlich eine Demo bekommen, aber das war nur ein Bruchteil von der ganzen Welt. Also es war, selbst der Bruchteil war schon riesig und das dann nochmal mal 10 oder so. Eine Welt, die sich auch verändert. Ne? Also du kannst da nicht einfach in ein verschneites Tal gehen oder so. Du musst halt einfach die ordentliche Kleidung anziehen. Und das ist ja auch das Schöne, das wurde uns eben auch erzählt. Alles, was man im Hintergrund sieht, auch wenn es weit weg ist, kann man letztendlich auch erklimmen, besteigen, besuchen, wie auch immer. Also und ein richtig cooles Feature fand ich dieses Snowboard-Ding. Du kannst dein Schild ja nehmen und wenn es dann irgendwie schneit oder wenn du halt im Schnee bist, dann kannst du das Schild nehmen, um darauf einen Berg runter zu surfen. Das fetzt auf jeden Fall. Also es hat mir total viel Bock gemacht. Ich habe ja jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gespielt und ich denke, es ist echt ein System-Seller. Ich gehe davon aus, dass es zum Launch der neuen Konsole kommen wird, also zu Nintendo NX. Wäre sehr blöd, wenn sie es nicht machen. Sie haben es noch nicht gesagt. Das Ganze wird im März kommen, die Nintendo NX. Das ist offiziell. Ob Zelda, also The Legend of Zelda Breath of the Wild auch dann im März kommt, ich gehe von aus. Sie wollten es noch nicht sagen. Ja. Überhaupt haben wir sehr wenig erfahren. Man hat viel gefragt. Ja, was ist denn nun so storymäßig? Und das können wir alles nicht sagen. Ja. Deswegen waren das auf jeden Fall jetzt erstmal unsere ersten Eindrücke, die wir so erlebt haben. Es ist eine Welt, in der es Spaß macht, sich rumzutreiben. Es sieht wundervoll aus. Man muss sagen, wir waren skeptisch und ich finde, mittlerweile muss man auch ein bisschen skeptisch bei Nintendo sein, weil man eben oft hört, hier neues Mario Brothers, neues Dings, neues Zelda. Okay, aber sie schaffen immer wieder Innovation und das sieht jetzt nicht schlecht aus. Und Zelda erschafft sich so ein bisschen neu, finde ich, mit diesem Titel. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Über eine Sache müssen wir unbedingt noch reden, was ja hier dieses Jahr das große Thema und zwar noch größer als in den Jahren zuvor war, VR, Virtual Reality. Genau, und wir hatten verschiedene Virtual Reality Erfahrungen. Einmal auf der PlayStation VR und einmal auf der HTC Vive. Und zwar haben wir auf der PlayStation VR Resident Evil 7 gesehen. Und außerdem, was natürlich ein Highlight für mich im Vorfeld schon war, Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission. Ja. Also, und auf der anderen Seite HTC Vive, dort haben wir Fallout gesehen, also Fallout 4 und Doom. Ja, genau. Und ich würde sagen, um das mal ein bisschen vergleichen zu können, die beiden verschiedenen, also PlayStation VR und HTC Vive, die beiden verschiedenen Plattformen quasi, man kann es ja Plattformen nennen, wie war denn für dich der Komfort von beiden Brillen? Also ich muss sagen, wenn ich so vergleiche, sind beide tatsächlich gut gelöst. Das sitzt alles ganz gut. Besser gefallen hat mir aber noch die HTC Vive. Das war, saß irgendwie alles fester, das war komfortabler und auch war nach unten hin abgeschlossen. Weil als ich die, entweder ich war zu blöd oder auf jeden Fall war da alles dicht. Bei der PlayStation VR war es nicht der Fall. Ja, aber es ist bei beiden halt gut, dass man verstellen kann. Ne? Man kann sich das anpassen, jeder Kopf passt. Selbst Wasserköpfe, so. Also man kann es sehr gut anpassen. Das Einzige, was so ein bisschen problematisch ist, sind die Kabel. Es gibt kein Wireless Virtual Reality Gerät, also keins, was ohne Kabelei funktioniert. Man hat immer hinter sich so eine kleine, also na was ist eine kleine, einen ziemlich dicken Schlauch quasi. Und im besten Fall hat man jemanden neben sich zu setzen, der das dann immer richtet. Ansonsten drehst du dich die ganze Zeit in dieser Welt und dann verhedderst du dich halt die ganzen Kabel. Als ich Doom gespielt habe mit der HTC Vive, merkte ich schon, dass mir oftmals geholfen werden musste, dass ich da wieder rauskomme, weil sonst hängst du da und kannst nicht weiterspielen, weil du dich so komisch drehst. Auf jeden Fall. Natürlich kommt dazu auch, dass es technische Unterschiede gibt. Ja. Denn PlayStation VR wird etwa für 400 Euro kommen und HTC Vive für 800 Euro. Und den Unterschied sieht man auch. Exakt, das ist es halt. Bei HTC Vive ist es nicht ganz so verpixelt. Ja. PlayStation VR muss da nun mal ein paar Rückschritte machen oder ein paar Einstriche, weil natürlich die Technik irgendwie auch bezahlt werden muss. Und dann haben sie gesagt, naja gut, damit es so ein bisschen Casual-Gamer-mäßig wird, damit sich das auch normale Leute kaufen können. Bei 400 Euro reden wir davon. Deswegen haben sie es ein bisschen runtergezügelt. Und da siehst du ein paar Pixel. Aber die haben zum Beispiel bei mir gar nicht so sehr gestört. Ich weiß nicht, wie war es bei dir bei Resident Evil 7?
Das war okay. Aber wenn man den Vergleich sieht, ja, zu HTC Vive, sagt man doch, ja, das war okay, aber ich nehme lieber das. Also, wenn man es sich leisten könnte, ne? Ja. Kommen wir mal zur Spielerfahrung, denn das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und da kann man eigentlich sagen, gibt es zwei verschiedene Erfahrungen, sogar in der VR-Experience selbst. Ja. Und zwar rede ich davon, dass ja manche Spiele entwickelt werden, wo du trotzdem rumlaufen musst. Und in manchen sitzt du halt im Cockpit. Eve Valkyrie sitzt im Cockpit, Star Wars X-Wing VR Mission, Battlefront, ja, wie auch immer es heißt, also die Star Wars Experience. Da ist es auch so, dass du im Cockpit sitzt und das sind zwei völlig verschiedene Erfahrungen. Ja. Deswegen funktioniert es auch ganz gut, dass man nur einen normalen PlayStation 4 Controller hat. Wenn du sitzt. Sobald du dich flüssig bewegst, wie das bei Resident Evil der Fall war. Mir wurde am Anfang wirklich ein bisschen schwindelig, weil das diese flüssige Bewegung, die du selber aber als Spieler jetzt nicht machst, die sorgt schon für Irritierung. Total, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und ich habe auch so 10 Minuten gebraucht etwa, um mich daran zu gewöhnen einfach, um mir vorzustellen, ich sitze zwar hier, aber in der Weltnummer muss ich trotzdem laufen und irgendwie rafft es das Gehirn nicht ganz so schnell. Und deswegen ist es natürlich die bessere Erfahrung auf der Seite bei Star Wars gewesen, weil du halt nun mal im Spiel sitzt und auch in echt sitzt. Der Vorteil wiederum ist aber, und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Schlüssel, glaube ich, dann zu der besseren Spielerfahrung, ist der Controller. Und bei HTC Vive hast du halt die zwei Pads, die 1A getrackt sind und mit denen du wirklich ideal umgehen kannst. Es ist perfekt gelöst. Ich habe hab ja die Fallout-Erfahrung gemacht, du hast die Doom-Erfahrung gemacht und ich war in der Welt von Fallout, hatte links meinen Pip-Boy und rechts halt meine Waffe. Und mit dem Pip-Boy konnte ich halt dorthin zielen, wo ich halt hingehen will oder wo ich mich hin transportiere ja eher. So richtig gehen kannst du ja nicht. Du kannst zwar umherschauen und dich drehen, aber das Gehen, das löst du halt, indem du halt mit einer Taste dorthin zielst, wo du hingehen willst. Und das funktioniert besser, als ich erwartet habe. Tatsächlich. Ja. Bei Doom war es ja dann ähnlich, ne? Obwohl das bei Doom natürlich noch mal viel, viel schneller ist. Wow, auf jeden Fall. Aber sobald diese Bewegungen nicht so flüssig sind und du die ruckartig machst, kommt dein Kopf damit auch klar und dann geht das. Also was können wir als Fazit sagen? Es funktioniert. Es funktioniert erstaunlich gut. So, und sowohl auch im Cockpit als auch die Spiele, wo man umherlaufen muss, funktioniert es erstaunlich gut. Also ich glaube, dass sich das auszahlen wird. Ist natürlich immer die Problematik, kriegt man Motion Sickness, kriegt man nicht. Wir hatten die nicht, aber es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Bei Resident Evil 7 VR hatten sie sogar Brecheimer da, weil es einigen passiert ist, dass ihnen schlecht wurde. Aber im Endeffekt auf jeden Fall ein großer Daumen nach oben. Wir haben keine beschissene Erfahrung gemacht in VR. Ja. Natürlich muss man gucken, kann sich irgendwer HTC Vive leisten? Das ist die große Frage. Aber erst wenn man sieht, es funktioniert, es wird unglaublich viel Zeit und Geld reingesteckt, wurde bereits. Das läuft, also Thema VR hier kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Schön. Das ist ein klassischer Freitag. So beginnen wir unseren Freitag hier heute. Beziehungsweise ich bin auch noch nicht so lange hier. Schön, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier beim Check-in. Feiert hier, oh glaubt's Gott. Nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon eure Kotzeimer voll gekriegt habt. Bei uns hier auf jeden Fall. Ich konnte gar nicht auf den Song hören. Ich war taub und blind. Hilfe. Es ist einfach, wie geht's eigentlich der Regie? Ist alles gut bei euch da hinten? Oh, ja, es tut uns wirklich leid. Vor allem mit dem Brot in der Hand auch. Das ist ein geiler Song eigentlich, ne? So, und das war nicht mal der Gipfel des Scheißhaufens, ne? Die Feuerwehr war total machtlos, denn die Pumpen der Feuerwehr, die sind nicht ausgelegt auf Scheiße und Urin. Die sind nämlich nur für Wasser. So, und was musste passieren? Die mussten Pumpen von einer Biogasanlage holen, um die ganze Scheiße da rauszupumpen. Den ganzen Abend hat das gedauert. Wie geht's dir eigentlich so? Kopf, alles gut? Ja, ich trinke ja nichts generell so eigentlich. Ja, da sind wir. Steff, darf ich ganz kurz Steffi, das war unhöflich. Wer ist der Steffi? Hm? Wer ist Steffi?
Für wen meinst du denn? Unsere Produzentin, die, nur weil ich einen doofen Witz über sie gemacht habe, mich jetzt nicht mehr runterzählt. Genau, deswegen hat sie nur mir eben aufs Ohr gesprochen. Guck, und Basti, der den Ton eigentlich machen soll, ist an seinem Handy. Jetzt fühlt er sich ertappt. Ja, so was war. Live bei Joyce. Hallo! Das ist unsere The Ranch. Können wir das nochmal ganz kurz sehen? Das ist unsere, hier, das ist unsere The Ranch. Das sind unsere Hillbillies, die wir hier haben in der Regie. Sie schämen sich ein bisschen, aber ist okay. Rogue One hier, der erste Trailer zu. Sandro, komm mal ganz kurz rein. Du sagst mir jetzt in einem knackigen Satz, wie du diesen Trailer findest. Großartig. Punkt. Nein, ich bin nur ganz Punkt. Nee, nein, nein. Das war's. Du hast den Satz angesetzt. Sandro. Das war's. Das war unfassbar. Ein Satz und dann sagst du großartig. Chance und dann vertan. Ja noch einen Punkt hintergesetzt. Ne? Nicht mal ein Komma oder du hättest ja auch ein Komma setzen können. Ja. Ne? Und der Maurice, der sieht auch super gekleidet. Ja, ich hab's verstanden. Wer sieht nicht gut gekleidet aus? Unser Kameramann, André, der sitzt hier gerade auf der Couch, der macht einen Lenz. Den könnt ihr ruhig mal zeigen. Da, guckt ihr. Das ist jetzt unangenehm, André. Ja. So. Außerdem ab 15 Uhr völlig überschätzt das Filmmagazin Cut mit Kevin Klose und Marc Ries. Marc, was fällt dir da aus dem Mund, wenn du redest? Das ist ja unglaublich. Zeig mal, wie Marc Ries da steht. Da steht er, da rumpöbelt. Bei diesem anderen Marc, da hole ich mir Obst, damit ich gesund bleibe. Ja, so siehst du auch aus. Gut. Gesund und munter. Sehr vielen herzlichen Dank, Kevin. Ja, Ubisoft zieht hier wieder eine Show ab, natürlich, wie jedes Mal. Schreit jetzt Ubisoft, lauter Ubisoft! 1, 2, 3, Ubisoft! So, das vielleicht zu Recht, weil auch dieses Jahr haben sie natürlich wieder so einige Spiele vorgestellt. Wo ich sehr optimistisch bin, ist der nächste Titel, der dritte Titel von Ubisoft, den wir uns angeguckt haben, und zwar ist es das neue South Park-Spiel. Im Englischen Fractured But Whole und im Deutschen die rektakuläre Zerreißprobe. So. Sehr schön übersetzt, passt, nicht schlecht. Und ich mochte den ersten Teil ja total. Es war ein Rollenspiel, das so ziemlich alles hatte, was South Park ausmacht. Die ganzen Charaktere, die ganzen Gags, die natürlich immer sehr pubertär sind. Und das Schöne an den South Park-Spielen, an beiden, das merkt man jetzt auch bei den zweiten schon, ist, dass halt Trey Parker und Matt Stone, die beiden Erfinder von South Park, dabei sind. Und dass man wirklich die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist in einer längeren South Park-Episode. Und jetzt im zweiten Teil geht es halt nicht um diese Rollenspiel-Klischees und so, die der erste aufgreift, sondern das zweite zählt die ganzen Superhelden-Klischees auf. Gerade zu Zeiten vom DC Expanded Universe und Marvel Cinematic Universe. Ja. Das nimmt alles aufs Korn. Also es wird auch Netflix erwähnt und Amazon Prime und weiß ich was alles. Es wird so gesagt, ja, ey, du bist nicht cool genug, der hat wenigstens schon seine eigene Netflix-Serie. Oder warum machen die, also die verarschen auch indirekt DC, weil sie sagen, warum stellt man nicht seine Charaktere einzeln vor, sondern haut alle in einen Teil rein. Also der Humor bleibt gleich sozusagen. Ist es, ich weiß nicht, hast du schon gesagt, ist es jetzt ein Rollenspiel, ist es ein Action-Adventure, Jump'n'Run? Das zweite ist wieder ein Rollenspiel. Ja. Eine Erweiterung gibt es im Gameplay und zwar hat man jetzt so ein bisschen schachfeldartig die Chance, sich oder seinen Charakter zu verschieben. Und das gibt in diesen... Cool. In diesem Kampfsystem, was ja rundenbasierend ist, gibt es halt noch viel mehr Möglichkeiten durch dieses Verschieben der Schachweltmuster. Du hast verschiedene Klassen. Am Anfang kannst du halt zum Beispiel wählen, ob du eher so ein Flash-Typ bist, also jemand, der schnell rennt, oder eher so ein Hulk-Koloss, der einfach nur um sich schlägt. Das bietet halt Unmengen an Möglichkeiten und ich glaube, das wird wieder ein richtig, richtig guter Titel. Sehr liebevoll entwickelt, also ich habe da unfassbar Bock drauf. The street, damn kids! Fuck you, dude. It's Civil War, dick. Wer wiederum nicht so comicartigen Kram will oder dem auch Watch Dogs so brav ist, der ein bisschen Action braucht, ein bisschen Gekloppe, ein bisschen Haut drauf, auch da hat Ubisoft was präsentiert. So began a millennium of conflict.
Warhammer, ja, ist ein, ich sag jetzt mal, Kampfspiel. Ich will nicht Hack and Slay sagen, weil dafür ist es wiederum zu kompliziert, sag ich mal. Zu komplex, ja? Auch die Steuerung voll. Ja, wer sich an Rise, Son of Rome erinnert, wo es auch darum ging, Massen von Horden da wegzuschlachten, das war gefühlt ein bisschen simpler. Bei For Honor hast du jetzt eine epische Story, du hast verschiedene Klassen, die du anwählen kannst, du hast Wikinger, du hast Samurai, du hast auch noch irgendwas anderes, das haben wir jetzt nicht gespielt, wir beide haben es gespielt. Ich war natürlich Wikinger, ja, du warst Samurai und da wiederum hat man so ein bisschen so einen Trainingsmodus gehabt, wo man sich so ganz kurz mit der Steuerung vertraut machen konnte. Und da muss ich wiederum sagen, so simpel wie es am Anfang klingt, okay, das ist ein harter Kampftitel, wo du irgendwie eine Burg belagerst und umherkämpfst. Das klingt einfach, aber das Kampfsystem ist sehr fordernd und sehr vielschichtig und kompliziert, was ich gut finde, weil desto mehr musst du üben und desto weniger findest du jetzt schnell irgendwie, verlierst du die Lust daran. Ich glaube, nach einer Woche hast du schon keine Chance mehr online, weil die anderen einfach zu sehr trainiert sind, weil wir haben Multiplayer gespielt, 4 gegen 4, unser Team hat leider verloren. Ja. Woran lag das? Wir haben nicht miteinander geredet. Das ist die Kommunikation wichtig. Ist extrem wichtig, ja. Im Multiplayer von For Honor. Ich hatte übrigens einen Samurai, hast du ja schon erwähnt, und das hat extrem viel Bock gemacht. Es gibt halt zwei verschiedene Spielstile ja auch, weil es gibt einfach nur NPCs, die du besiegen musst, wo du wirklich so Hack'n'Slay-mäßig um dich schleudern kannst. Und dann gibt es aber auch halt die menschlichen Gegner quasi, mit denen, die du richtig ausgucken musst, wie bei Dark Souls. Wie kämpft er gerade, wo kann ich ihn angreifen? Das macht unfassbar viel Bock. Also ich glaube, der Titel wird wirklich gut. Ja, also Ubisoft hat dann doch einiges zu bieten. Wir schauen jetzt mal, was davon die Erwartung, die wir hier gesehen haben, auch halten kann. Ja. Ja, ich habe jetzt gute, weiß ich nicht, 90 Minuten Battlefield 1 gespielt. Mindestens. Das war auch gut so, ja, dass ich das so lange spielen konnte. Man taucht da echt in eine sehr, sehr gut gestaltete Welt ab. Ne? Also das war jetzt, spielte sich ja nur in dieser Sinai-Wüste ab, die einerseits, hast du ein kleines Dörfchen, da hast du da ein paar Belagerungsstätten, hast hier irgendwie ein paar Gräben, dann gibt es weiter hinten einfach nur Wüste, da ist dann gar nichts. Der Nachteil ist natürlich, wenn du zu Fuß unterwegs bist, kann das ein bisschen Zeit kosten, dann dauert das. Das ist doch ganz schön groß, ne? Ja. Das hat mich auch ein bisschen Aber verwundert. Gerade wenn du eben Capture the Flag machst, da wo natürlich die Punkte du eingenommen hast, kannst du dich dann auch natürlich respawnen. Also dann bist du auch mehr im Geschehen drin. Also letztendlich liegt es an dir und an deinem Team, welche Punkte du einnimmst. Und dann kannst du selber entscheiden, naja, sind wir halt kacke und deswegen kann ich bloß an meinem Standardstützpunkt hinten wieder kommen und muss dann ewig rennen oder wenn ich Glück habe, kriege ich ein Pferd oder einen Panzer oder ich bin halt mittendrin. Also das ist, die Balance ist eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Als ganz große Neuerung wurde ja im Vorfeld erwähnt, dass man jetzt sowohl irgendwie in der Wüste halt verschiedene Sandstürme hat, aber auch, dass das Wetter sich ständig ändert und so. Wie hast du das mitbekommen? Hat es wirklich auch viel mehr Möglichkeiten gegeben dann taktisch oder war das eher so, naja, auch nicht anders als normal spielen, sag ich mal. Naja, doch, man muss wirklich schon sagen, also wenn das Wetter klar ist, dann siehst du alles, gerade wenn du als Sniper unterwegs bist, dann ist das vollkommen okay, dann kannst du weit gucken, sobald aber ein Sturm ist, also es gibt wirklich schwächere Stürme, da kannst du noch ganz gut weit sehen, aber es war auch, ich glaube, ein starker war auch, da siehst du dann kaum noch was, als Sniper hast du dann kaum eine Chance, da bist du eigentlich dann komplett machtlos. Das ist schon echt gut gemacht und du musst ja ab und zu auch deine Maske aufsetzen, falls jemand so eine Gasgranate wirft, wo du dann wiederum aber dann nicht durch dein Zielfernrohr gucken kannst. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Was aber verdammt schwierig ist, was ich auch feststellen musste, ist Fliegen. Echt? Ja, wenn man sich anguckt, was ich da zurechtgeflogen habe, das ein paar Mal war ich drin, aber das ging auch ein paar Mal auf die Nase, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Du musst halt sowohl das Flugzeug steuern, als auch schießen halt, ne? Ja, genau, schießen. Wenn man denn mal jemanden sieht unten, und dann siehst du jemanden, willst näher runterfliegen, Gott, dann hast du dich schon wieder, sich zu sehr aufs Schießen konzentrierst, kommst wieder kaum hoch. Also das ist echt schwierig und da braucht es wirklich noch einige Stunden Flugzeit, bis man da routiniert ist. Wie war das? Ich fand ja in der Präsentation ganz geil, neben den Flugzeugen und neben den Panzern gab es ja auch diesen riesigen Kampfzug quasi, wo du von oben schießen konntest und wo es richtig fette Waffen dran gab. Hast du auch das Glück gehabt, damit fahren zu können, oder? Ich war Zugführer. Au, du warst der Zugführer. Zugführer. Ja, also war das so, ein Zug zu fahren? Ja, ich konnte nicht viel machen. Ich konnte nicht schießen, ich konnte nur rechts rausgucken. Ich konnte links rausgucken. Und ich konnte halt Gas geben, rückwärts, vorwärts und konnte tatsächlich
mitmachen. Das war es jetzt für mich als Lokomotivführer. Aber ich konnte ja steuern, fahre ich zur Trainstation, die wir dann einnehmen, fahren wir noch ein bisschen weiter, wo Not am Mann ist. Also das war schon okay, weil ich darf ja auch nicht zu schnell fahren, sonst können ja die Leute, die bei mir drin saßen, und das waren einige, ja gar nicht richtig schießen. Aber ich selber aus dem Zug konnte jetzt nicht schießen. Du konntest auch nicht abhauen einfach, wenn du merkst, ey, wir liegen hinten, dann fahre ich einfach weg aus der Wüste, das ging nicht? Ich bin abgehauen, aber ich bin ausgestiegen. Ach so, okay. Ja, es wurde dann immer zu knapp, dann habe ich mich verpisst. Aber das finde ich auf jeden Fall eine ganz nette Neuerung, so vom optischen her auch und spielerischen auch. Ist natürlich auch immer schwierig, das haben wir auch schon während des Spiels gesehen, dass man halt, während man irgendwie unterwegs ist mit irgendeinem Gefährt und nur da drauf sitzt und schießt, ist extrem schwierig, ist überhaupt jemanden zu treffen, allein in so einem Auto. Ja. Weil du fährst ja so schnell und das wackelt dann noch durch die Wüste und so. Da ist es schwer, jemanden zu treffen. Deswegen, ne? Mir hat es als Sniper eigentlich Spaß gemacht, weil man da mal ein bisschen Ruhe hatte. Und du hast wirklich viele Punkte, wo du dich wirklich niederlassen kannst und dann wirklich gut reagieren kannst. Aber es gibt wiederum auch andere, die dann woanders saßen. Also das ist schon echt gut gemacht. Das ist eine sehr Wüste, aber das ist eine lebendige Wüste. Also man muss... Insgesamt kann man sagen, viele haben ja gesagt, so Erster Weltkrieg, komm, wir hatten doch jetzt hier Call of Duty, Zweiter Weltkrieg und das wurde alles schon durchgekaut, bei Battlefield ja genauso. Warum jetzt Erster Weltkrieg? Die haben es wirklich geschafft, jetzt diesen kleinen Eindruck, den ich zumindest gewinnen konnte, eine Vielfalt reinzubringen und es wirkt nicht altbacken irgendwie. Ja, komm, haben wir schon gesehen, weil selbst da gab es ja auch noch andere Waffen, neue Waffen und... Die Pferde. Die Pferde. Ja, das ist auch mal was Geiles. Und die sehen nicht so scheiße aus wie die Hunde in Call of Duty oder was hatten wir da? Ja, die Hunde bei Call of Duty Ghosts. Ja, das steuert sich echt gut. Also insgesamt muss ich sagen, positiver Ersteindruck. Und grafisch fett, denn grafisch die fett. Frostbite Engine, die kam ja auch schon bei Mirror's Edge Catalyst zustande, wo es nicht so geil aussah, bei FIFA auch und so, aber bei Battlefield wird sie ausgereizt auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wird sie auf Konsolen so geil aussehen? Bestimmt nicht hundertprozentig, aber insgesamt hat mir Battlefield 1 echt gefallen. Das war's vom zweiten Teil unseres Joystick-Specials hier von der Gamescom. Ha, war das schön, wieder die Tage hier zu verbringen. 500.000 Menschen. Ja, ich glaube, das sieht man auch. Natürlich muss ich abschließend noch mal fragen, mit der Befürchtung, dass du es wieder sehr lang machst, aber ich vertraue dir, dass du es kurz hältst. Ja. Was war dein Highlight? Also, eins meiner Highlights war Elex. Oder wie man es hierzulande ausspricht, Elex, was wir eben schon gesehen haben und worüber wir gesprochen haben. Deswegen komme ich gleich zum nächsten. Eins der ganz großen Sachen waren halt die VR-Erfahrungen. Zum einen war vor allem Battlefront für mich der Wahnsinn, weil ich war halt Luke, ich saß in diesem Cockpit und habe halt TIE Fighter abgeschossen, konnte links, rechts gucken, konnte hinter mich drehen, habe R2-D2 gesehen. Verrückt einfach. Und auf der anderen Seite natürlich die HTC Vive-Erfahrung. Ich hatte die Fallout 4-Erfahrung und das war der Wahnsinn. Und da, die wollen ja wirklich, die haben geplant, Fallout 4 komplett rauszuholen. Also du kannst in der ganzen Welt von Fallout 4 rumrennen in VR. Ja, das ist schon irre. Und das waren auf jeden Fall meine Highlights. Was war da deins? Naja, ich bin ja Shooter-Fan, ja, und deswegen gucke ich natürlich immer so nach diesen High-Budget-Shootern, enttäuschen sie mich oder nicht. Ich habe natürlich auf Battlefield 1 geguckt. Wird es wirklich so gut, wie die Trailer das erhofft haben lassen? Ich muss sagen, nachdem ich es halt 90 Minuten gespielt habe, ich glaube, ich kann durchatmen, das wird gut. Deswegen mein Highlight, weil es eben meine Erwartung eigentlich bestätigt hat. So. Selbst ich war da auf einmal von meiner Skepsis befreit. So, so, das war's von uns. Wir gehen jetzt hier raus und ihr könnt für die letzten Sekunden nochmal die Massen hier genießen. So, tschüss. Kommt, wir gehen. Endlich Feierabend, ey. Ja, endlich. Ne? Sind aber auch viele Leute, ne? Sind aber ist auch unfassbar, unfassbar. Ja, diesmal war es nicht dabei. Kam's nicht. Schade, wir haben extra auf das Joystick gewartet. Wow, egal. Was für ein Anfang. Egal. Ja, was für ein Anfang. Aber hey, da sind wir jetzt. Es ist die richtige Uhrzeit. Ihr habt eben schon, wenn ihr vorher eingeschaltet habt, nochmal die Zusammenfassung gesehen von unseren beiden Gamescom-Specials. Jetzt mal wieder hier frisch in unserem Set. Schön, dass ihr da seid hier bei Joystick. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ey, das ist echt auch ein bisschen verrückt, ne? Hier wieder vorm Set zu sitzen und nicht auf der Gamescom irgendwas zu moderieren. Keine unglaubliche Lautstärke. Also es ist schon geil, ne? Aber es ist auch unfassbar laut. Ne? Und dann klaren Gedanken zu fassen, das war teilweise war schon, nicht so einfach. Es war echt nicht einfach, ey. Aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Definitiv. So, mit Spaß geht's direkt weiter. Naja, Spaß eher für uns. Spaß wiederum eher weniger für eine Person namens Lindsay Lohan. Die hat, wenn wir uns erinnern, vor 2 Jahren nämlich mal eine Beschwerde, oder hat sich beschwert, dass ihr in GTA 5 eine Figur nachempfunden worden sein soll. Ja, und da ist sie direkt vor Gericht gegangen, hat gesagt, hier,
Leute, hier diese eine, vielleicht können wir gleich mal einblenden, diese eine Person da, ne? Hier, die sieht aus wie ich, die teilweise im Spiel benimmt die sich wie ich und manches, was sie da macht im Spiel und tut, das ist auch so ein bisschen wie bei mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und hat sie gesagt, hier, es ist untersagt, Stimme oder Bild einer Person gegen den Willen im Handel oder in der Werbung zu nutzen. Dieses Gesetz wende ich jetzt an und mach euch fertig. Gut, jetzt wurde entschieden, das Gericht hat gesagt, nö. Ist nicht so. Gott sei Dank. Denn dadurch, dass man als eigener Spieler sozusagen eine eigene Geschichte kreieren kann, sich da frei bewegen kann, in dieser Welt sich bewegen kann, entsteht etwas Fiktives. Das Ganze ist fiktiv. Das ist ein fiktives, satirisches Werk. Und deswegen sagen sie, weil es eben nicht real ist. Natürlich gibt es, weil es eben Satire ist, gewisse Parallelen, ganz klar. Aber das heißt noch lange nicht, dass Verloren sich da jetzt irgendwie auf den Schlips gefühlt treten darf. Vor allem nicht nur bei GTA 5, sondern überhaupt in der GTA-Reihe. Wird alles durch den Kakao gezogen, ne? Alles, was in Hollywood sich rumtreibt. Und deswegen ist es auch total affig, sich darüber irgendwie aufzuregen und diesen ewigen Kampf zu haben. Richtig, richtig. Also Lindsay Lohan, tut uns leid, gibt keine fette Kohle. Kommen wir mal zur nächsten News. Und zwar fanden ja die vergangenen Tage die Keynote statt, also ein Apple-Event. Und Keynote hat dieses Mal iPhone 7 enthüllt, natürlich. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht auch um Überraschung, Mario. Ganz verrückt, denn Super Mario Run wurde angekündigt fürs iPhone und Super Mario Run orientiert sich an der Vorlage der modernen Mario-Titel und das Genre ist, und da können wir ja auch mal reingucken, das Genre ist tatsächlich so ein Endless Runner. Also Endless Runner kennt man vielleicht, wenn man irgendwie oftmals Smartphone-Games zockt. Mario bewegt sich in konstanter Geschwindigkeit von links nach rechts und man muss einfach nur durch Rauftippen springen. Das ist sozusagen wie, wie heißt der, Flappy Bird oder so, wo du auch immer weiter Level machen kannst und Und das wird manchmal auch angepasst an die Ego-Perspektive bzw. Third-Person-Perspektive. Das kennt man dann von Tomb Raider und weiß ich, wie die ganzen Spiele heißen. Mich interessiert das nicht so. Es gibt drei unterschiedliche Spielmodi. Einmal ein Singleplayer-Modus, dann wo du Rekorde von anderen schlagen kannst und ein Bautool, so ähnlich wie bei Super Mario Maker. Release ist vorgedacht für den Dezember. Android-User müssen noch warten, da haben sie noch nicht angegeben, natürlich auf dem Apple-Event nicht angegeben, wann das kommen wird. Ja, ja. Und ich persönlich muss sagen, ich find's super lame. Nintendo öffnet sich zwar den Mobile-Markt, sie haben ja mal irgendwann gesagt vor einigen Jahren, das wollen wir nicht tun, weil wir ja damit die 3DS benachteiligen, weil jeder, der ein 3DS hat, macht eigentlich das, was alle anderen schon seit einiger Zeit machen, auf dem Handy. Mhm. Aber jetzt dann haben sie gesehen, oh, alle haben ein Handy und scheiße, da gibt's Kohle zu holen, deswegen müssen wir da jetzt was machen. Plötzlich war Pokémon Go da. Und jetzt auch halt das. Aber es geht mir halt echt auf den Sack, dass sie machen können, was sie wollen, weil das ist ja nun wirklich nicht innovativ und dass es trotzdem abgefeiert wird. Das nervt mich so krass, dass Nintendo nach wie vor noch so viele Fanboys hat, die auf alles stehen, was sie so rausbringen. Und einst war Nintendo ja ein ziemlich innovativer Entwickler und jetzt machen sie halt so eine Geschichte. Deswegen passt es auch perfekt zur Apple Kino. Da wird sowieso alles abgefeiert, was irgendwie ein kleiner Furz wird gelassen. Schon ist es die große Revolution, deswegen passt es da perfekt. Die haben nicht mal eine neue Engine oder so gebaut dafür. Ja. Also eine alte Engine benutzt, billig produziert und das Ding wird nicht kostenlos kommen. Es wird ein bisschen was kosten. Wie viel haben sie noch nicht Bescheid gesagt? Natürlich. Ey, Nintendo macht endlich wieder geilen Scheiß, sage ich einfach nur. Ich hoffe mir einfach, dass die NX irgendwie ein Kracher wird. Wir waren ja dann doch auf der Gamescom ein bisschen überrascht von Zelda, das ja wirklich gut das ist. Das war schon gut, aber trotzdem mal was ganz Neues. Ey, was komplett Neues wäre schon mal schön. Das nervt halt echt. Komplett neu wiederum ist auch das nicht, was Sony am Mittwoch in New York auf deren Konferenz vorgestellt hat, aber doch etwas, wo viele drauf gewartet haben. Und zwar wurden zwei neue Konsolen vorgestellt. Und als erstes, das ist keine Überraschung, das gab es vorher auch bei jeder anderen PlayStation-Konsole, die PlayStation 4 Slim wird erscheinen ab dem 15. September, kostet dann 299 €. Da ist es. Heißt dann auch nicht Slim, also die heißt dann nur PS4. Weil es wird die normale PS4, die jetzt die Besitzer haben, die wird es nicht mehr geben. Und da gibt es auch nicht viel zu erzählen. Ist einfach, wie es vorher schon war, kleinere Maße. Ansonsten von der Technik her genau das, was in der originalen PlayStation 4 auch erhältlich ist. Eigentlich ist es ja wurscht, wie groß die ist, ne? Weil die steht eh nur im Regal. Ja. Ja,
Aber wichtiger ist die zweite Ankündigung gewesen. Auch da haben natürlich viele erwartet, was passiert, was werden sie da präsentieren. Ganz klar, eine verstärkte PlayStation 4, die PlayStation 4 Pro. Nicht Neo, genau. Das war die größte Überraschung. Ja. Der Name ist anders, als wir es erwartet hatten. Nicht Neo, sondern Pro. Ab dem 10. November ist sie erhältlich, kostet 399 Euro voraussichtlich, also nochmal ein Huni mehr, aber bietet dafür auch mehr. Wir können vielleicht schon mal reingucken, wo das Ganze auch so ein bisschen präsentiert wird. Hier natürlich sehr mysteriös. Aha. Wie wird sie aussehen? Ja, natürlich vom Stil her genauso, wie man sich die PlayStation vorstellt. Aber zumindest kein Klavierlack, richtig? Das ist doch jetzt komplett genau, matt. Genau. Matt. So wie es auch bei der PlayStation 4 Slim ist. Matt das Ganze, aber die Optik natürlich von der Ähnlichkeit so erhalten. Das ist, wenn man es kurz sagen will, eine Art PlayStation 4.5. Das ist keine neue Konsole und auch das, Microsoft hat das ja auch schon längst angekündigt, ist eben gerade Trend. Man bringt keine neue Konsole raus, keine komplett neue Generation einer Konsole, sondern einfach ein Upgrade. Und das ist auch hier der Fall. Du hast, und das ist das Besondere, Ultra-HD-Auflösung, also 4K. Nur, natürlich denken sich jetzt viele, ja super, gibt es denn da jetzt exklusive Spiele oder was? Und dann muss ich mir jetzt eine holen und doch noch Geld raufhauen. Also es ist doch irgendwie eine neue Konsole, eine neue Generation. Nein, es wird keine exklusiven Spiele dafür geben. Ganz normal die PlayStation 4 Spiele. Hier wird einfach die Optik sozusagen hochgerechnet. Dafür brauche ich wiederum aber einen Ultra-HD-Fernseher. Das heißt, erstmal reicht das nicht aus, sich nur die zu holen. Man muss natürlich ordentlich zu lang und gut Kohle hinlegen, weil ohne UHD-Fernseher keine gute Auflösung. Sie ist doppelt so schnell wie die originale PlayStation 4 und ja, wie gesagt, die Spiele werden hochgerechnet, sind dadurch, also das wird schon aufgewertet trotzdem, weil die Spiele auch kontrastreicher sein sollen. Ja, mehr Bilder pro Sekunde. Mehr Bilder pro Sekunde, dadurch sieht das alles gleich mal ein bisschen flüssiger und geiler aus. Das Besondere allerdings, und hier ist der Unterschied, Microsoft liegt da schon nach, die werden ein Ultra-HD-Laufwerk haben. Hier allerdings nicht. Aber es gibt kein UHD-Laufwerk. Bei der Project Morpheus kommt das dann wahrscheinlich, ne? Ich glaube, bei der S auch schon. S auch schon. Soweit ich es mitbekommen habe. Es gibt sogar auch schon. Hier ist es nicht der Fall. Man kann sich Filme zum Beispiel natürlich in 4K angucken, aber nicht durch eine Blu-ray, sondern Netflix hat ja auch schon Serien und Filme in 4K rausgebracht. Absolut. Also da gibt es schon was, aber in haptischer Form das Ganze nicht. Natürlich, worauf die hier Wert legen, wenn sich denn die Leute am 13. Oktober auch direkt PlayStation VR kaufen, dann würde Sony natürlich sagen, hier, kauft euch gleich die Pro, weil dadurch läuft das Ganze natürlich flüssiger. Wir können auch mal auf Reaktionen gucken, bevor ich selbst so ein bisschen was dazu sage, wie meine Meinung ist oder wie unsere Meinung ist. Als erstes hätten wir da den Nick Robinson. Und Nick Robinson, der ist in der Videospielbranche sehr aktiv und der hat geschrieben, das Beste am PC ist doch die Möglichkeit des Upgradings. Dann laufen all meine alten Spiele auch ohne viel Mühe auf 60 Frames, also Bilder pro Sekunde. Die PS4 Pro kann das nicht. Ja, das Ding ist halt, die wandelt nicht die alten Spiele um, sondern nur die neuen, die halt kommen. Da gibt es halt Unterschiede in den neuen Spielen, die kommen. Ja. Und auch, was ich gelesen habe, Bethesda hat das gesagt, dass die sich nicht öffnen, PlayStation, für so Upgrades in den Spielen, also für Patches und so weiter, öffnen die sich leider nicht so sehr. Und deswegen ist es ein bisschen blöd, dass PlayStation 4 sich nicht öffnet, da haben sie immer noch einen Nachteil gegenüber den PC-Spielern. Aber da muss es auch erstmal die Spiele geben für PC, ne? Kommen wir mal zur nächsten Reaktion. Und zwar wird hier geschrieben, ich denke, dass man mithilfe eines 5-Dollar-Weins den Grafikunterschied zwischen PS4 und PS4 Pro leicht ausgleichen kann. Ja. Ja, natürlich am Ende des Tages sind, die Farben sind kräftiger, aber ob das sich wirklich lohnt, dann Huni mehr noch aufzuholen, eine neue Konsole zu holen. Also mich nervt es ja wirklich, dass es jetzt so kurze Phasen gibt zwischen den Konsolen. Also es ist ja wie eine neue Konsole, fühlt sich ja an. Es gibt jetzt 3 PlayStation 4 Versionen, dann gibt es halt noch 2 Xbox One Versionen und Project Morpheus. Also jeder, sowohl Microsoft als auch Sony, haben 3 verschiedene Konsolen aktuell. Und ich finde es total nervig, weil ich habe mir natürlich schon PlayStation VR vorbestellt, weil ne, VR, klar, ich habe mega Bock drauf. Und das Problem ist aber, dass jetzt gesagt wird, ey, die neue PS4 hat mehr Leistung für Virtual Reality und mit der alten müsst ihr halt so ein bisschen die Technik runterfahren. Und das kotzt mich halt an, weil ich will halt nicht benachteiligt sein, ne? Und also ich finde dieses ganze Upgrading von den Konsolen super nervig. Ja, das ist, ich mag es auch nicht, weil das ist der Grund, warum ich mir eine Konsole hole.
Ja. Dann habe ich die. Weil es abgeschlossen ist. Weil es abgeschlossen ist. Dann habe ich die, weiß ich, weil dann kann ich mir auch einen PC holen. Das ist ja einfach so. Und das will ich eben nicht. Und deswegen finde ich es auch Schwachsinn. Bringt mir eine neue Generation. Dann warte ich eben ein bisschen drauf. Und dann ist gut. Aber nicht so ein Hin und Her. Sehe ich komplett genauso. So, wir machen eine kurze Pause. Dann sind wir gleich zurück mit den neuesten Releases. Und auch noch welche, die wir während unseres Gamescoms-Besuch ein bisschen verpasst haben. Da müssen wir auch noch drüber reden. Deswegen lohnt es sich dran zu bleiben. Bis gleich. Bis gleich. Ist zurückzuführen auf Kindheitstraumata. Alle, die Rosinen nicht mögen, Kindheitstrauma. So, Freunde, also, ihr habt entschieden, ich soll die Rolltreppe runterfahren, dann tue ich das jetzt auch. Mein Name ist Nick, es war schön mit euch, wie immer. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Bis gleich. Oh, ich will nie wieder hier pürieren. Einfach mal was in der Pfanne anbraten will ich hier. Einfach mal mit einer Rosine reden, fragen, was sie für ein Problem hat. Die gibt euch Aufklärung. Man muss anfangen mit Dingen, die man nicht mag. Vielleicht ist es auch im Unterbewusstsein Assoziation wegen hier Frank. Wer ist Frank? Tak, 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 tak. Frank Rosin. Oh mein Gott. Oh Gott. Guck mal, warte mal, guck mal, wie er jetzt einfach vom Tisch runterfährt und trotzdem halb, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber oh, er ist noch heil. Super, tolles Gerät. Chemsex heißt er, also nicht Chemsex, was wir jetzt theoretisch machen könnten, sondern Chemsex aus chemischen Sex. Ja, also Chem von Chemie oder Chemie, wie man auch gerne sagt. Genau, so, genau. So, okay, nicht, okay. Ja, Marc, guck doch mal, was so riecht. Guck doch mal, ob riech mal. Das riecht gut. Stimmt. Das duftet fein, nicht ne? Angenehm. Oh. Und ich find's ja. Ich lass dich mal frei. Freiheit, mein Freund. Freiheit. Wow. Der ist extrem. Hast du mal gesehen, wie schnell BB-8 ist? Was ist das denn da? Guck mal. Und tschüss. Oh. Komm, wir winken ihm mal. Tschüss. Nee, ich wink ihn nicht. Obwohl, auf nimmer Wiedersehen. Tschüssi. Es geht auch um Sexappeal in dieser und Show. Apropos Sexappeal, jemand, der auch noch gar. So, weiter, oh Mann, ich werde nicht gut schlafen können heute. Da wir alle keinen Sex hatten, hatten wir wahrscheinlich noch nie ein Date, oder? Doch, ich hatte Arsch. Ich kann relativ. Ja, jetzt, du wirst platt gemacht, verdammte Scheiße. Ja, ich weiß schon, warte doch mal. Ich hab doch Geduld. Ich hab auch ein bisschen Ahnung. Los, los, rein. Ich hab schon ein bisschen Ahnung, hab ich ja, ne? Was ist das eigentlich? Turbo, oh. Uiuiui. Da ist der Turbo. Mach da nicht immer den Turbo, ey. Okay. Da würde ich jetzt ja gerne mal Arne fragen hier, ne, aus unserer Redaktion. Der ist zwar, also Fußball kennt er sonst nicht ganz so viel. Ja, er ist ein sehr simpler Mensch. Aber ich glaube, bei Anmachsprüchen, da wüsste der eine ganze Menge. Der könnte hier 2 Stunden sitzen, bleib bloß. Ja. Komm, schnell. Nee, bleib da. Die Kamera zeigt dich eh nicht. Oh, nicht schlecht, Leute. Oh, nicht schlecht. Wie viel wiegt ein Eisbär? Genug, um das Eis zu brechen. Wegen mir kreischt schon lange niemand mehr. Bitte was? Wegen mir kreischt schon lange niemand mehr. Ach, möchtest du für mich kreischen? Ja. Komm einmal. Warte. Okay, cool. Marc, genau deswegen. Nee, ist okay. Ich will ein Kind von dir. Nicht noch eins, nein. Du weißt, du kümmerst dich nicht um das erste, warum jetzt noch ein zweites? Pilz, komm. Fucking scheiß Arschpilz, komm hier rein. Geil. Steffi, du bist die Geilste. Wo ist denn jetzt das Stückchen? Ich will das klein haben. Warum gehen die Kameramänner eigentlich so weit zurück? Ja, weil sie Angst haben. Oh, da war ein Stückchen. Aber jetzt nicht mehr. Ja, so ein Stückchen. Willkommen zurück.
zurück hier bei Joystick. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben eben schon die neuesten News der Woche besprochen aus der Gaming-Welt und kommen jetzt zu neuen Releases, aber auch welchen, die wir, ja, so ein bisschen über die wir nicht reden konnten, weil wir halt auf der Gamescom waren. Tja, und eins ist eigentlich jetzt schon eins meiner Highlights dieses Jahr. Terror, Hass gegen andersartige, Ausgrenzung, Polizeiwillkür, Armut, technischer Fortschritt und Korruption. All diese Dinge vereinen nur eine Reihe oder mitunter nur eine Reihe. Und zwar rede ich von Deus Ex. Und Deus Ex hat jetzt ein neues Spiel rausgebracht. Und zwar Deus Ex Mankind Divided ist am 23.08. rausgekommen. Der spielt zwei Jahre nach Human Revolution. Das kam halt 2011. Ja. Und die Ereignisse darin haben deutliche Spuren hinterlassen, was in den ersten 15 Minuten dieses Spiels auch erzählt wird. Und was das überhaupt ist und womit wir es überhaupt zu tun haben, erzähle ich euch nach dem wunderbaren Launch-Trailer. Wenn du versuchst, die Welt zu zerreißen, wird sie irgendwer immer wieder zusammensetzen. Man kann Träume zerstören. Man kann Unschuld rauben. Man kann Freiheit nehmen. Aber der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ja, im Vorgänger Deus Ex Human Revolution wurden so ein paar Sachen oder ereigneten sich ein paar Sachen, die jetzt das Spiel auch bestimmt haben, das Nachfolgespiel. Und zwar geht es natürlich um künstlich veränderte Menschen. Das spielt irgendwie so 30 Jahre vor der realen Zeit aktuell. Und künstlich veränderte Menschen rasteten durch so Signalübertragung aus, weil halt viele augmentiert sind. Augmentiert bedeutet, die haben Prothesen, sind halt weiterentwickelt, ne, sind irgendwie halb Cyborgs und haben viel bessere Fähigkeiten als normale Menschen. Die haben allerdings die Kontrolle verloren und attackierten sogar Kinder und Frauen. Und das ist halt das Problem, dass die Augmentierungen, die ja einst so als Ruhm galten und als wirklich positive Sache, sind jetzt eher Makel und Fluch. Und Schauplatz ist ein futuristisches Prag, das auch echt richtig gut eingefangen wird. Kommt man auf Prag? Das verstehe ich auch nicht so wirklich. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es Prag ist. Komme ich aber später noch zu. Wir spielen Adam Jensen, den wir auch schon in dem Vorgängerspiel natürlich gespielt haben. Der ist konfrontiert mit Vorurteilen, weil er selbst sehr augmentiert ist und sehr viele Fähigkeiten hat. Der wird von der Polizei irgendwie ständig konfrontiert. In der U-Bahn muss er sich aussetzen mit Menschen, die dann irgendwie sich weit wegsetzen von ihm oder ihn direkt ansprechen. Er ist Doppelagent. Zum einen führt er für die Task Force 29 so Antiterrororganisationen durch. Das ist nämlich die Antiterror-Einheit der Regierung. Zum anderen spioniert er aber für das Juggernaut Collective. Und das Juggernaut Collective ist so eine Untergrundorganisation unter der Führung eines Hackers. Und da ist natürlich immer so die Frage, auf welche Seite stellt man sich jetzt? Welchen Weg wir gehen, beeinflussen wir selbst im Laufe des Spiels durch verschiedene Missionen. Und im Endeffekt trifft in diesem Spiel Stealth, also Schleichen, auf Ego-Shooter-Elemente. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen, denn ich habe es ja schon gesagt, verschiedene Entscheidungen hat man, man hat unglaublich viele Entscheidungsfreiheiten. Das Ende wird davon beeinflusst, was man im Laufe der Story halt gemacht hat. Es gibt viele verschiedene Enden, hat man ja inzwischen häufiger, aber da ist es halt wirklich so, dass es eine ganze Menge Enden auf jeden Fall sind. In der Vergangenheit war die Steuerung etwas zu hakelig, das haben sie jetzt endlich in den Griff bekommen. Wir haben riesige Waffen- und Fähigkeiten-Arsenale, also wir können verschiedene Waffen aufbauen, unsere Fähigkeiten ständig verbessern. Und das ist auf jeden Fall alles richtig, richtig gut gelungen diesmal, denn in der Vergangenheit war es so, dass die Story gut war, aber das Gameplay nicht. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen gewandelt und ich habe es ja schon gesagt, Prag wird super eingefangen. Es ist halt echt eine offene Welt, die sehr authentisch und lebendig wirkt, weil du so viel machen kannst und das haben sie alles richtig, richtig gut hinbekommen und für mich auf jeden Fall ein ganz großer Daumen nach oben mit Deus Ex Mankind Divided und ich bin jetzt bei 10 Stunden etwa und das ist eins der wenigen Spiele, wo die Nebenmissionen besser sind als die Hauptmission. Oh, okay. Habe ich denn auch Spaß, noch kurz abschließend, wenn ich kein Stealth-Fan bin?
Ja, denn du kannst ja auch durch, du kannst ja auch offensiv durchgehen wie ein Ego-Shooter-Fan. So. Und deswegen ist das alles auf jeden Fall cool. Viele meinen sogar das beste Deus Ex aller Zeiten. Eieiei, okay. Also, dann bin auch ich begeistert. Begeistert wiederum bin ich auch von einem Spiel, was bereits am 25. August erschienen ist. Aber auch über das müssen wir reden. Es ist ein Spiel namens ich fange nochmal von vorne an. Vor 21 Jahren erschien da der erste Teil. Aha. Und zwar Worms heißt das Ganze. So, rein jetzt, rein mit dem Video. Ich kann darüber sprechen. Es geht um Worms WMD. Das ist ein neuer Teil. Und wir wissen ja, Worms hatte viele Nachfolger bekommen. Und die haben immer so ein bisschen rumgespielt. Dann war es dreidimensional, war wieder da irgendwas anders. Und da war auch ganz schön viel Schrott mit dabei, gerade als es dreidimensional wurde. Das hat da alles nicht mehr so viel Spaß gemacht. Hier mit dem Worms WMD hat man sich sozusagen auf die Stärken zurückbesinnt und hat wieder hier die zweidimensionale Optik, die auch wirklich die beste ist, und hat einfach nur an kleinen Schrauben gedreht und kleine Verbesserungen gemacht. Zum Beispiel gibt es das erste Mal, das sieht man hier, Vehikel wie Panzer oder auch Helis, die einen wirklich auch Vorteile verschaffen. Es gibt feste Geschütze, die einen gefährlich werden können. Es gibt aber auch Häuser, in denen man sich verschanzen kann. Und wenn man mit seinem Gegner, also mit seinem eigenen Spieler nicht nah genug dran ist an diesem Haus, kann man nicht sehen, was der Gegner darin macht. Das ist eigentlich ganz interessant und gibt da natürlich auch nochmal einen taktischen Vorteil. Hier sieht man dieses Haus. Und es gibt Crafting. Ja, natürlich jetzt nicht in unglaublich komplizierter Form, aber man kann Waffen zusammenbauen, die dann wiederum besser sind als die, die man hier einfach nur finden kann. Also die haben wirklich an kleinen Schrauben gedreht, aber gerade so viel, dass man sozusagen diese originale Erfahrung nicht zerstört. Ja, und viele haben schon gesagt, ein Kracher, eines der besten Worms oder Worms, wie auch einige sagen. Und ich finde sehr gut. Ich war immer ein großer Fan davon. Ja, auf jeden Fall. Und da lohnt es sich dann auch, wenn die wirklich an einigen Stellen schrauben, und dass diese Marke halt auch erhalten bleibt quasi, ne? Weil das ist ja schon seit Ewigkeiten da. Ja. Und damit jetzt auch wirklich zu Recht auch noch immer noch da. Quasi. Absolut, ja. Kommen wir mal zum nächsten Titel. Und das ist eine Anime-Reihe. Oder ein Spiel zu einer Anime-Reihe. Nach nur einer Staffel bekommt nämlich Attack on Titan sein eigenes Spiel. Und Attack on Titan ist einer der gehyptesten Animes der letzten Jahre. Und wir können auch mal direkt mal ins Gameplay reinschauen oder in den Launch-Trailer. Das Spiel heißt komischerweise wahrscheinlich aus Lizenzgründen nicht Attack on Titan, sondern AOT, also die Abgründung AOT Rings of Freedom. Das ist seit dem 26.08. draußen. Und die Menschheit ist ziemlich am Ende darin. Nachdem riesige Giganten aufgetaucht sind, haben sich die letzten Überlebenden in einer ganz großen Stadt hinter drei riesigen Mauern verschanzt. Auch die werden allerdings irgendwann durchbrochen von einem noch größeren Riesen. Und die Mutter der Hauptfigur, Erin, kommt dabei ums Leben. Das ist quasi die Prämisse der Serie, des Animes. Und Erin will natürlich den Riesen das Heim zahlen und lässt sich zum Jäger ausbilden. Jäger wiederum haben scharfe Klingen, gasbetriebene Schubdüsen und Greifhakenseile. Und das Problem ist, dass einen Tag nach Erins Training die Giganten schon wieder ankommen. Und somit muss er sich, bevor sein Training überhaupt abgeschlossen ist, sich ins Gefecht begeben. Und da fragt man sich natürlich, wie will man all das in ein Game packen? Das hat sich jeder gefragt, halt, der irgendwie die Serie mag, weil das natürlich sehr chaotisch sein kann. Wie läuft das Gameplay ab? Wir müssen unsere Gegner Schritt für Schritt zerlegen quasi, wir müssen sie ausgucken. Jeder ist auch anders, es ist nicht so, dass jeder Gigant gleich aussieht. Ein Schnitt am Nacken wiederum gibt ihnen dann den Rest und diese Stelle müssen wir überhaupt erstmal erreichen. Ah, das hätte mich ein bisschen an hier Shadow of the Colossus, ja, alles deine Lieblingsspiele. Ja. Dass wir sie halt nicht direkt beklettern, sondern halt anhand dieser Greifhaken und so uns nach Schritt für Schritt halt vorantasten. Mit der Schultertaste werden Gegner anvisiert. Und mit dem rechten Stick müssen wir dann schneiden. Ja. Das kennt man vielleicht schon aus Metal Gear Rising, da musste man auch, da hatte man auch eine Klinge und muss mit dem rechten Stick dann halt schneiden. Also, fassen wir mal zusammen. Anvisieren, Haken abfeuern, ranziehen, Geschwindigkeit mit dem Booster aufnehmen und dann angreifen. Und das dauert natürlich, ehe man das überhaupt drauf hat, weil, naja, das wird dir zwar am Anfang beigebracht, aber ehe das so richtig flüssig abläuft, dauert es halt ein bisschen. Es ist ein ziemlich einzigartiges Gameplay. Viele haben es verglichen mit irgendwie Spider-Man mit einer Klinge im Endeffekt, weil du dich ja da um die Giganten drumherum begibst. Waffen und Ressourcen müssen immer wieder ausgerüstet werden. Es gibt ein großes Erfolgsgefühl, wenn du halt mal einen Giganten erledigt hast, weil es natürlich auch ein bisschen was dauert. Das Problem ist auf der negativen Seite, dass die Kamera ziemlich hakelig ist, denn Abwechslung kommt zwar, aber je mehr Giganten kommen, desto
unübersichtlicher und komplizierter wird es halt in der ganzen Kamerasperspektive. Das ist so ein bisschen, woran man sich nerven kann, aber ansonsten haben sie es echt gut hinbekommen. Und ich wollte es inzwischen schon spielen, habe selbst noch nicht gemacht, bin da aber sehr jetzt schon eigentlich begeistert von den Gameplay-Szenen, die man da gesehen hat. Nicht schlecht, also fand ich es auch ganz gut aus. Die Optik, ja, ist nicht so total mein Fall, erinnert mich aber ein bisschen an hier Afro-Samurai, deswegen geht das vollkommen klar. So, zum nächsten Game, beziehungsweise einer neuen Erweiterung, ist schon am 30. August erschienen und ich bin eigentlich überhaupt kein Spieler dieser Reihe, aber trotzdem müssen wir natürlich kurz darüber reden. Es geht um World of Warcraft Legion und bevor ich hier kurz erzähle, ist es jetzt besser? Was sagen die Leute? Ist es, weil es die bisherigen Erweiterungen wurden schon teilweise kritisiert. Gerade der letzte haben sie gesagt, viel Rotz dabei, war nicht so toll. Ist das jetzt besser? Mal sehen. Erstmal gucken wir uns hier dazu den Trailer an. Helden von Azeroth, ich war Zeuge unseres Untergangs. Eine Flut von Dämonen bricht vom Horizont über unsere Küsten herein. Hört meine Warnung. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Stärker, entschlossener als je zuvor. Diese Dämonen wollen alles Leben auf Azeroth auslöschen. Niemand kann der Legion allein trotzen. Also kamt ihr zu mir. Ich kümmere mich um diese Eindringlinge. Nein, sie würden nicht. Ich wusste es! Ich wusste, wir können ihr nicht trauen! Am Ende ruft der Tod uns alle. Die Legion lässt sich nicht aufhalten. Unsere Zeit ist knapp. Geht jetzt. Doch vergesst nicht, wenn ihr versagt, werden alle Welten brennen. Die WoW-Spieler waren wenig begeistert bei der letzten Erweiterung. Da hagelte es Kritik. Einerseits wurde gesagt, zu wenig Inhalt, irgendwelche Hanseln, die eine beschissene KI haben, muss ich raus ins Feld jagen und das macht alles nicht so wirklich Spaß. Da hat sich Blizzard jetzt ein Herz gefasst, hat gesagt, ja gut, dann müssen wir doch noch mal ranklotzen, dass hier uns nicht komplett alle WoW-Spieler davonlaufen. Es gibt ja auch Tobi im Chat zum Beispiel, der schreibt, WoW ist so bleibt unnötig. Naja, es gibt ja noch einige, die das spielen. Und jetzt ist es eben so, dass ein bisschen ein Open-World-Feeling aufkommt, weil der Weg nicht mehr linear vorgegeben ist, jedenfalls nicht überall. Du manchmal dich freier da bewegen kannst. Es ist eine packendere Story teilweise bei der letzten Erweiterung. Ja, wurde man da nicht so gepackt, gab es auch viele Kritiken, dass es alles schon sehr belanglos ist. Die Charaktere sind jetzt lebendiger und ja, wie gesagt, es ist alles nicht mehr so linear. Also offensichtlich funktioniert es jetzt besser und haben sie es nochmal ordentlich hingekriegt, dass hier eine ordentliche Erweiterung am Start ist. Also, für alle WoW-Fans sollte Legion also oben auf der Liste stehen, weil offensichtlich hat es nochmal funktioniert. Für mich absolut berechtigt. Kommen wir zum nächsten Spiel, das auch mehr als berechtigt ist. Es tut mir leid, Kevin, aber es geht um eins der erfolgreichsten und besten Rollenspiele aller Zeiten und das kommt als Game of the Year Edition. Wir haben fünfmal, ich glaube, oder können wir uns zehnmal schon über dieses Spiel geredet. This land never flowed with milk and honey. Ja, oh Gott, ey. It flows with blood. Armies have swept through it several times. Famine. Hast du gesehen in der Quelle? Sie die ja. Mit einem Herz. Ich liebe einfach diesen Entwickler. Was soll ich sagen? Das hat mehr als 800 Preise gemacht und oder bekommen und 250 als bestes Spiel des Jahres. Also ist das Spiel, was am meisten gefühlt wurde. Ja, natürlich ist darin enthalten die Hauptstory Wild Hunt, in der Ciri, also die Tochter von Geralt, angegriffen wird von der wilden Jagd. Das erste Add-on Hearts of Stone, in der wir es mit einem Banditen mehr oder weniger zu tun bekommen. Und das zweite Add-on Blood and Wine, wo wir es mit Vampiren zu tun bekommen. Alles dann los, weiß ich doch, das hast du mir schon 20 Mal erzählt. Genau, deswegen will ich auch gar nicht mehr dazu erzählen. Ich will nur sagen, spätestens jetzt sollte man sich das, oder kann man sich das auf jeden Fall holen. Man wird es definitiv nicht bereuen, egal, selbst wenn man kein Rollenspiel-Fan ist, hat man da Bock drauf.
Finde ich gut. Nach den 20 Malen soll ich es vielleicht auch irgendwann mal spielen. Was das? Wenn ich Zeit habe. Vielleicht habe ich ja bald mehr als genug vielleicht Zeit. Vielleicht hast du ja Bock auf das Kartenspiel, Grant. Schluss jetzt! So, ja, also das auf jeden Fall die Spiele, über die wir reden mussten. Deus Ex ist, glaube ich, der größte Kracher gewesen. Ne?